zwei der skeptischsten und kaktastischsten Shows des Podcast-Universums tun sich heute zusammen und ergründen gemeinsam einen der beliebtesten, geheimnisvollsten, vielleicht sogar gefährlichsten Schurken der Comic-Geschichte. In einem epischen Crossover analysieren wir heute den Joker. Was wissen wir über seine Vergangenheit und sein Innenleben? Wie tödlich ist der Bleistift-Trick? Und stimmt es wirklich, dass jeder Mensch nur einen schlechten Tag braucht, um über die Klippe des Wahnsinns zu schreiten? Hier ist der skeptische Podcast mit Klugschiss. Viel Spaß mit den Kack- und Sachgeschichten und Hoaxilla. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Willkommen zum einzig wahren, zum großen, zum endlich stattfindenden epischen Crossover Kackzilla. Die Kack- und Sachgeschichten nehmen auf mit Hoaxilla. Kackzilla. Das haben wir jetzt. Das haben wir jetzt 7 Monate geplant. Ja. Kann das sein? Ja, ne? Ja, wann waren wir in Essen? Im April, glaube ich. Ja. Oder im März. März. Und wir haben das dann als April-Scherz. Also. Ja. Als April-Scherz haben wir es, ja. Ja, wir hatten unsere beiden Channels getrollt mit einem April-Scherz, wo wir unsere Fusion bekannt gaben. Darüber müssen wir später unbedingt noch sprechen, dürfen wir nicht vergessen. Definitiv. Ja. Das hat nicht alle erfreut, auf beiden Seiten. Aber doch erstaunlich viele, oder? Irgendwie ja, es gab echt viele, die Bock hatten. Ja, so habe ich es. Es gab aber auch einige, die dann schon irgendwann meinten, weil gesagt, wir ziehen das jetzt 5 Tage durch. Also, ja, Leute, so langsam. Jetzt hat es aber lange genug gedauert, ne? Das ist aber nicht wahr, oder? Es gab eine Reihe von besorgten Hörern. es gab tatsächlich auch ein, zwei, die bei Patreon dann aufgehört haben, ne? Ja. Die so einen Rage-Quit gemacht haben. Ernsthaft? Ja. Stellen wir uns doch vielleicht mal gegenseitig vor, für diejenigen, die uns nicht kennen in den jeweiligen Channels. Lass mal kurz uns Personen vorstellen. Einmal hier bei den Kack- und Sachgeschichten, der liebe Tobi. Moin. Der liebe Richard. Hola. Mein Name ist Fred. Und uns gegenüber sitzen der Alexander und die Alexa. Ja, genau. Alexander, nicht Alex. Hoaxmaster. Genau, ganz wichtig. Genau. Freunde, nicht, dass es aus Mutter geht. Genau, Alexander und Alexa, meine wunderbare Ehefrau von Hoaxilla. Und wir sind sehr froh bei so einem Erfolgspodcast. endlich haben wir es geschafft. Jetzt geht's geschleimelos. Zu Gast zu sein. Nee, das war irgendwie, wir sind ja irgendwie, glaube ich, um das kurz zu erzählen, immer so umeinander rumgeschlichen. Wir haben ja dann festgestellt, Richard, dass wir uns seit 100 Jahren eigentlich kennen. Ja, durch deine Frau. Die das überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Das war mir vielleicht peinlich. Ja, ja, das war ziemlich, das kam aber auch erst in der Unterhaltung raus. Moment mal, deine Frau, Moment mal. Alexa, Moment, die macht was mit Verschwörungstheorien. Moment, warte mal. Also ihr kennt euch aus dem Nicht-Podcast Real Life. Ja, wir kannten uns aus meiner Fotografentätigkeit und aus Alexas damals, ich weiß gar nicht, ob es Anfangs-Podcast-Zeit bei euch war oder bei so. Bei den Blackfield, ne? Stories. Ja, dann, also ne? Hoaxilla gab es da schon länger. Das war kurz nach dem Umzug nach Hamburg, als ich mit den Black Sweet Stories angefangen habe und da auch Autoren, so Nachwuchsautoren interviewt habe und da teilweise was gelesen habe von denen. So auch von einer befreundeten Autorin namens Rona Walter. Genau, und ich habe bei einer Lesung von ihr Fotos gemacht und genau. Alex und ich haben uns dann irgendwann Backstage, waren wir am Schnacken, weil ich ihr Aufnahmegerät bemerkte, so, was machst du denn für einen Scheiß? Und so, ja, ich führe jetzt gleich noch ein Interview. Alexander und Alexa, wollt ihr für unseren Channel, für die Kaki-Fans, wollt ihr vielleicht euch kurz vorstellen, was ihr macht? Wer ihr seid, was da so abgeht bei euch? Möchtest du oder soll ich, Alexa? Du machst du immer so. Es besser. Ja, Schatz. Wir machen seit 2010 einen Podcast rund um Verschwörungstheorien, moderne Sagen. Moderne Sagen sind sowas wie die Spinne in der Yucca-Palme,
Und wir beschäftigen uns einfach damit, warum Geschichten um den Yeti oder Nessie spannend sind, aber wir gehen nicht davon aus, dass es diese Viecher gibt. Das ist so unser Ansatz und das ist aber spannend. Das ist aber eine Frage. Geht aber schon ins Wissenschaftliche, ne? Ja, das ist so unser Claim ein bisschen, aber es ist halt total spannend, mal wissenschaftlich zu überlegen, was denn passieren müsste, damit es Nessie oder so gibt. Genau, und das ist so unser Ansatz, das machen wir seit 10 Jahren. Wir haben jetzt irgendwie 240 Folgen oder irgendwas zum aktuellen Zeitpunkt. Ja. Und ja, das ist das, was wir so treiben. Wir versuchen, das unterhaltsam zu machen. Wir haben aber nicht ganz so das Entertainment im Claim wie ihr. Also ihr seid ja mehr so klar auf Entertainment gesetzt. Wir versuchen nur... Wir sind nicht witzig. Wir sind nicht witzig. Ihr seid aber dafür seriös. Sag ich mal. Aber dafür sei glaubwürdig. Dafür glaubwürdig. Das sagst du jetzt ja, aber immer noch, obwohl du uns inzwischen persönlich kennenlernst, weil du bist ja tatsächlich langjähriger Hörer gewesen, Fred, ne? Ich bin tatsächlich. Prost, Fred. Also, cheers mal. Genau, so jung kommen wir immer zusammen. Bevor Fred anfängt zu quasseln. Das stimmt, also ohne jetzt hier irgendwie Fanboy-Geschleim oder so rauszulassen, war Huxilla. War Huxilla? So ja, Ferngelaber war schon gestorben, finde ich gut. Huxilla, also Huxilla war tatsächlich so einer meiner ersten Podcasts, den ich gehört habe und mitunter eine große Inspiration, dass wir mit den Kack- und Sachgeschichten überhaupt angefangen haben. Also ihr nennt uns jetzt Erfolgspodcast, aber ihr seid ja die eigentlichen Dinosaurier. Also ihr seid ja die eigentlichen, die schon da waren, bevor Podcasten cool war. Und stellt mal euer Licht nicht hier unter den Scheffel, denn für unsere Hörer zu sagen, so Huxilla ist ein absolutes Urgestein in der deutschen Podcast-Szene. Und unser Skepsis-Format ist auch überhaupt nicht von denen geklaut. Nein. Deswegen allgemeinen Gag, dass wir immer gesagt haben, auch wir brüllen Schallplatten an. Das haben die wirklich gemacht. Ja. Oh ja. Das ist ja auch der Witz, warum das erste Mal, als ihr aufgeploppt seid, ich ein bisschen so schnöselig war, weil ich dachte, guck mal hier, so jung aufstrebende irgendwelche Medienschluffis, die jetzt so in meinem Bereich wildern. Ähnlich war es ja bei Methodisch Inkorrekt, das ist ja ein anderer relativ bekannter Podcast, die fand ich ja auch erstmal blöd, weil ich gedacht habe, die machen auch was mit Wissenschaft. Aber im Grunde genommen ist ja die Welt groß genug für uns alle. Insofern. Und also unsere beiden Channels sind ja auch schon sehr unterschiedlich. Das stimmt. Kurz zu uns, zu den Kack- und Sachgeschichten. Wir sind drei Medienschluffis, finde ich sehr schön. Medienschluffis finde ich sehr schön. Das entschärft das Wort Nutte endlich. Also wir sind halt drei Leute so mit so, ich sag mal, Film-, TV-, medienbranchigem Background und wir sprechen hauptsächlich über Filme und über Serien und fiktive Welten und unterziehen die immer so einer übertrieben intensiven Analyse. Mhm. Also unser Ding ist, dass wir uns übertrieben in die Sachen reinsteigern und dass wir uns auch gerne immer irgend so einen scienceigen, einen wissenschaftlichen Ansatz suchen, anhand derer wir bestimmte Stoffe analysieren. Als Beispiel für die das nicht kennen, welche psychischen Störungen kann man Anakin Skywalker zurechnen? Ja. Oder wie hätten die Aliens aus Independence Day, wie hätte der Plan aussehen müssen, um uns wirklich platt zu machen? Ja, oder wie funktionieren die Roboter bei Pacific Rim? Ja. Sowas. Ja, genau, zum Beispiel. Oder manchmal auch halt hochinterpretativ. Genau. Was also bei Pacific Rim wäre die Antwort gar nicht, aber gut. Ja, das war tatsächlich nachher auch unser Fazit. Aber wir wollten halt erklären, wenn es möglich wäre. Ich meine, du hast noch davon geredet, was war das, unter welchen Bedingungen würde es zum Beispiel Loch Ness geben oder sowas? Also genau. Loch Ness gibt es ja auch Ness Monster, das Monster von Nessie. Wie viele Monster müsste es geben, genau, damit genau, aber da habe ich mich gerade auch schon gehört, so das vorgestellt. Wie oft war die Antwort tatsächlich entweder die Regierung oder irgendwelche Aliens? Oder 42. Bei uns, also das kommt immer wieder häufig. Also Regierung ist ja immer schuld im Zweifelsfall. Und ich will nicht die Stimmung trüben, aber man könnte sagen, ganz am Ende aller Verschwörungstheorien gibt es dann immer antijüdische Ressentiments. Ach stimmt. Ja. Willkommen beim Reichsbürger-Podcast. Okay. Ja, aber das machen wir nicht. Heute bei, nicht. Also wir sind ja hier auch offiziell Teil der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung, deswegen können wir jetzt hier frei sprechen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Deswegen habt ihr auch die Kohle gehabt, uns hier einzuladen. Also wir haben im Zirkel, ja. Wir haben halt auch so ganz oft so hochinterpretative, gesellschaftskritische und auch halt so geisteswissenschaftliche Gedankenspinnereien. Zum Beispiel haben wir darüber gesprochen, was ein Schweinchen namens Babe mit Hitlers Mein Kampf zu tun hat. Oder das ist schreckenschlüssig, wa? Und das war so eine selbst aufgebaute Fanthese. Also wir finden trotzdem ein Schweinchen namens Babe großartig. Oder zum Beispiel auch über Star Wars haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Unter anderem, was die Star Wars Story so mit der deutschen Faschisten, also mit der deutschen, ich sag mal, Vorgeschichte zu diesem Faschismus-Ding zu tun hat.
Und was da mal so in der Geschichte, dieses Faschisten-Ding. Ja. Ja. Und dass die Jedi eigentlich die Bösen sind. Ja. Genau, dass die Jedi die eigentlichen Bösen sind. Das ist ein Klassiker bei uns, dass wir proklamieren, dass die Guten die Bösen und die Bösen die Guten sind. Mal gucken, ob das heute auch funktioniert. Oh ja. Oh, stimmt. Oh, ja. Also, meine kluge Frau, ihr merkt ja schon. Oh. Also das ist heute absolutes Gipfeltreffen, würde ich mal sagen. Hier Filmkompetenz trifft auf echte Kompetenz. Auf echte Kompetenz, weil Alexander, du bist Psychologe. Das ist richtig. Im Hauptberuf. Und Alexa, du bist Volkskundlerin? Ja, also das Fach heißt Volkskunde/europäische Ethnologie. Gibt es, glaube ich, in der Form, in der ich das in Münster seinerzeit vor 100 Jahren studiert habe, so nicht mehr. Aber damals war das ein Magisterstudiengang. Okay, ist heute, ist heute so, auch Gender Studies ist, wahrscheinlich. Ist das so ein Studiengang wie Ägyptologie, wo es in ein paar Jahren nur noch genau 3 Jobs in Deutschland für diesen Studiengang gibt, nämlich die 3 Professoren, die das unterrichten? Nicht ganz. Aber du gehst halt irgendwie klassischerweise als Volkskundlerin irgendwie ans Museum. Also guckt euch irgendwie Detmold an, das Freilichtmuseum. Also halt solche Sachen machst du. Und die Jobs in Museen in dem Bereich in Deutschland, die sind total rar. Also man hat, man hat im Prinzip keine andere Wahl, als Science-Podcasterin zu werden. Genau, man muss sich seinen Job selber basteln. Das ist bei uns ein bisschen spannender, da musst du nicht nach Detmold ins Lichtmuseum, bei uns gehst du einfach ins Kino. Und ich muss noch einmal ganz kurz einhaken, damit es korrekt bleibt. Also ich bin Diplompsychologe, ich arbeite auch in der Wissenschaft, aber nicht als Psychologe im Kern, sondern ich beschäftige mich jetzt aktuell mit Telemedizin, aber ich bin halt Diplompsychologe. Telemedizin? Also Leute über Skype heilen. Fernheilung, genau. Fernheilung. Er hat doch seinen Heilstein dabei. Und im Grunde genommen mit homöopathischer Fernheilung über Skype. Das ist eigentlich hier eure YouTube-Anleitung. Hier eure YouTube-Anleitung zum selber Globuli bauen. So ist das, genau. Also wer Lust auf Alexanders Schneeballsystem hat, die Nummer wird jetzt eingeblendet. Genau. Übrigens wird diese Sendung gesponsert von Nordzucker. Also sagen wir, wie sie meldet es ist im Medium. Genau, meldet euch bei Alexander für eine Timesharing. Ich muss schon mal den, weil für die Hoaxilla-Hörer, wir haben tatsächlich so einen Flaschenöffner in Penisform und der ist für mich auch wichtiges Moderationstool. Den erhebe ich immer, wenn zu viel durcheinander gesprochen wird. Also bitte. Ja. Und das ist ein großer Holzschwenker. Ja. Man muss zu der Geschichte des Holzpenises sagen, Fred hat das früher mit seinem echten Penis gemacht, deswegen auch der Schwenker einmal an seinem Mikro. Aber das gab so Probleme mit den Nachbarn, die mal reingeschaut haben. Deswegen hat uns einen Holzpenis geschenkt. Ich finde das jetzt auch sehr aber schön. Aber nach dass Abdruck von Freds Penis. Im Beisein von Alexa jetzt auch dieses Imitat benutzt. Ja, nun. Viel zu besprechen heute, viel zu sagen. Wir haben uns heute das Thema aller Themen ausgesucht, Leute. Es wird seit unserer Gründung des Podcasts wird es schon gewünscht. Und heute werden wir es endlich mit euch durchexerzieren. Es wird fantastisch. Wir sprechen über den Joker. Genau. Und für alle Hoaxilla-Hörer, die jetzt gerade sagen, was ist denn das jetzt gerade für ein Chaos? Nein, das wird ganz spannend, weil wir uns in dieser Sendung sicherlich über Clowns generell, Horror-Clowns, über all diese Themen unterhalten. Und natürlich kommen wir, das bleibt ja nicht aus, auch zu dem aktuellen Joker-Film, der ja wirklich durch die Medien gegangen ist in den letzten Wochen und Monaten ohne Ende und immer noch durch die Medien geht. Also der höchstes Einspielergebnis eines R-Rated-Movies, so ist es ja, glaube ich, offiziell. Genau, ja. Und da steckt ganz viel Science drin, da können wir ganz viel über Psychologie reden, für alle Hoaxilla-Hörer, die da sagen, boah, jetzt geht's hier nur noch um Penisse, was machen die jetzt für einen Scheiß? Nein, das wird gut. Auf der Kack- und Sach-Seite muss dazu gesagt sein, also Tobi und ich haben den Film zusammen mit Alexander und Alexa zusammen im Kino geguckt. Genau. Und falls ihr jetzt Angst habt, das Nerdtum kommt zu kurz. Nee, die sind genauso schlimm wie wir. Also wir sind auch da aus dem Film rausgegangen und haben, original, bis wir beim Bus oder bei der Bahn waren, halt irgendwie haben wir keinen zu Wort kommen lassen, weil jeder eine Meinung und was Geiles zu dem Film zu sagen hatte. So ist es. Ja, der Joker, Leute. Ich starte gerne so eine Show mit so einem Vorfazit. Mal ganz kurz, zuerst an euch, die Hoaxillas. Was fasziniert euch denn so an dieser Figur des Jokers? Warum ist das eine Figur, wo ihr sagt, boah, da müssen wir einen Podcast drüber machen? Ich finde, von allen Villains, die ich in letzter Zeit im Film gesehen habe, sind es eigentlich 2 Joker-Darstellungen, die mich am meisten beeindruckt haben. Einmal Joaquin Phoenix jetzt und dann Heath Ledger. Also beide Male Joker, weil ich finde,
dieses Chaos, die Anarchie, dieser Kontrollverlust, der in dieser Figur den Ausdruck findet, lässt sich so fantastisch auf unsere Zeit, auf unsere Gesellschaft übertragen. Gerade jetzt auch der Neue mit Joaquin Phoenix. Meiner Meinung nach ist das genau der Villain, den wir im Moment als Gesellschaft sozusagen brauchen, den wir selber produziert haben. Und der auch, das können wir vielleicht dann irgendwann später nochmal besprechen, wahnsinnig viel über die aktuelle politische Situation in den USA aussagt. Oh, warum ich das meine, gespannt. Das können wir ich muss mal ganz kurz sagen, nur weil es ja ein Audioformat ist, den mit Villain meinst du den Gegenspieler, den Bösen, den quasi, nicht den gesellschaftlichen Villain. Ja. So, genau. Genau, und für mich, also wir haben uns ja in Essen auf dem Podcamp ja dann wirklich mal richtig kennengelernt, haben uns unterhalten und haben überlegt, was machen wir denn zusammen, weil die Idee war ja natürlich sofort da, dass wir was gemeinsam machen wollten. Und ich bin ein, seit ich denken kann, Batman-Fan schon immer gewesen und Marvel bin ich jetzt durch die Kinofilme eher so ans Marvel-Universum rangekommen. Das war für mich immer nur so beiläufig. Ich war eigentlich auch nicht DC-Fan, sondern ich war einfach Batman-Fan. Und Batman wird, glaube ich, fundamental im Grunde genommen durch den Joker definiert für mich. Also Batman wäre nicht so gut, wenn es den Joker nicht gäbe. Und wir können jetzt hier nicht auch noch über Batman stundenlang reden. Aber im Grunde genommen sind Batman und Joker beides völlig gestörte Seiten einer Medaille. Mhm. Und das ist das Spannende. Und deswegen fand ich den Joker immer faszinierend und auch immer auch durch die Zeit und durch die verschiedenen Darstellungen, sei es Film, sei es Comics, da gibt es ja auch verschiedene Iterationen im Batman-Universum, hochspannend. Und der Film, Richard, du hast das gerade schon gesagt, als wir uns den angeguckt haben, jetzt mit Joaquin Phoenix tatsächlich jetzt zuletzt, da haben am Ende drei Herzen in meiner Brust geschlagen. Und das würde ich gerne über diese Sendung hier verteilt, alle drei Seiten, die ich auf den Film hatte. Die sind nicht alle positiv, aber ich würde die gerne alle darstellen. Der hat ganz viel mit mir gemacht, der Film. Und das finde ich ziemlich wichtig. Der hat mit mir als DC-Batman-Fan was gemacht, der hat mit mir als Psychologen was gemacht und gesellschaftliche Betrachtung, was gerade Alexa schon gesagt hat. Das klingt ja schon mal spannend. Tobi, Richard, warum ist der Joker für euch so geil? Ich fand den Joker, also ich komme voll aus der Marvel-Ecke, wie die meisten wissen, die uns hören. Ich war aber gleichzeitig auch ein Batman-Fan und da vor allem des Jokers. Und ich konnte lange nicht genau greifen, wieso. Das hat mir dann im Prinzip Nolan erklärt, wenn man so will, warum ich den Joker so geil fand, weil der diese Figur aus den Animated Series, ich habe die Comics nie gelesen, ich habe immer nur die Animated Series gesehen, so geil zusammengefasst hat, die Faszination, nämlich dieses Chaos, wie du es schon nanntest. Wenn man sich viel mit Filmen und Ähnlichem beschäftigt, stellt man irgendwann fest, dass alle Bösewichte im Prinzip gleich sind, weil es gibt immer einen Plan, den man brechen kann. Im schlechtesten Beispiel übrigens Ultron in Age of Ultron bei Marvel, weil da der kein Wachstum hat. So, und also im Prinzip, du hast eine Wand, die gilt es zu durchbrechen oder zu überschreiten. Und das Schöne beim Joker war immer, dass er keine Wand hat oder keine Wand ist. Du weißt nicht, in welche Richtung du schlagen sollst. Und das ist so ein, das fand ich immer total faszinierend. Jetzt ist es so, dass in den älteren Geschichten vor Nolan sehr viel, gerade in den Animated Series, es trotzdem so war, dass der Joker immer irgendwie einen Plan hatte, den man durchschauen konnte. Und Nolan hat es halt gemacht, dass es nicht der Fall ist, dass es keinen Plan gibt, den es zu durchschauen gibt. Und das finde ich total faszinierend an einer Figur, gerade aus erzählerischer Sicht. Und das finde ich spannend. Ganz kurz an der Stelle, der zweite Bösewicht aus dem Batman-Universum, der dann noch ganz gut reinpasst, war für mich immer Two-Face. Ja. Weil der durch den Münzwurf halt völlig unberechenbar war. Das war auch was, etwas, was extrem gut gewirkt hat. Der konnte immer mit der gleichen Wahrscheinlichkeit gut oder eben böse sein. Ja. Wobei dahinter ja noch eine Logik dann irgendwie steckt. Ne? Im Grunde genommen schon, zumindest der Zufall halt, ja. Also du hast es auch immer noch toll, weil der so einen menschlichen Arc halt immer hat und Batman halt auch nicht nur körperlich, sondern halt auch mit seinem Verstand halt auch immer ebenbürtig halt auch immer. Ja. Das war auch mal tierisch geil. Ich meine, du hast im Prinzip ja auch den Riddler, nur also der ja auch sehr chaotisch wirkt, aber der ist es ja nun mal nicht. Wenn du die Rätsel löst, ist es auch nur eine Wand, gegen die du rennst. Ja, ne? Ja, und das ist halt so das, was der Joker aufbricht. Da ist gar keine Wand. Genau. Und im Prinzip bei Two-Face ist es halt entweder du rennst gegen eine Wand oder nicht. Ja, aber ja, es stimmt. Gibt diese Wand. Ja, so, ne? Und es ist klar, strukturiert. Ja. Genau, ja, stimmt schon. Ja. Ich bin dran, ja. Für mich war der Joker, also angefangen hat es bei mir auch so ein bisschen wie bei Alexander, dass eigentlich ich eher erstmal Batman-Fan schon immer war und bin. Die ganze Comic-Zugehörigkeit, DC, Marvel etc. pp. Ich muss sagen, ich bin einfach durchgängig halt einfach Comic-Fan. Ist mir fast scheißegal, ob es von DC oder von Marvel ist. Aber natürlich, was halt immer raussticht, auch bei allen größeren Diskussionen, die man hat,
Man dann immer sagt so, ja, was hat denn DC, was Marvel nicht hat? Kannst du immer sagen, ja, DC hat Batman und DC hat einen Joker, ne? Ja. Das sind die Verkaufsargumente halt immer irgendwie. Ist immer schade, dass es nur so wenig ist, weil, sagen wir mal ehrlich, DC hat doch sehr viele Luschen. Wie gesagt, Aquaman, Green Lantern und Aquaman, ja. Gut, sei das jetzt mal dahingestellt. Aber was mich persönlich an dem Joker immer so fasziniert hat, weil von jemandem, der über Batman auch erst angefangen, weil da war ich noch ein kleines Kind, über die Animated Series, dann über den Tim Burton-Film und dann irgendwann so um 2005 rum, kurz bevor Batman, also kurz bevor Batman Begins kam, ging bei mir persönlich dieser Batman-Hype innerlich wieder los, dass ich wirklich in einen Comicbuchladen gegangen bin und ich hatte einen ziemlich geilen Comicbuchladen, der hatte wirklich jedes einzelne alte Batman-Comic auch. Was dazu führte, dass ich wirklich mit einer Pinzette und mit einem eingeschweißten Erstausgabe bei Sachen saß und wirklich die ersten Comics angefangen habe zu lesen und total enttäuscht davon erstmal war, wie der Joker da halt dargestellt wird. Kommen wir gleich dazu, ja. Ich mir dann aber auch dachte, okay, gut, mal gucken, wo das Ganze hingeht und dann irgendwann nach einem Monat lesen, war ich dann irgendwie in den 80ern bei den 80er-Comics und war plötzlich total geflasht davon, wie viel inhaltliche, charakterliche, filmische, figurentechnische Tiefe diese Figur einfach besitzt. Und dass selbst so viele Darstellungen, wie wir jetzt von dem Joker auch haben, von tollen Schauspielern, Jared Leto ausgenommen. Jared Leto ist ein toller Schauspieler, ja, der hat nur da einen beschissenen Job gemacht. Das Ding ist halt oder einfach... Oder er ist geschnitten worden. Das ist ja auch die Stimme, dass die Rolle nicht so gemacht werden konnte, wie sie sollte eigentlich. Das Ding ist aber mit dem Joker so schlecht, so blöd ich diese Darstellung halt auch fand, kann ich da trotzdem auch was Gutes abgewinnen, weil in all der Variation, in der wir den Joker schon gesehen haben, ist das immer noch nicht der Kern. Du siehst immer nur diese, also da sieht man, wie wandelbar diese Figur ist, dass sie so unterschiedlich interpretiert werden kann und trotzdem, also ich habe mir Ninja Batman neulich angeguckt bei Netflix ist das gerade. Ja. Auch nochmal eine ganz andere Darstellung, einfach nur auf komplett crazy und sehr in dem japanischen, der japanischen Geschichte halt angeglichen, dem japanischen Kult, aber trotzdem wieder eine andere Darstellung und wieder super geil, weil der Joker, der ging in alle Extreme. Der war, der ging sogar phasenweise vom kleinen Kriminellen zu Partner zu Batman sogar mal, zu jemandem, der sich selber das Gesicht abgeschnitten und wieder angenäht hat und solche Sachen. Also es gibt tausend verschiedene Darstellungsmöglichkeiten, aber was ich immer am tollsten an ihm fand, war, dass er, und so wird auch in vielen Filmen immer gezeigt, dass er immer das Sprachrohr, der ist das kleine Stimmchen in der dunklen Ecke, die du selber wegsperrst. Der macht das einfach und der gibt die Möglichkeit dahingehend, dass du dich innerlich so ein bisschen purgen kannst, weil er macht das, was du nicht machen könntest, theoretisch. Das ist ja im Prinzip das, was bei Watchmen mit dem Comedian gemacht wird, ne? Dem Joker tatsächlich eine Bühne gibt, weil der benimmt sich im Prinzip genauso, nur dass er als guter gilt, aus irgendwelchen Gründen. Ja. Übrigens, vielleicht um das auch nochmal vom Alter historisch einzuordnen. Ach so. Ich habe tatsächlich den ersten Batman-Film mit Tim Burton, also ich habe den im Kino gesehen und ich habe quasi da die ganze Vorbereitung mitgekriegt und bin da reingegangen und war völlig geflasht davon, dass man den Batman überhaupt in einem Film gut darstellen kann. Der Film war geil. Und war hinterher aber ein bisschen enttäuscht, als ich da rausgegangen bin, weil der Joker gestorben ist. Und das Spoiler. Ich meine, der ist von 89, aber Spoiler, Leute. Weil das hat mich echt enttäuscht. So, weil das war halt nicht so, wie es im Comic war. Im Comic sind die dazu verdammt, nach Arkham zu kommen und in Arkham zu sitzen und dann wieder rauszukommen. Das hat mich echt irritiert, dass der Joker stirbt. Im Comic sind Batman und der Joker gefühlt verdammt dazu, in alle Ewigkeit gegeneinander zu kämpfen. Ja. Ja. Bis sie sich miteinander verbinden zu dem Batman, der lacht. Über The Batman Who Laughs haben wir tatsächlich auch in einer unserer letzten Folgen mal kurz gesprochen. Können wir später vielleicht Killing noch mal Joke, ansprechen. Ne? Oder? The Batman Who Laughs. Batman Who Loves, das die, über den Killing Joke werden wir auch noch sprechen. Die Dark Metal? Nee. Dark Metal, ja. Die Dark Metal Comic-Reihe. Ja. Ich hab's in der Folge schon tausendmal gesagt. Kann ich ihm nur empfehlen. Ist der Shit. Lesen. Mega geil. Wir haben in einer unserer letzten Folgen über so besonders interessante What-If-Geschichten aus dem Comic-Universum gesprochen und The Batman Who Laughs ist da so eine richtig sicke Geschichte, wo der Batman selber zu so einer Art Joker wird. Jetzt krass. Zu so einem Hybriden. Mega. Unsere Brightburn-Folge, Brightburn, ne? 117 oder 118? Ja, die Folge heißt Brightburn und der Froschtor. Ja, so heißen unsere Folgen. Lieber Huxella. Ja, sorry, es geht um Brightburn und den Froschtor. Also, wir haben den Froschtor nicht erfunden. Wir haben nur seine Origin endlich mal aufgeklärt. Ich mache heute so ein bisschen den Moderator um. Aber Fred, du musst auch mal sagen, warum Joker für dich wichtig ist. Weil Fred Moderator ist eine reichweitenstarke Folge brauchte.
Nein, ich möchte mich heute selber mit Meinungen ein bisschen zurückhalten und ein bisschen für euch so den Moderator spielen. Einer muss es bei fünf Leuten, die viel zu sagen haben, ja machen. Ja, es wurde schon viel gesagt. Was ich so geil finde an dem Joker, ist diese Uneindeutigkeit. Also das ist etwas, das auch wir im Podcast wahnsinnig lieben. Dinge, die vieldeutig sind, die nicht eindeutig sind. Mhm. So, der Joker ist extrem schwierig einzuordnen. Der Joker ist keine Figur, wo du sagen kannst, der ist so und so. Du kannst dich den ganzen fucking Abend, und das machen wir hier ja heute auch, darüber streiten und diskutieren, so wie der überhaupt zu charakterisieren ist, was der will, was der macht. Seine Motive sind irgendwie unklar. Also eigentlich ist er total random, ja. Was, wo man meinen sollte, dass eine Figur, die so geschrieben ist, schlecht geschrieben ist. Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Absolut. Genau. Eigentlich sollte man meinen, dass es schlecht geschrieben also ist. Also der Nachteil wird zum Vorteil im ja, Prinzip. Aber, ja, aber irgendwie fasziniert er einen trotzdem auf eine merkwürdige Art. Das hatten wir im Studium damals, wir haben ja schon ein paar Mal unseren alten Regiedozenten erwähnt, den Norbert Skowanek. Genau, ihr habt alles was mit Medien auch studiert. Ne? Ja, wir haben genau, Medienschluffis. Wir haben alle drei so ein esoterisches Filmstudium gemacht. Genau, also Fred hat für unsere Hörer. Fred hat wirklich Moderation und Tobi und ich halt wirklich angewandte Medien, hieß das so schön, aber Fachbereich Regie und Kamera. Genau, also wir kommen aus dem Film- und Fernsehbereich. Die wirken nur so, als ob sie keine Ahnung haben. Also in wirklich. Sagen wir es mal so. Dran, Jungs. Das ist, der längerfristig zuhört, der weiß, wird merken, wir waren beschissene Studenten. Und das Ding ist, weißt du, jeder, der Ahnung von Film hat, wirkt so, als hätte er keine Ahnung, weil das halt Film ist, über das wir hier reden. Leute, ich möchte mit euch so relativ kurz und knapp und profan durch die Geschichte des Jokers durchgehen und durchreisen. Der Joker, wir haben jetzt alle schon geschwärmt. Fällt mir gerade ein. Egal, mach echt? Weiter. Oh, sorry, Nein, alles gut, die war auch nicht spannend. Mach mal, da mal dein Programm. Mir fällt nur gerade ein, dass ich mittendrin unterbrochen wurde und selber vergessen habe, dass ich was erzählen wollte. Also man kann jetzt schon bei Sendeminute ungefähr 20 sagen, dass der Joker einer der beliebtesten und interessantesten Bösewichte aller Zeiten ist. Es gibt hunderte, wenn nicht sogar tausende Comics, Filme, Adaptionen, ganz verschiedene Medienerzeugnisse, Werke, Ideen über ihn. Das allererste Mal taucht er auf im Jahr 1940 im Comic Batman Volume 1. Und die Autoren haben wohl bestätigt, dass der Joker auf einer Figur aus einem deutschen Stummfilm basiert. Mhm. Alexa nickt gerade wissend. Der Mann, der lacht. Mhm. Das ist eine Stummfilmverfilmung eines Romans von Victor Hugo. Victor Hugo, der übrigens auch der Glöckner von Notre Dame genau, gemacht hat. Genau. Und das ist eine Figur, also ich habe wirklich nur so einzelne Szenen, irgendwie, die man bei YouTube irgendwie kriegt, mir angeguckt. Das ist im Prinzip eine Figur, die unverschuldet von der Gesellschaft ausgestoßen wird. Ich meine, er ist der Sohn eines Edelmanns, und der Vater beleidigt irgendwie den König und wird dann bestraft und der Sohn irgendwie auch. Und dann ist er ein Ausgestoßener, versucht noch irgendwie so die Liebe seines Lebens zu finden. Es geht aber alles irgendwie schief. Also er ist schon eine tragische Gestalt. Und diese Stummfilmverfilmung ist natürlich wahnsinnig intensiv irgendwie, okay. Sehr atmosphärisch und unheimlich. Und er endet dann als Irrer. Also das, ja, ich glaube, das im Buch ist es, glaube ich, so, dass beide umkommen, glaube ich sogar. Ja, das haben sie dann im Film ein bisschen abgeändert, das lassen sie irgendwie weg. Ja. Der Film, der Mann, der lacht, The Man Who Laughs, setzt sich sehr, sehr schön mit der ganzen Thematik auseinander, weil die Hauptfigur wird körperlich halt so entstellt, dass er im Prinzip durch ein Replika in seinem Gesicht so aussieht, als würde er die ganze Zeit lachen. Wirklich, also wirklich mit einem richtig, richtig breiten, großen Grinsen, Zahnfleisch lächeln, so richtig. Ja. Und so dabei aber, Jack Nicholson in genau, und dabei aber tief traurig ist innerlich. Da sieht man, da gibt es eine schöne Szene bei dem ersten Batman-Film von Tim Burton und auch The Man Who Laughs, wo es nämlich darum geht, dass sie ihm sagen, dass er selber sagt, mein Lachen ist nur äußerlich, innerlich bin ich tief traurig und kaputt. Und Jack Nicholson hat einen sehr, sehr schönen Monolog, wo er dann auch sagt, mein Lachen befindet sich nur unter meiner Haut. Ja. Oh, sick. Mhm. Ja, auf der Leinwand beziehungsweise im TV tauchte er dann das erste Mal der Joker 1966 auf. Batman! In der Serie Batman. So, das ist diese cheesy Kackserie, an die man heute denkt, wenn man an das Bad High Spray denkt. Ja. Ja, Mann. Oder
heiliges Deo-Spray, Batman. Ja, ja. Some days you can't get rid of a bomb. Das Abgefahrene ist, der ZDF-Sommerwunschfilm, für alle, die das nicht mehr wissen, früher, als es nur drei Fernsehsender gab, gab es dann in den Sommerferien die Möglichkeit anzurufen beim ZDF und sich einen Film zu wünschen. Geil. Und ich habe meine Eltern genötigt, als Kind für den Batman-Film anzurufen. Und ja, dann habe ich den gesehen und ich war ziemlich enttäuscht von dem Film, weil ich zu dem Zeitpunkt die Serie nicht kannte und dachte, Hauptsache Batman. Und da kommt übrigens das Spray, Anti-High-Spray ist es ja, glaube ich. Batman hält die Welt in Atem. Und ich habe mir dann irgendwann ein lieber Hörer von Huxilla hat uns dann die Batman 60er Jahre Komplett-Serie auf Blu-ray geschenkt. Und vielen Dank dafür. Das Problem. Hört ihr das, Kack- und Sach-Fans? Hört ihr das? So, ich will es nur mal so stehen lassen. Habt ihr überhaupt eine Amazon-Wishlist, auf die eure Hörer gehen können? Ich brauche keine Amazon-Wishlist, ich hab die da. Wissen doch, was wir mögen. Das Problem bei der Serie ist tatsächlich, dass die sehr, sehr, sehr repetitiv ist. Das war so eine Serie, die wirklich für 1,50 € gedreht wurde. Die war voll scheiße auf gut Deutsch. Wenn man mal ehrlich ist. Weil die haben ja von Romero nicht mal den Bart abrasiert. Ja, durften sie nicht. Er hing an seinem Schnurrbart. Ja, genau. Cesar Romero, der den Joker spielt. Ja, müsst ihr mal drauf achten. Der hat Oberlippenbart, den er immer überschminkt hat, aber trotzdem geil. Wobei tatsächlich der Joker einer der besseren Charaktere auch in dieser Serie am Ende eigentlich war, fand ich zumindest. Ja, wirklich. Also ich bin kein großer Kenner dieser Serie. Ich habe nur diffuse, merkwürdige Kindheitserinnerungen daran. Also ich habe mir ein paar Ausschnitte angeguckt und darüber gelesen, dass der Joker in dieser Serie wohl eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat, dass die Macher der Serie sogar öffentlich zugegeben haben, dass sie den Joker als Figur scheiße fanden und deswegen anderen Leuten, wie zum Beispiel dem Pinguin oder dem Riddler, eher größere Rollen gegeben haben. Aber du fandest den geil, Alexander. Sagen wir mal so, ich fand ihn eigentlich ganz gut, wenn du es so beschreibst und ich denke nochmal drüber nach, passt es, dass er nicht so oft vorkam? Tatsächlich war der Penguin deutlich häufiger mit dabei oder dann Catwoman. Ich glaube, es gab ja drei oder vier verschiedene Catwomans in der Serie. Ja. Die da fröhlich durchgehen. Eartha Kitt übrigens unter anderem als Catwoman. ich glaube, dass die in den 60er Jahren in dieser extrem bunten Serie mit der Figur des Jokers nicht ganz so viel anfangen konnten. Ja, hast du vollkommen recht, liegt allerdings auch am Folgenden. Und zwar ist die 1660er Jahre Kinderserie ganz stark an den ersten Auftritten und den Comics orientiert. Und der Joker ist nämlich zu der Zeit an den Comics, an denen sie sich orientiert haben, ist der Joker auch selber rausgekickt worden irgendwann mal und ganz, ganz weich gespült und weich gewaschen worden. Ja. So richtig wiedergekommen ist er erst nach der Serie, nämlich nachdem dann auch Fans die Figur gesehen haben, unter anderem halt auch einen Alan Moore und einen Frank Miller, gesagt haben, Arsch lecken, das können wir besser. Ja, der Joker war damals nichts anderes als ein Spaßmacher. Also da war noch nichts von dem... Der war nicht so bösartig. Der war ein Streichespieler halt. Da war nichts von dem brutalen Anarcho oder dem geistig kranken Mörder, sondern der war halt einfach ein Typ, der kleine Rauchbömpchen wirft und Streiche spielt. Der war trotzdem, der Romero, der den war gespielt hat, hat die Rolle halt auch trotzdem so ernst genommen, dass... er sich nicht mal seinen Schnurrbart abrasiert hat. Ja, aber im Nachhinein musst du dir das mal angucken. Das ist super geil, wie der halt auch er spielt. Vollkommen drüber halt, ne? Ja, klar. Aber diese weit aufgerissenen Augen und diese totale Überbewegung von seinem Mund und seinen Gestikulierungen und so und seinem Lachen halt, er hat ja nachweislich sehr das Lachen für ihn auch geprägt, hat halt auch dazu geführt, dass Jack Nicholson seine Version des Jokers ganz, ganz stark daran orientiert hat, weil der Jack Nicholson-Joker ist nur der Cesar Romero-Joker, aber halt in einem Tim Burton-Film. Ja, also ich hab da mal ein Interview mit Jack Nicholson, sehr geil ist übrigens, das war auf der DVD damals drauf, ihm gesehen über den Joker und da hat er das nämlich erzählt, dass er im Prinzip, der fand die Romero-Darstellung, die alle scheiße fanden, fand er prinzipiell ganz cool, nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich bin wie Jack Nicholson. Ja, und deswegen hat er sich halt hingesetzt und im Prinzip das Gleiche nochmal gemacht. Ja. Ich meine, der hat sogar also streckenweise den gleichen Gesichtsausdruck mit diesen aufgerissenen Augen, dieses bescheuerte, geschminkte Lächeln. Also die haben ja so mit Latex Silikon. So ein künstliches Lächeln draufgesetzt und macht halt auch diese, erinnert ihr euch bei dieser Parade, wo auch diese Bumsbewegung die ganze Zeit nachmacht. Und so. Das sieht im Prinzip aus wie Romero, nur in einem geileren Setting. Ja, und vor allem auch diese Mundbewegung, immer diesen Mund, du siehst ja auch Romero, nee, das meine ich nicht mal, diese typische Mundbewegung, die Romero immer gemacht hat, so typischer Clown, dieses, oh,
Ach so, ja, 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 ja. Oh, und Jack Nicholson konnte Nicholson das nicht richtig, auch, ja. weil der hier so zugetackt war an den Seiten. Dass sich das deswegen, so gewölbt hat dann. Ja, und wenn Batman aber kommt, irgendwas passiert, der auch da steht und plötzlich macht so, oh, ja. So dieses Augen auf, Mund auf und dann dieses typische Clownsgesicht, wie du es auch auf dem Zirkus kennst. So, huch, etwas passiert. So, für jeden verständlich. Und ich finde die Idee übrigens genial, sich als Schauspieler hinzusetzen und so eine schiesige Scheiß Adaption einer Figur zu nehmen. Wir nehmen ja das Bier hier weg. Und zwar fast 1:1. Und da steht ich, Alexander. Und das nur erweitert durch echte Schusswaffen und durch ein Tim Burton-Setting. Ja. Ne, also dass diese Clowns, also dieses wirkliche clownartige Verhalten in der richtigen Lichtsetzung und in dem richtigen Kontext mega gruselig ist. Ja. Obwohl der fast nichts anderes gemacht hat. Lieber Alexander, wir haben es versucht, Tobi das Bier wegzunehmen. Unser Tobi funktioniert ohne leider nicht. Er hat auch gerade nicht clownhaft mich angeguckt, als ich den Vorschlag gemacht habe. Der sitzt da nur in der Ecke, hat negative Gedanken und poolt so an der Haut rum. Der Joker hatte Anfang der 70er dann tatsächlich auch einen Gastauftritt bei Scooby-Doo, wo aber nicht mal Scooby-Doo selbst Angst vor ihm hatte. In den späten 70ern gab es dann die Cartoon-Serie The New Adventures of Batman, auf Deutsch Ein Fall für Batman. Da hatte der Joker allerdings nur ein paar kurze Auftritte und war auch eher unwichtig. Und dann kam der Paukenschlag 1989, jetzt haben wir schon drüber gesprochen, der Kinofilm Batman mit Jack Nicholson als Joker. Das war praktisch der Kinodurchbruch des Jokers. Wobei da ja ganz viel geändert wurde bei dem Film. Also Ad 1, der hatte der Joker plötzlich einen Namen und hatte eine Geschichte. Ja, was er bis zu diesem Zeitpunkt ja nicht hatte. Mhm. Nee, das stimmt nicht. Stimmt nicht? Die Origin Story, die im Film Batman mit Jack Nicholson gezeigt wird, er stürzte ja in so ein Chemikalienbecken und deswegen sieht er so clownsmäßig aus. Das basiert tatsächlich auf einer uralten Origin-Story, die schon in uralten, ich glaube sogar Detective-Comics-Heftchen. Aber hat er da auch einen Namen gehabt? Das Schicksalsjahr. Diese Origin-Story gibt es seit 1955. Aber da schmeißt nicht Batman ihn da irgendwie rein oder so. In der Original, nimmt Batman ihn Bane-mäßig auf beiden Händen und wirft ihn in dieses Becken rein. Okay. Aber hat er da auch einen Namen? Ist er eine Person? Ja, die Origin-Story, da gibt's. Wie das oft bei diesen Comic-Freaks ist, ne? Es gibt 30 verschiedene Origin-Stories. Ich kann mich an eine Origin-Story, eine sehr alte, erinnern, wo der Joker tatsächlich, wie in dem Joaquin Phoenix-Film, ein erfolgloser Komiker ist. The Killing Joke. Das ist The Killing Joke. Ne? Das auch, The Killing Joke hat das aber nicht als erstes gemacht. Das gab es auch schon früher in uralten Comics, Und da muss er sich so einen roten Strumpf auf den Kopf ziehen. Ach, The Red Hood. The Red Hood, darauf wird in Killing Joke auch angespielt. Kurze Erklärung, da sprechen wir bestimmt noch oft drüber. Killing Joke ist ein Comic aus den späten 80ern. Und da fällt er dann unglücklicherweise, in manchen Versionen schmeißt ihn Batman direkt rein, in manchen wird er auch nur von Batman erschreckt und stolpert, fliegt er in Chemikalien und mutiert dann in Anführungszeichen zum Joker. Also die Geschichte von Jack Nicholsons Joker ist halt die von Under the Red Hood, wo der dann später, in den späteren Origin-Story, erfolglose Komiker Arthur im Prinzip dazu gezwungen wird, von der Mafia oder von Gangstern halt einfach einen Überfall zu begehen und dabei mit dieser Maske, die er da auf hat, diesen Red Hood, dieses Riesenteil, dabei dann in dieses Chemiebecken. Ich glaube, er hieß nicht Arthur, aber ja, die Geschichte ist es. In dem Batman-Film heißt er Jack Napier. Und da ist es halt noch anders, da haben sie ihn halt direkt zu einem Mitglied der Mafia überhaupt gemacht in Gotham und der halt aufgrund eines Unfalls, bei dem Batman ihm sogar noch versucht zu helfen, dann in dieses Becken hat. Wollte gerade sein, weil da ist die Variation ja, dass er quasi auf Batman ja schießt. Batman wehrt es mit seinen Armschienen ab, die Kugel durchschlägt seine Wangenmuskeln, deswegen ist das Gesicht gelähmt und dann fällt er in den Chemiepott rein. Also das ist ja nicht so, dass Batman ihn aktiv reinschmeißt. Wollte man natürlich nicht machen, weil Batman der Held bleiben sollte. Ja. Da wollte man Batman ein bisschen sauberer halten. Wie natürlich. Schon gesagt, es gibt 50 verschiedene Versionen. Mhm. Die einen Fans lieben die anderen die. Es gibt nicht die eine kanonische Version. Spannend fand ich bei dem Burton Batman, dass Jack Napier allerdings als junger Verbrecher die Eltern von Bruce Wayne erschossen hat. Das ist nochmal so ein Twist, den Burton ja genommen hat, um die Geschichten noch mehr miteinander zu verbinden. Also, der auch nach wie vor anhält auch. Ja. Was übrigens dann
oder was das noch trauriger macht, dass der Joker am Ende stirbt, ne? Ja. Weil der Film diese intensive Bindung zwischen den beiden eigentlich gar nicht nutzt. Weil genau. Das ist ja etwas, das man über einen langen Zeitraum aufbauen muss. Und Burton hatte ja, ich weiß nicht, ob er von Anfang an geplant hat, mehrere zu machen, aber nee, das hatte Studio er nicht. Irgendwann ab einem gewissen Punkt schon. Und dann wäre das natürlich mega wertvoll gewesen, den Joker zu behalten, um das noch weiter zu verflechten. Definitiv. Ich meine, das ist ja auch das, was im Comic oder auch in den Animated Series passiert. Ist ja eben diese Unabdingbarkeit zwischen Batman und dem Joker. Ne? Ich meine, das wird ja auch ständig gesagt. Also gerade der Joker sagt das ja ständig. Ich brauche dich, so wie du mich brauchst. Und das hätte er, also das hatte Burton so geil aufgebaut, dass er das hätte richtig cool ausschlachten können. Aber leider kam dann Joel Schumacher. Ja, nee, aber so generell, das war auch nicht geplant. Nippel auf den Anzügen. Batman Returns und dann auch Batman Forever, den ja Tim Burton ja auch noch machen sollte und dann auch sogar angefangen hat, ein Drehbuch zu schreiben, was ziemlich geil klang auf den ersten paar Seiten, dann ja fallen gelassen wurde, weil Warner Studios dann gesagt hat, wir brauchen was für McDonald's und für Toys R Us. Ja. Aber man muss sagen, Batman Returns hatte Jim Carrey als der Riddler. Und das war geil. Das war Batman Forever. Ja, Batman Returns ist ja noch Tim Burton. Ja. Ja, genau. Und dann der nächste. Das war Pinguin, der war auch sehr, sehr cool. Der war cool. Und Catwoman. Aber wir reden ja nicht über Pinguin. Ja, wir reden heute nicht über Pinguin, sondern über den Joker. Und Anfang der 90er kam dann die große Cartoon-Serie Batman The Animated Series. Ja. Richard macht gerade schon so eine betende Geste. Oh, ja, weil es das Beste ist. Die gilt für die große Mehrheit der Batman-Fans im Prinzip als die Batman-Serie. Ja, ja, definitiv. Und interessanterweise, weil sie ja die Musik und den gesamten visuellen Style von dem Burton-Film ja aufgreift im Grunde genommen. Stimmt. Diese übrigens, kleiner Fun-Fact, aber da können wir mal, wenn wir nochmal gezielt über die Serie sprechen, die Serie ist auf schwarzem Papier gezeichnet worden, also die ist original so dunkel. Damit sie dunkel sein sollte. Ja. Die haben die mit phasenweise mit reingeskripteten Pappkartons und sowas gemacht. Die haben das auf schwarzem Papier gemacht, weil es günstiger war. Geil. Deswegen ist sie so düster und so dunkel. Mhm. Total geil. Aber das ist halt, diese Serie ist halt so der Shit, weil das ist das erste Mal, weißt du, vorher hattest du den Alben einen Joker, dann hattest du diesen Gangster, diesen Film-Joker und jetzt hast du aber, weil diese Serie so lange lief und der Joker so viel da durchgemacht hat, auch Harley Quinn kam dazu und die Liga der Bösen und alles mögliche dann und diese ganze Geschichte um Batman herum auch erläutert wurde, jetzt hast du den persönlichen Joker plötzlich gehabt, den komplizierten Joker und das war richtig krass zu sehen das erste Mal. Richtig dreidimensional wurde der. Ja, der wurde aber mehr als alle anderen Figuren phasenweise so. Also das war richtig interessant immer, die Folgen von dem auch zu sehen. Der war nicht einfach nur noch irgendein evil Sidekick, der wie in der ersten Batman-Folge auf einem raketenangetriebenen Weihnachtsbaum halt wegfliegt und dabei singt, dass Robin ein Ei legt und so eine Scheiße. Nein, das wurde plötzlich ein richtiger Charakter, der angefangen hat, sich als Antagonist zu Batman selber zu interpretieren. Ja, vor allem selber zu interpretieren. Ne? Der hat ja so ein richtiges Spiel draus gemacht, so was sagt der Bats, nennt ihr den ja mal, ne? Ich lag gerade nur, weil ich gerade fast mein Bio gekippt habe. Und mit der Stimme von Mark Hamill? Luke Skywalker. Ja, genau. Ja. Und der wurde wohl, so erzählt er auch selbst, der Mark Hamill, hauptsächlich für diese Rolle gecastet wegen seinem geilen Lachen. Also der hat so ein mega ikonisches Joker-Lachen geprägt. Ja. Ja, in den Genuss kommen wir als 90s-Kids jetzt nicht, weil wir die deutsche Synchronfassung gesehen haben. Aber guckt euch das gerne nochmal beim Videoportal eurer Wahl an. Ja. Wobei, laufen die irgendwo aktuell gerade? Irgendwo laufen. Die sind mir irgendwann mal begegnet, aber ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist. Weil ich habe die ersten beiden Staffeln davon auf DVD und bin immer noch auf der Suche nach den weiteren Staffeln. Das ist nicht so einfach dran zu kommen. Das müssen irgendwie die Vermarktungsrechte ein bisschen schwierig sein. Ja. Vielleicht wissen eure Hörer da mehr, kommentiert. Oder unsere Hörer, kommentiert bitte, wo man die Serie gut gucken oder kaufen kann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der Joker hatte dann immer mal wieder Gastauftritte, zum Beispiel in der animierten Superman-Serie. Auch in ganz vielen anderen animierten Serien und Filmen gab es Gastauftritte. Es gibt bis heute echt, es gibt ein YouTube-Video, die 43 Joker. Und das waren noch nicht mal alle, wo du so im Schnelldurchlauf alle Versionen des Jokers einmal kurz siehst. Und naja, dann kam halt der nächste große Paukenschlag 2008, The Dark Knight. Der Hammer. Super. Krieg ich sofort Gänsehaut. Super geil, Da gibt es einfach nichts zum Meckern jetzt. Ja. Das Faszinierende bei dem Film war, dass ich im Kino gesessen habe, also Batman-Fan sowieso, natürlich muss man sich die Nolan-Filme anschauen. Und das, was mich bei dem Film bis heute bewegt, und das ist auch einer von den Batman-Filmen, die ich am wenigsten geguckt habe. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe eine scheiß Angst
vor dem Joker in diesem Film. Ja. Heath Ledger hat mir in diesem Film derartig Angst eingejagt. Und da sind wir bei dem, was du ja auch gesagt hast, Alexa oder du, Tobi. Diese Unberechenbarkeit, diese nicht vorhandene Wand. Ich werde das nie vergessen, diese Szene, diese Ballszene in dem Film, wo er so eine Feierlichkeit. Das Penthouse von Bruce Wayne stürmt. Gestürmt. Und dann mit einer Rasierklinge auf eine Frau zugeht. Ich will ja nicht zu viel spoilern. Mit einem Messer. Kannst du ruhig, der Film ist 11 Jahre alt. Mit einem Messer auf Rachel Dawes. Nein, ey, wir spoilern hier den Shit okay, raus, sag so. Ich jetzt einfach und, mal. Und du denkst die ganze Zeit, weil er sich dann ja auch dieses Messer selber so in seine zerschnittenen Übrigens, Mundwinkel. Das können wir gleich nochmal drüber reden, ne? Das Glasgow Smile. Glasgow ja, Smile. Ja, stimmt. Ja. Also, ja, genau, Alex, das kannst du gleich nochmal erzählen. Und du denkst die ganze Zeit, oder ich habe da gesessen und habe gedacht, der schneidet der jetzt gleich den Mund auf. Und ja. Es gab für mich keine Ratio, die das verhindert hat. Und ich hatte so eine scheiß Angst, weil ich das nicht sehen wollte. Was hat das mit diesem Glasgow-Lächeln auf sich? Das ist also ein bisschen so ein ja, Mythos ist jetzt blöd gesagt, aber so ein bisschen hat es so einen leichten Hauch des Mysteriösen. Scheint aber tatsächlich eine Art der Bestrafung zu sein, die wirklich so auch in der britischen Unterwelt irgendwie gebräuchlich gewesen ist. Es gibt irgendwie Fälle aus den 20er Jahren, die belegt sind. Also im Prinzip eine Form der Bestrafung, wo wirklich mit einem Messer die Mundwinkel aufgeschlitzt werden. Und angeblich ist es so, jetzt wird es wirklich ein bisschen Achtung. Wie sagt man doch heute so schön? Nee, ich sag's jetzt nicht. Explizit. Ja, genau. Soll das dann so sein, weil das Opfer dann schreit natürlich, wenn die Mundwinkel aufgeschnitten werden, sollen sich diese Schnitte dann eben vergrößern und dann halt auch wirklich komplett so Alright. über die Wangen und so. Also das ist schon ziemlich unschön. Es gibt tatsächlich... kubanische Krawatte so ein bisschen, ja. Es gibt tatsächlich einen Schauspieler, mit Nachnamen heißt er Flanagan, der Vorname fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ian, genau. Der bei Sons of Anarchy mitgespielt hat, ne? Exakt. Und der hat tatsächlich mal, oder ist Opfer eines Raubüberfalls geworden und er wollte halt seine Wertgegenstände nicht rausrücken, also der Schauspieler tatsächlich. Und dann haben sie ihm halt diese Verletzungen beigebracht. Er hat ja auch wirklich so diese ganz typischen Narben. Ist das der Ian Flanagan, bekannt auch aus Braveheart zum Beispiel Braveheart auch. Und Gladiator. Ja, genau. Wer ihn das Foto sieht, der weiß sofort Krass. Bescheid. Er sieht ein bisschen so aus wie der junge Christian Slater, nur mit dieser furchtbaren Narbe im Gesicht. Genau. Und dann gab es auch in den, Gott, korrigier mich, wir haben da eine Folge drüber gemacht, ich weiß es trotzdem nicht mehr, in den 40er Jahren den Mord an der Black Dahlia in Hollywood, Elizabeth Short. Vielleicht ein bisschen später, aber hört einfach alle nochmal die Black Dahlia-Folge, Crime-Folge. Und Elizabeth Short haben sie unter anderem auch eben, oder hat der bis heute nicht gefasste Mörder auch dieses Glasgow Smile oder Chelsea Grin oder Glasgow Grin, wie es manchmal heißt, eben beigebracht. Stimmt, der hat sie extrem verstümmelt, das Opfer und auch das Gesicht entsprechend zerschnitten. Ja. Über solche Dinge redet ihr im Podcast? Das ist ja geil. Das ist unser Lydia das dabei ist immer. Das ist Huxilla Crime mit der Kriminalpsychologin Lydia Wenecke. Da haben wir immer wieder Folgen und da haben Krass. Wir zuletzt, war es die letzte Folge mit Lydia Black Dahlia? Ich glaube ja. Cool. Ja, der Dark Knight hinterließ schon einen echt extrem starken Eindruck und finde ich, jetzt wo ich drüber nachdenke, Alexander, dass du gesagt hast, den hast du noch nicht so oft gesehen. Das geht mir tatsächlich genauso, weil der Film kostet Kraft. Mhm. Ja, richtig, genau. Das ist eine gute Beschreibung, Fred. Ja. Ja. Ich habe den tausendmal gesehen. Ja. Ich liebe dich. Du bist ja auch kräftiger als ich. Ich weiß noch, als damals, damals, wann war das? 2006, glaube ich, oder 2007? Nee, ich glaube 2006, als die ersten Fotos rauskamen von Heath Ledger. Beziehungsweise die erste Mal die Ankündigung, Heath Ledger spielte. Und ich hatte damals keine Ahnung, wer Heath Ledger ist. Hab das dann gejahut wahrscheinlich. Und. Und Tobi, geh mal aus dem Internet, ich will ein Telefon. Ja. Und hab dann halt, ach so, der ist das. Das ist doch der Typ aus 10 Dinge, die ich an dir hasse. So ein Film, den ich mit damals meiner ersten Freundin halt gucken musste. Eine Shakespeare-Adaption. Genau, der auch cool war. Ja, aber doch, das konnte man als 16-jähriger Junge nicht zugeben. So, ne? Mit meiner ersten Freundin. Ich saß da mit meiner rechten Hand alleine. ich nannte sie Dali, aber das ist eine andere Geschichte. Und, sie hatte immer eine Rose in der Hand. Naja, jedenfalls, ich sag, okay, der soll den Joker spielen. Ja, keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung, wer Nolan ist, wie kaum jemand zu dem Zeitpunkt. Und dann, ja, keine Ahnung, sagt mir jetzt nichts. Und dann kamen die ersten Fotos raus. Und ich weiß noch, das erste Foto, was sie veröffentlicht haben, war so ein ganz schwarzes,
das gibt es auch heute noch, immer noch als Poster, wo man mehr oder, also es sieht so aus, als wäre im Dunkeln so ganz leicht beleuchtet nur das Gesicht von Ledger. Und ich weiß noch, ich habe dieses Foto geladen, ihr erinnert euch an die Zeiten, wo das Foto von oben so aufgebaut ja. Und ich saß wirklich so, ich habe im ersten Mal, weil ich nicht den Zusammenhang gesehen habe, ich habe nur auf dieses Foto geklickt, weil das geil aussah, und ich habe wirklich gedacht, es gibt ein neues Slipknot-Album. Habe ich wirklich gedacht, kein Witz. Und dann halt wieder zurückgeklickt und so, scheiße, das ist Heath Ledger. Und so, geil, okay, ja. Den muss ich mir angucken, den Film. Ich hatte zu dem Zeitpunkt übrigens auch noch nicht Batman Begins gesehen, weil der völlig an mir vorbeigegangen ist, aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Und das war dann schon spannend. Ich habe damals schon als Filmkritiker gearbeitet, ne, freiberuflich. Ich weiß noch, ich habe eine Einladung bekommen von meinem Redakteur, von meinem Chefredakteur, eine Presseeinladung in Berlin für The Dark Knight. Ne? Und ich bin da total geil. Ne? Hab noch einen Kumpel mitgenommen und hab so, ey, komm, die ziehen wir uns rein, fett. Und ich habe früher immer, ich habe das immer so gemacht, wenn ich zu einer Pressevorführung gegangen bin, hatte ich entweder einen kleinen Blog dabei oder es gibt Backstage, kriegst du halt gratis Popcorn und Gedöns. Hab mir einen Riesenbecher Popcorn genommen, bin nur mit einem Kuli rein und hab den nur zur Hälfte füllen lassen, damit ich meine Notizen in den Innenrand von dem Becher reinschreiben kann. Ja, das sind geil. Zwei Fliegen mit einer Klappe halt. Das ist eine Form, das ist irgendwo zwischen cool und arty und echt erbärmlich. Ja, auf jeden Fall. Das war halt so ein bisschen Sparen halt. Ne? Ja. Nee, aber auf jeden Fall, ich kann mich noch erinnern, ich weiß noch, wir sind aus der Pressevorführung raus und mein Kumpel Patrick saß halt neben mir so, und welche Notizen hast du dir gemacht? Und ich habe geguckt, ist original eine, Heath Ledger gleich Joker. ich habe keine Notizen gemacht während des Films, weil ich so gespannt auf diesen Film geguckt habe, ich das so geil fand. Als du gerade diese Ballszene da angesprochen hast, das ist ja so ein Charity-Ball irgendwie. Ja, genau. Erinnert ihr euch an die Reaktion von Michael Caine, als der Aufzug losging? Also der Aufzug wurde ja aktiviert. Michael Caine als Butler, hier als Alfred. Geht er da zu diesem Aufzug hin mit dem Tablett. Der Aufzug geht los und man sieht dann den Joker und er schreckt so mega nach hinten. Ja. Das sieht man sehr schön in dem Making-of. Die Reaktion ist echt, weil er bis zu dem Zeitpunkt Heath Ledger noch nicht im Kostüm gesehen hat. Ach du Scheiße. Der muss sich mega erschrocken haben. Der kannte die Maske nicht. Geil. Ja, also über Heath Ledger selber müssen wir jetzt nicht groß ins Detail gehen. Wir haben bei uns bei den Kack- und Sachgeschichten, wir sind wie ihr bei Patreon und alle, die uns da Minimum $3 geben, können einen Premium-Kanal hören. Ah, habe ich elegant untergebracht, die Werbung. Und da haben wir ein Format, das nennen wir Bio-Shit. Und da sprechen wir immer über irgendwelche verstorbenen Persönlichkeiten, nicht immer, aber oft über Schauspieler. Und da haben wir über den Heath Ledger eine super spannende Folge gemacht. Und da gibt es extrem viele mysteriöse Geschichten, die sich um Heath Ledgers Tod ranken. Das wäre eigentlich mal fast was für Hoaxilla. Das hat echt fast was Verschwörungstheorieartiges, weil es auch extrem viele Gerüchte gibt, von denen man nicht weiß, ob sie stimmen. Ich habe erst gestern ein Video gesehen. Bei YouTube, ich habe ein YouTube-Video gesehen, wo der YouTuber da völlig nebenbei in einem Nebensatz gemeint hat, ja, bei Heath Ledger hat man im Haus ja auch hunderte Joker-Comics und Sprachaufnahmen und so gefunden, wo ich dann dachte so, hä? So, was? Also Richard und ich haben uns schon intensiv mit dem Thema beschäftigt. Als Schauspieler so ein Zufall. Also Richard und ich haben uns schon intensiv mit dem Thema beschäftigt und natürlich hatte er irgendwo Joker-Comics liegen, aber dass das jetzt irgendwie so, also natürlich hatte der da irgendwo Comics in seinem Schrank, aber dass die da jetzt ausgebreitet werden und dass er in Joker-Maske da liegt und so, das ist halt, also... Und vor allem, das liegt natürlich in der Natur der Sache, wenn er den Joker spielt und Heath Ledger war Method Actor, der wird sich natürlich auch Sprachaufnahmen gemacht haben, um zu hören, wie das Lachen klingt. Ja, weil das er hat ja eine ganz besondere Art zu sprechen auch in dem Film. Das machst du ja auch nicht einfach mal so. Nee, eben. Also das ist für einen Schauspieler, das ist nichts Ungewöhnliches, dass der das Material der Figur, wenn es auf irgendwas basiert, da rumliegen hat und selber auch aufnimmt. Wahrscheinlich gibt es auch verstörende Videos, wo er Dinge geprobt hat. Ja. Er hat die Fernsehaufnahmen, die du zum Beispiel siehst, wo er den Typen da malträtiert oder was du ja nicht siehst, was du ja nur hörst, was du in dem Film als News-Nachricht verkaufen, die hat Heath Ledger bestand darauf, dass er die selber alleine mit den Schauspielern, die er da quasi malträtiert hat, drehen darf. Aber mal auch so ganz nebenbei, also dass die das Zeug bei dem gefunden haben. Slipknot selber haben nach den Shootings von Columbine, also bei diesem Attentat, diesem einem großen Schulattentat in den Staaten auch gesagt, es ist immer toll, dass bei Attentätern nie eine Britney Spears CD gefunden wird, sondern immer nur unsere Alben. Ja. Jetzt wollten wir gar nicht drauf eingehen, aber tun wir doch. Muss ich Tobi kurz den Schutz nehmen, der war nämlich gar nicht dabei bei der Heath Ledger-Folge. Also Heath Ledger war tatsächlich kein so krasser Method-Actor, wie man denkt. Also Method Acting heißt ja, dass du dich in deine Rolle reinlebst. Ja. So Leute, die 3 Wochen als Penner leben, um sich vorzubereiten auf diese Rolle. Daniel Day-Lewis. Das war bei Heath Ledger nicht so krass. Also das war
seine Schauspielvorbereitung war eher klassisch in dem Sinn. Aber handwerklich. Seine Vorbereitung war eher klassisch, dass er sich in einem Hotel für ein Wochenende einschließt und sich Joker-Comics reinzieht. Aber er hat jetzt nicht den Joker im Alltag ausgelebt. Der hatte eher persönliche Probleme, weil er hat eine Scheidung auch das Erlebnis durchgemacht, wahrscheinlich sein Kind zu verlieren. Also der hatte andere Schwierigkeiten. Aber wenn ich da als Psychologe einfach was zu sagen darf, also Menschen, die oder es gibt einen großen Anteil von Menschen, die in die Öffentlichkeit drängen, sei es Schauspieler, Sänger oder andere kreative Personen, die schon durchaus psychische Probleme haben. Das ist nicht ungewöhnlich. Und deshalb haben wir ja auch sehr, sehr häufig Künstler, welcher Art auch immer, mit Substanzabhängigkeiten, mit Problemen, mit Depressionen. Und immer wieder diese tragischen Todesfälle auch. Du kannst meiner Meinung nach nicht Schauspieler sein, ohne extrem sensibel und extrem empathisch zu sein. Ja, weil das ist einfach die Grundvoraussetzung, die du brauchst. Und dass das natürlich gerade Menschen sind, die anfällig sind für, weiß ich nicht, Depressionen, Angststörungen etc. pp., das liegt eigentlich auf der Hand. Da ist der Weg aber oft, also nicht immer, aber oft, also auch ein umgekehrter, ne? Also wie du schon sagst, dass du halt eben sehr sensible Menschen oder sehr empathische Menschen hast. Ist nicht kausal, finde ich klar. Die gehen nicht zwingend mit Problemen in den Job rein, sondern eher, dass der Job, gerade wenn die erfolgreich sind, die Probleme mit sich bringen. Auch das. Ne? Gerade, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, jeder, der mal auf einer Bühne gestanden hat und Applaus bekommen hat, weiß, wie geil man sich danach fühlt und wie schlecht man sich an dem Tag danach fühlt. Und wenn man das jetzt rechnen wir das mal hoch auf Musiker, ne? Also bei Musikern ist ja eigentlich noch viel krasser. Wenn du jetzt ein Chester Bennington bist, der vor 80.000, 90.000 Leuten spielt und am nächsten Tag am Frühstückstisch zu Hause sitzt und nicht mehr vor 80.000 Leuten bejubelt wird. Ich sage jetzt nicht, dass der nicht mit Problemen schon reingegangen ist. Das war so. Das war jetzt ein Beispiel für die Größenordnung. Ja? Also diesen Kick, der Kick und der Fall nach dem Kick. Das kann halt gerade bei solchen sensiblen Menschen schon echt Probleme auslösen. Der emotionale Rollercoaster, wenn du wirklich auf dem Niveau in der Öffentlichkeit stehst, ist halt ein anderer. Genau, das meine ich. Ja. Und das ist einfach ein Problem, was du hast. Witzigerweise hier Mel von den Simpsons, hier Tingle Tangle Mel, ist auch so eine schöne Folge, wo es darum geht, dass er erfolgreich ist, dann als Sidekick von Krusty, der hat auch gesagt, Applaus ist eine vergängliche Geliebte. Sie wird dich eh nicht lieben, aber hart fallen lassen. Mega spannendes Thema, könnte man allein über das Thema 2 Stunden fabulieren. Um das kurz zusammenzufassen, Heath Ledger, mega geheimnisvolle Geschichte rund um seinen Tod. Es ist nicht so, wie euch YouTuber glauben lassen, dass es auf jeden Fall die Rolle des Jokers war, die ihn kaputt gemacht hat. So einfach ist das mal wieder nicht. Oh, ganz kurz nochmal in der reinen Joker-Lore. Wie gesagt, wir sind vom Weichgespült zum Gangster-Joker, zum komplexen Joker. Mhm. Jetzt sind wir das erste Mal bei dem 80er-Jahre dunklen Joker übrigens erst. In 2008 war filmisch die Zeit des dunklen Jokers. Mhm. Der pure Anarchist erste, übrigens, ne? Ja, der erste richtig düstere Joker. Das wird gleich noch spannend, wenn ich anfange, über die Geschichte des Clowns oder vielmehr des Narren bis hin zum Horror-Clown zu erzählen. Das ist nämlich im Prinzip eine ganz ähnliche Entwicklung. Es ist mir gerade selber erst aufgefallen, dass der Joker als Figur diese Entwicklung quasi auch durchmacht. Ich weiß wieder, welche Geschichte ich von erzählen wollte. Na toll. So, das passt nämlich jetzt voll ins Thema. Pass auf, also besagter Dozent, Regiedozent, der Herr Skromanek, der hat mich damals auf diese Idee gebracht, weil ich mich mit ihm über The Dark Knight unterhalten habe. Und er meinte mal, schau dir den Film mal an, dahingehend, dass der zum ersten Mal in der Blockbuster-Historie, also in der großen Hollywood-Historie, hat Nolan einen Antagonisten aufgebaut, der kein Ziel hat. Ja. Ja. Und das ist etwas, das klingt jetzt banal. Und wenn man das schaut, macht das auch super viel Sinn oder ergibt das super viel Sinn, der hat das super aufgebaut. Aber mach das mal. Mhm. Schreib mal eine Geschichte, wo der Antagonist keine Motivation hat und darüber kein Ziel. Genau, da gibt es dieses geile Zitat, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, das Alfred, glaube ich, im Film bringt. Manche Menschen wollen die Welt einfach brennen sehen. Ja. Dieses, genau. Ne, und das ist etwas, wo man dramaturgisch überhaupt nicht mitarbeiten kann. Und da haben wir schon drüber gesprochen. Genau. Und das ist eine Katastrophe für einen Filmemacher. Und deswegen ist, oder unter anderem ist deswegen The Dark Knight ein so wichtiger Film für die Erzählhistorie des amerikanischen Kinos, dass er es geschafft hat, eine Figur, die die Welt nur brennen sehen will, als sinnvollen Antagonisten einzubauen. Und ja, das weil er Batman halt aufzeigt, auf welchem schmalen Grad er sich befindet. Das ist mehr eine Heldenreise. Der Antagonist funktioniert nur, also ohne ein persönliches Thema, der Antagonist funktioniert in The Dark Knight als komplettes Gegenpart zum Protagonisten und zwar um ihm aufzuzeigen, auf was für einem schmalen Grad zum Antagonisten er sich eigentlich befindet. Du hast davor, glaube ich, sogar noch was Klügeres gesagt.
Pass auf, diese Nummer mit der Heldenreise. Im Prinzip, also das ist jetzt gerade ein spontaner Gedanke, im Prinzip ist der Joker immer genau das, was der Held, also wir reden jetzt technisch, was der Held, Batman, gerade für einen Antagonisten braucht. Ja. Das heißt, der Joker nimmt verschiedene Antagonistenrollen ein im Laufe des Films. Weißt du, du bist beim Gangster im Prinzip, also du brauchst einen Auslöser, du brauchst einen Fall, das ist der Banküberfall am Anfang. Dann gehst du rüber in diese Gewaltnummer, dass er irgendwelche Polizisten anfängt umzubringen. Deswegen dann macht dieses Batman seine Investigationen dahingehend. Genau, also Fall auch. Tobi, der macht den Joker. Wir haben Zeit. Das ist so, laut denken. Der Joker ist im Prinzip nicht ein Antagonist, sondern immer der Antagonist, den der Held, also der Drehbuchautor gerade für den Helden braucht. Vielleicht funktioniert das deswegen so gut und gibt so dieses Gefühl, dass er hat kein Ziel, weil er eigentlich gar keine Figur ist, das Geile sondern ist, nur ein Werkzeug. Ich finde das auch so cool, weil wie ihr sagt, er hat kein Ziel, aber er hat einen Plan immer. Nee, hat er nicht. Doch, sagt er doch sogar. Nein, das ist gelogen, aber lass mal Alexander reden, der will schon was sagen. Aber das ist genau das, worüber ihr redet, warum ich da, als ich da im Kino gesessen habe, also jeder kennt das, man sitzt im Kino und man ist ja immer super cool und man geht da rein und sagt, ja, ich weiß ja, wo der Hase langläuft. Also ich gucke schön zusammengefasst. Ne, ich gucke, wenn ich es schaffe, kaum Trailer, weil ich mich eigentlich ungern spoiler, ich lese keine Berichte, sondern wenn ich einen Film wirklich sehen will, dann gehe ich da einfach rein, damit ich quasi wie ein weißes Blatt bin, wenn ich in so einen Film gehe. Ging mir bei dem neuen Joker-Film genauso. Ich habe den ersten Trailer gesehen und dann habe ich gesagt, okay, einmal gesehen, reicht mir, ich warte, bis der Film kommt. Ja. Genau, so. Und das war bei dem Batman auch so und ich habe auch so Fotos von Heath Ledger gesehen in dieser Krankenschwester-Uniform und so und habe nicht lesen, weggeklickt, nicht gucken. Und das hat mir so eine scheiß Angst gemacht, weil das, was du gerade beschreibst, Tobi, dass er wie so ein Chamäleon immer gewechselt hat und so unberechenbar war. Ich habe halt in meiner Arroganz das nicht durchschauen können, was da gleich passiert. Und dann gab es immer diese Szenen wie bei diesem Ball, wo ich eben nicht mehr sicher war, wie weit geht denn Nolan in seiner Darstellung jetzt? Also wie weit geht's? Und deswegen hat der Film so viel Kraft gekostet und mir so eine Angst gemacht. Und vor allem, weil er gefühlt 10 Szenen davor das ja gemacht hat. Der hat den Typen ja die Wange aufgeschnitten. Genau. Ja. Und aber vor allem, und das ist so geil bei Null. Und dann geht der Joker, warte mal, in dem Fall, doch klar, es ist der Joker. Weißt du, in der ersten Szene geht er so weit, macht es. In der zweiten Szene geht er nicht so weit, macht es nicht. Ja. Und in der dritten Szene mit ihr bringt er sie um. Ja. Weißt du, das ist so, oh, doch, Nolan geht so weit. Aber das Geile ist auch einfach, um auf die Charakterdarstellung vom Joker auch nochmal zu kommen, weil du hast halt auch so, das ist halt nicht der Joker, der so einen makaberen, also er hat diese Charaktereigenschaft noch, dass er den makaberen Witz erzählt, den alle anderen um ihn herum nicht verstehen, außer er. Ist das Beispiel, ich lasse den Stift verschwinden und haut es dem Sicherheitstypen da direkt ins Auge. Krasse Szene. Ich habe selten so gelacht und mich so dafür geschämt. Ja, das war so beiläufig. Aber zum Thema der Antagonist, also Joker als Antagonist in diesem Film verfolgt kein Ziel. Ja, aber er verfolgt einen Plan. Und es gibt eine sehr, sehr schöne Szene, wird ganz, ganz oft übersehen, kann ich jedem nur empfehlen, darauf mal zu achten. Ihr kennt doch die Szene, wo er bei Harvey Dent im Krankenhaus ist, der hat das Gesicht schon weggefetzt, er ist offensichtlich schon Two-Face und er hält sich selber mit der Hand von Harvey Dent eine Waffe an den Kopf und sagt, wenn du wirklich Fairness möchtest, dann würdest du jetzt quasi abdrücken. Ist nicht ganz O-Ton, aber passt, ne? Ihr müsst mal drauf achten, selbst er gibt Harvey Dent die Möglichkeit, weil er vorher seine Freundin getötet hat, die Möglichkeit, ihn zu erschießen. Aber wenn du auf die Szene mal wirklich achtest, dann siehst du, dass in der Waffe, der Joker hat Harvey Dents Hand hat seine Hand in seiner Hand mit der Waffe zusammen, aber mit seinem Zeigefinger hält er den Kolben von der Knarre die ganze Zeit zurück. Selbst wenn Harvey Dent hätte abdrücken wollen, hätte die Waffe nicht gefeuert. Ja. Die Illusion von Entscheidung. Das ist von das, Kontrolle. Ist das, was diesen Joker so fantastisch einfach macht. Und Heath Ledger hat das so gut gemacht und Nolan auch im Zusammenspiel, weil das so klein einfach nur ist, dass es dieses eigentlich slippt es, du nimmst es gar nicht wahr, aber es ist da und es ist perfekt. Ja. Das ist im Prinzip genauso wie diese Nummer mit dem, ich sprenge ein wahlloses Krankenhaus in die Luft. Allen ist klar, dass es das General Hospital werden wird. Keiner weiß, ist es das wirklich? Der Typ ist total verrückt. Natürlich ist es dieses Krankenhaus. Und es ist ja auch das Krankenhaus im Endeffekt. Also der baut so eine schöne Illusion des Wirrseins auf. Ne? Ja. Ist es aber im Endeffekt nicht. Ja, der Joker war, der Heath Ledger Joker, der Nolan Joker, war absolut unberechenbar, scheinbar. Mhm. Auf der anderen Seite war er aber auch immer allen einen Schritt voraus. Ja. Fast wie durch eine magische Hand gelenkt,
war er immer allen Zügen auf dem Schachbrett einen Schritt voraus. Das ist eigentlich ganz spannend, weil die Essenz, also wenn der Joker eine Narrenfigur ist, was es ja eigentlich ist, dann ist die Essenz eigentlich einer Narrenfigur, dass der Narr gar kein wirklicher Narr ist, sondern dass er keinen Plan hat. Nein, dass er eigentlich nur Dummheit oder Berechenbarkeit vorgaukelt. Sei wieder vor, sei sondern, dumm, genau, ne? Stattdessen aber wahnsinnig intelligent ist und ein Strippenzieher ist. Also das war im Prinzip, wenn du dir schon die Hofnarren im Mittelalter in der frühen Neuzeit anguckst, die haben halt den Narren, den Dummkopf nur gespielt und haben diese Narrenfreiheit, die sie hatten, aber auch gnadenlos ausgenutzt teilweise, um sich in die Politik einzumischen und die Schrippen zu ziehen. Redest du jetzt von Filmkunst, Popkultur oder redest du von realen Tatsachen? Nee, von tatsächlich, also von Hofnarren, die im Mittelalter und in der frühen Neuzeit Bestandteil des Hofstaates sind, Teil des Systems sind, aber durch ihre Narrenfreiheit die Möglichkeit haben, sozusagen institutionell Kritik an den Herrschenden zu üben. So ein bisschen wie die Frauen im Hintergrund, so die Leonidas Frau. Ja, nur halt öffentlicher und ein bisschen mehr mit Effekthascherei irgendwie. Das ist ja geil. Und mehr Kunstkotze. Vielleicht, das weiß ich nicht. Da müssen wir mal irgendwie historisch... Ob Plastikkotze im Mittelalter ein Ding war, müssten wir mal recherchieren. Mein Papa hat immer gesagt, als ich klein war, dass man, also der hat immer gesagt, dass man hochintelligent sein muss, um einen wirklich dummen Menschen spielen zu können. Das trifft es. Also das war immer so im Bezug auf Dick und Doof und ähnliche Charaktere. Man hat immer gesagt, hey, die Schauspieler sind mega klug, die tun nur so, als wären sie dumm. So hat er mir halt dieses Phänomen Schauspielerei erklärt. Und eben in dem Zuge, dass man wirklich intelligent sein muss, um dumm zu spielen und das auch glaubhaft zu machen. Übrigens möchte ich an der Stelle nur ganz kurz einhaken, weil das ist ein Vorurteil, was viele Menschen haben, was nicht stimmt. Der Psychopath, ich will jetzt nicht sagen, dass der Ledger Joker ein klassischer Psychopath war, wenn es den denn überhaupt gibt, das ist da jetzt ein ganz anderes Thema, ist nicht hochintelligent. Wir alle glauben, dass Schweigen der Lämmer ist ein Klischee. Psychopathen oder auch Serienkiller müssen nicht übertrieben klug sein, sondern es gibt durchaus auch Serienmörder oder Menschen, die auf der Psychopathie-Skala hohe Werte erlangen, die durchschnittlich intelligent oder zum Teil sogar nicht hochintelligent sind. Ich hab dazu mal was gelesen, dass es bei tatsächlich witzigerweise bei Psychopathen so ein bisschen wie bei Politikern ist. Es gibt den Planer, den Intelligenten, und es gibt den Charismaten. So à la Ted Bundy. Muss nicht übermäßig intelligent sein, ist aber charismatisch ohne Ende. Ja, es gibt ja, also wir hatten das im Zuge der Dexter-Folge mal, da haben wir uns ja sehr intensiv mit Psychopathie auseinandergesetzt. Oder wie heißt das denn jetzt nochmal eigentlich? Man sagt ja gar nicht mehr Psychopathie, sondern... Naja, Psychopathie ist ein eigenes Konstrukt, was in der Psychotherapie oder in der Diagnostik gar nicht so anerkannt ist. Aktuell. Ja, genau. Und Alexander, jetzt kannst du die Ramona-Karte nicht mehr spielen. Warte, Erklärung für die Hoaxilla. Hörer Tobis Freundin ist auch Psychologin. Genau, mit der gehe ich das immer so durch. dieser Begriff Psychopathie, aber es gibt einen anderen. Scheiße, jetzt fällt dir mir nicht ein, den sage ich ungefähr in jeder dritten Folge. Egal. Dissoziative Persönlichkeitsstörung. Nee, antisoziale Persönlichkeitsstörung, genau. Das ist. Weil die dissoziative Identitätsstörung ist das, was du meinst, das ist eine multiple Persönlichkeitsstörung. Da hat er recht. Ja, danke. Das mit der Psychopathie. Was war das denn gerade für ein Störgeräusch? Wir hatten das damals, ich glaube, das war bei Dexter, als wir darüber gesprochen haben, dass es eher im Gegenteil so ist, dass die wenigsten Menschen, die unter Psychopathie bleiben, wenn du so willst, wirklich intelligent sind. Nur die intelligent sind, sind halt aufgrund dieser Störung halt in der Lage, diese Störung auch wirklich sinnvoll einzusetzen. Die Frage und deswegen ist, fallen die so auf. Jetzt muss ich gerade noch mal einmal reinhaken, bevor es jetzt böse Kommentare gibt. Psychopathie ist nicht zwingend eine Störung, sondern es ist eher eine Persönlichkeitseigenschaft. Das ist nämlich das Ding. Ist das so? Also, weil eine Persönlichkeitsstörung und eine Persönlichkeitseigenschaft liegen ja erstmal relativ nah beieinander. Weiß ich nicht. Also eine Störung ist ja eher, also eine Störung, in der Psychologie sprechen wir von einer Störung zum Beispiel bei einer Angststörung. Genau, wo jemand durch Ängste in seinem Leben eingeschränkt ist. Ein Psychopath, wenn man dieses Konstrukt annehmen möchte, leidet in der Regel ja an keiner Stelle unter seinem Persönlichkeitstrait, sondern der ist eher, ganz platt gesagt, unangepasst gesellschaftlich. Der nimmt gesellschaftliche Normen nur dann an, wenn sie ihm einen Vorteil bringen. Ja. Wenn sie ihm keinen Vorteil bringen, dann hält er sich aber nicht an. Das ist übrigens auch der leidet da im Grunde nicht drunter. Das ist ja eine schwierige Frage, weil der Psychopath, je nachdem wie stark das ausgeprägt ist, in diesem Kontext ja nicht mal in der Lage ist, leidensfähig zu sein, weil er halt aufgrund dessen, dass er
ich will jetzt nicht empathielos sagen, aber Empathieschwierigkeiten hat, ist er oder kommt er schwer in die Situation, von außen greifende Normen als Störfaktor überhaupt wahrzunehmen. Deswegen finde ich das schwierig, von da aus ranzugehen, dass es ihm nicht schlecht geht und deswegen ist es keine Störung. Weißt du, was ich meine? Weil Teil der Krankheit ist, dass er kein Leidensempfinden hat. Quasi nach der Definition, er weiß gar nicht, dass es ihm schlecht geht, obwohl es ihm eigentlich, wenn er normal empfinden würde, schlecht gehen müsste. Im Prinzip so. Ja. Mhm. Das ist so, weißt du, ich spüre kein, also wenn ich keine Schmerzen spüren würde, würde mir mein fehlender Arm in diesem Augenblick. Das ist aber eine spannende Frage. Leidet ein Serienkiller? Hat der Leidensdruck? Nur weil er weiß, dass die Gesellschaft, also typischerweise genau, ist es eher so, nur weil er weiß, dass sein Verhalten gesellschaftlichen Normen nicht entspricht. Das ist der einzige Druck, den er hat, weil er weiß, er wird verfolgt werden. Worauf ich hinaus will ist, und das ist ein spannender Punkt, den wir gerne nochmal ausführlicher hinterher besprechen können, insbesondere auch beim Joaquin Phoenix Joker am Ende, wir müssen uns auch mal vielleicht daran gewöhnen, dass es einfach Menschen gibt, die böse sind. Ja, und genau, die darunter genau, nicht ja. leiden. Das ist übrigens, das, also, jetzt passt es, das ist übrigens auch der Punkt bei Donald Trump. Es wird ja immer so gerne gesagt, Donald Trump ist psychisch krank. Also der hat... Bei uns bitte immer der orangefarbene Clown aus Amerika. Der orangefarbene, da passt nennen. Er ja wunderbar ja. in der... Okay, he who shall not be named. also bei dieser Person ist es auf jeden Fall so, dass sie keinen Leidensdruck hat. Ne? Der ist deswegen nicht als psychisch krank zu bezeichnen, weil er einfach unter seiner Störung, also unter diesen Charaktereigenschaften, die er besitzt und nach außen trägt, einfach nicht leidet. Dem geht's total gut. Ja, ich würde, also, das ist ja genau die Frage, die ich stelle. Ja. Ist das deswegen also wir nicht krank? Wir, ja. So interessant das ist, wir hängen uns gerade auch an so ein paar Begrifflichkeiten auf, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Führt so weit. Also wir müssen ja hier ein Bett schaffen, auf dem wir schlafen können. Ja, ganz genau. Ich würde tatsächlich... Ich schlafe mit dir auch im Stehen, Tobi. Ich würde tatsächlich... Ich würde tatsächlich dem Joker aus Suicide Squad, dem Jared Leto Joker, oder manche sagen ja auch Jared Leto, das Internet ist sich noch nicht ganz einig, wie man den Namen ausspricht. Ich dachte, du kennst ihn jetzt und hättest ihn persönlich gefragt, also, Grete. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich würde ganz frech einfach mal sagen, dass wir dem jetzt nicht viel Sendezeit einräumen. Danke. Also ich finde es tatsächlich persönlich mega unfair, dass der so von der allgemeinen, ich sag mal, Popkultur als so wahnsinnig beschissen und schlecht und gefailt abgestempelt wird, weil wir haben nicht viel von ihm gesehen. Ja, nee, aber so nichts von dem, was wir gesehen haben, wissen wir, dass es der 50 Cent Ace Ventura Joker ist. Nein, Moment. Es ist nicht 50 Cent, es ist Marilyn Manson. Heath Ledger hatte in The Dark Knight über 30 Minuten Screentime in dem Film. Also wir haben echt viel von ihm gesehen. Jared Leto hatte unter 9 Minuten aufgeteilt in, ich glaube, 6 oder 7 Szenen beziehungsweise Sequenzen. Seine längste Szene war rund 2 Minuten lang und seine kürzeste war nur ein paar Sekunden. Also wir wissen nicht, was Jared Leto da am Set gemacht hat. In dem Film haben wir nicht viel von ihm gesehen. Also 2 Dinge dazu. 3 Dinge. Erstens, die Honest Trailers haben also so ein YouTube-Format von den Screen Junkies, haben das sehr schön zusammengefasst. Das ist irgendwo eine schauspielerische Leistung irgendwo zwischen Jim Carrey und einer Katze. Mhm. Dann, weil der schnurrt die ganze Zeit aus irgendwelchen Gründen. Müssen wir darauf achten, das ist halt immer so dieses und das ist, Alter, geht noch? Und auf der anderen Seite halt dieses Honka, Honka. So, ja, genau. Und zweitens... Aber er sieht Jim Carrey wirklich ein bisschen ähnlich, ne? Nee, das war einfach nur, weil die ganze Persona von dem Joker ist halt voll an Ace Ventura angelehnt. Ja, genau. Und er sieht halt aus wie Marilyn Manson in den frühen 2000ern, gerade auch mit diesen Zähnen und diesen Tattoos und so. Zweitens ist, natürlich darf man über Jared Leto sagen, dass er da Scheiße gebaut hat. Der Typ ist ein fantastischer Schauspieler, das wissen wir. Und wenn er eine beschissene Leistung abliegt, darf man auch sagen, es ist eine beschissene Leistung, weil wir wissen, dass er es besser kann. Ich sag ja nicht, dass wir auf seine Gefühle Rücksicht nehmen sollen. Ich sag nur, wir haben kaum was gesehen. Drittens, das ist nämlich der dritte Punkt, den ich sagen wollte. Die meisten Songs dauern um die 3 Minuten. Ich weiß nach 3 Minuten, ob ein Song scheiße ist. Da brauche ich keine 9 Minuten für. Nee, aber das Schade, was ich immer so schade fand an dem Suicide Squad Joker, weil erstens ist es der Joker aus der Animated Series mit Harley Quinn, mit einer guten Harley Quinn endlich mal an seiner Seite. Ja, weil Margot Robbie war super, kann man sagen, was man möchte, ob man die jetzt mag oder nicht, aber sie hat einen super, super Job dahin gelegt.
Und den Joker, den er halt verkörpert, diesen Gangbanger-Joker mit den zurückgegelten Haaren, den ausrasierten Seiten und der ganz vielen Tattoos, den Joker, den gab's auch. Den gab's in den Comics. Das war eine Interpretation. Der sah auch wirklich so aus. Der war wirklich sehr, sehr nah da dran. Mhm. Und das ist sogar ein sehr interessanter Joker. Auf der Kontraseite allerdings haben wir dann halt dieses übermäßig gezwungene, versuchen diesen komplett anarchistischen Charakter, der eigentlich nur dazu da ist, um der Gegenpart von Batman zu sein, ihn plötzlich ihn erwachsen aussehen zu lassen, dass der halt irgendwie einen Stripclub leitet, wahrscheinlich mit Drogen dealt und irgendwie sich Gucci-Mäntel holt oder so eine Kacke. Weil das ist so. Ja, der hat halt. Er hat Grills im Gesicht, ja, sei das jetzt irgendwie ein Statement aus der Hip-Hop-Szene oder einfach, weil ihm Batman so auf die Schnauze poliert hat. Kann ja auch einfach sein, dass die Zähne locker sind und er sich deswegen so Metallgestelle da reingesetzt hat. Mag ich noch akzeptieren. Was ich nicht akzeptiere allerdings, ist, dass man Damaged auf die Stirn tätowiert hat. Das ist nicht geil. Ja, das ist schwach. Was das alles für mich belegt, ist einfach, dass diese ganze Dark DC Universe Kinogeschichte einfach so für den Arsch ist. Wenn ich das mal einfach sagen darf. Und das ist einfach, ich habe dieser Film Batman vs. Superman. Oh, was, wenn man sich die Comic-Vorlagen anguckt, Dark Knight, was da für ein Potenzial von gewesen Frank wäre. Miller, es ist so fucking gut. Und wie das einfach so vermurkst wurde. Und da ist Suicide Squad nur ein weiterer Beleg dafür, dass die das einfach nicht im Griff haben. Ja, wenn DC versucht, Marvel zu sein, dann geht das natürlich. Aber ich weiß doch, bei Batman wie Superman sind Tobi und ich, so kurz bevor wir drei auch ins Kino gegangen, wie vier. Ne, Tobi, total gehypt, total aufgeregt, war total geil, extra noch früher von der Arbeit halt irgendwie los und sitzen in diesem Film und Tobi ist zweimal währenddessen eingepennt. Ja, und auch nicht nur kurz. Ich hab richtig viel verschlafen. Ich hab Tobi zweimal wach gemacht und saß dann echt so am Ende des Films und Tobi noch zu mir so, und wie fand's nicht? Ey, ich versuche echt, ihn zu mögen, aber ich weiß nicht. Aber wir sprechen ja nicht über Batman vs. Superman. Übrigens, bevor ich eine kurze Pause machen möchte, ganz kleiner Klugschiss am Rande. Der Heath Ledger Joker oder allgemein der Joker wird oft als Anarchist bezeichnet, da er die Anarchie will. Das Wort Anarchie wird grundsätzlich in unserer Popkultur falsch benutzt. Alexa nickt gerade schon. Das, was wir meinen, wenn wir über den Joker sprechen, ist Anomie. Also, dass die ein System, in Anführungszeichen, wo soziale Normen wegfallen, wo wir einfach in völliger Planlosigkeit und Brutalität leben. Anarchie bedeutet nur das Nichtvorhandensein von einer Regierung. Genau, ja. Ich habe es aber selber, glaube ich, falsch gemacht. Ja, Wenn hieß das Wort? Anomie. Also Tobi, wenn wir zwei auf dem Land in einem winzigen Dorf leben, nur wir zwei zusammen im Wald, vielleicht noch drei, vier Nachbarn und da gibt's keinen Gemeinderat, da gibt's nichts, aber wir verstehen uns trotzdem, wir irgendwie mit Menschenverstand kommen wir miteinander zurecht, sind wir in unserem Bezugssystem Anarchisten. Aber wenn wir dabei ficken und uns ritzen die ganze Zeit, sind wir Anomisten. Genau. Und das sagt übrigens hier der Mann, ihr beiden seid Analisten, der mir nicht erlaubt, über Störungen, Krankheiten und andere Dinge zu reden. Aber damit gehen wir dann einfach mal in Pause. So. Ja, genau. Bei uns gibt es nämlich immer eine Bierholpause. Das machen wir jetzt. Genau. Aber unsere Hörer wären die Ersten gewesen, die uns das um die Ohren gehauen hätten. Die hauen mir sowieso ganz viel um die Ohren nach dieser Episode. Bis gleich. Kack- und Sachgeschichten. Yeah. Ich habe noch einen kleinen Klugschiss. Und zwar, um die Ledger-Sache vielleicht schon mal so ein bisschen abzuschließen und weiterzugehen. Die Nummer mit dem Bleistift, wo der Joker ankündigt, jetzt einen kleinen Magic Trick zu machen und dann haut er dem Typen den Bleistift ins Gehirn rein. Lässt ihn verschwinden. Man sieht's in der Szene nicht, weil selbst wenn man die Frame für Frame anguckt, es geht so schnell, dass man da kaum was erkennen kann. Diese Art der Verletzung, ein dünnes, langes Objekt durch die Augen in den Schädel zu ballern, ist etwas, das wir leider aus der Realität kennen. Der erste Fall wurde wohl schon in Mitte des 19. Jahrhunderts dokumentiert, mit einem Bleistift. Und das ist tatsächlich gar nicht so schlimm, wie man denkt. Stand heute so im 21. Jahrhundert sterben nur rund 13% der Menschen, denen sowas passiert, daran. Und die Hälfte davon auch nur an der Infektion. Es gibt Berichte über Menschen, die China-Essstäbchen oder Bleistifte wochenlang im Gehirn mit sich rumtragen und das dann erst hinterher rauskommt. Ja.
Das, okay, das ist überhaupt nicht verstörend. Nein. Aber, den Film würde ich gerne mal sehen, von dem Typen, der den Stift hat. Aber ist das so die ganzen Mafia-Bosse so, Hilfe! Aber völlig nachvollziehbar, weil also das Faszinierende am Gehirn ist ja, dass das Gehirn selber komplett schmerzfrei ist. Also im Gehirn selber haben wir keine sogenannten Nozizeptoren. Das heißt, das Gehirn ist völlig schmerzunempfindlich. Was ja bei zum Beispiel Operationen, bei Tumoroperationen, wenn ich da mal ein bisschen in die Wissenschaftlichkeit immer wieder abgleiten darf, ja auch so spannend ist, weil du Patienten, denen du einen Hirntumor entfernst, in der Regel nur so semi-betäubt werden, die bleiben halbwegs bei Bewusstsein und du kannst dann... Die müssen sogar quasi, ja, weiß ich nicht... kleine Aufgaben erfüllen. Aufgaben erfüllen, weil du kannst dann, bevor du was abschneidest, also entfernst vom Hirngewebe, vorher mit einer Elektrode an dieses Areal gehen und wenn du das unter Strom setzt, dann verliert es seine Funktion im Gehirn und dann wissen die, die legen eine Spannung an und sagen, jetzt sagen sie mal was und wenn die Leute nicht mehr sprechen können, dann wissen sie, wenn ich das wegschneide, dann nehme ich Teile des Sprachzentrums weg und dann kann man sehr, sehr genau schneiden am Gehirn, ohne im Idealfall, je nachdem wie der Tumor natürlich gelagert ist, funktionale Störungen zu provozieren und die Patienten empfinden dabei keinen Schmerz. Die sind natürlich unter Narkose und die sind, also ich meine, die operieren am offenen Kopf, am offenen Schädel, also der Schädel ist aufgebohrt und so, also das schon und das muss natürlich alles betäubt sein, weil da hast du Schmerzrezeptoren, aber das Gehirn selber ist erstmal schmerzunempfindlich. Ja. Und zum Zweiten ist ja das Faszinierende, dass Neuroplastizität ist da das Stichwort, das Gehirn ist in der Lage, über die ganze Lebenszeit hinweg Funktionen auch zu übernehmen. Das heißt, das Gehirn ist immer in der Lage, neue Verbindungen herzustellen. Das heißt, bei Hirnschädigungen kann es durchaus sein, nach einem Schlaganfall zum Beispiel ist es ja oft so, wenn jemand gelähmt ist, dass dann andere Hirnareale diese Aktivitäten übernehmen können und das neu lernen können. Deswegen stirbt man nicht zwingend daran, dass bestimmte Teile des Gehirns kaputt sind. Problematisch ist es immer, wenn dir irgendwas durch das Stammhirn durchgeht. Also den Bereich, der quasi Atmung kontrolliert zum Beispiel die fundamentalen Funktionen. Wenn das beschädigt ist, dann hast du halt ein Problem. Diese Art der Verletzung, diese Punktierung des Gehirns mit so einem dünnen Stift, das ist etwas, das vor 100 Jahren noch bei vielen Leuten tödlich war, wegen Infektionen. Genau, das ist das Problem. Das kann dir aber auch bei einer Schnittwunde passieren. Ja, dank Antibiotika und Co. sterben heute daran nur noch rund 13% der Menschen. Mal wieder so ein Beweis dafür, dass die sogenannte Schulmedizin überschätzt ist. Übrigens, Schulmedizin, um das nochmal gerade zu sagen, ist ja ein Kampfbegriff. Ja, ganz stark. Deswegen habe ich so genannt gesagt. Ja, weil natürlich in Abgrenzung aus der Nazizeit eigentlich, ne? Schulmedizin war die jüdische Medizin. Deswegen benutze ich den Begriff Schulmedizin überhaupt gar nicht. Es gibt Medizin, die wirkt und es gibt Paramedizin, aber Schulmedizin, gerade die neue germanische Medizin, die Medizin, die Nazis fördern wollten, Homöopathie übrigens ja in Deutschland so beliebt, weil die Nazis das super fanden, weil es Was? Ja. Es gibt große Studien. Mit hier Panzerschokolade und so, die haben doch ihre Leute. Nein, mit das ist Metapen. Ganz anderes Thema, ganz Richard. Nee, ich meine aber trotzdem, die haben doch synthetischen Scheiß gebraucht um ihre Soldaten. Die haben die doch nicht mit Globulis gefüttert und dann sind die in Krampf gegangen. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aber tatsächlich Schulmedizin eigentlich ein Begriff, um sozusagen der jüdisch-wissenschaftlichen Medizin eins auszuwischen. Und jeder, der den Begriff Schulmedizin benutzt, sollte sich da mal ein bisschen einlesen, Schulmedizin versus neue germanische Medizin und sollte mal überdenken, ob er diesen Begriff überhaupt benutzen das möchte. Das ist mega interessant. Das ist krass. Das wusste ich nicht. Also vor allen Dingen, wenn du da Homöopathen drauf ansprichst, auf diese Versuchsreihen, da werden die richtig fuchtig, weil damit wird man nicht gerne konfrontiert. Häufig, also man... Bewerfen sie euch gleich mit Seelensteinen, oder? Ja. Naja, also es ist schon so, dass die Studien... Kannst mal sehen, wofür so ein Heilkristall gut ist, dir den Schädel einzuschlagen, Kollege. Dass Studien, die die Wirksamkeit von Homöopathien nachweisen, nachweislich heute von den Nazis gefälscht worden sind, weil man das gerne wollte, dass Homöopathie wirkt. Man kann, Alexa, du hast das übersetzt, Nazis, Nadel und Intrigen. Genau, die Autobiografie von Edzard Ernst. Jetzt schweifen wir total ab. Macht ja nichts. Ich weiß nicht. Mega interessant. Der hat mal für einige Zeit in Exeter einen Lehrstuhl für komplementäre Medizin inne gehabt. Der ist da hingerufen worden aus Wien, um im Prinzip Studien anzufertigen im Bereich
dessen, was wir so Pseudomedizin irgendwie nennen würden oder halt auch Komplementärmedizin, unter anderem Homöopathie, aber auch sowas wie Fernheilung oder so. Also er sollte im Prinzip Studiendesigns machen und mit seinen Leuten halt auch Studien durchführen und gucken, was da dran ist, was er gemacht hat. War eingerichtet übrigens von Prinz Charles, der ein großer Schwurbler übrigens ist, wer das nicht weiß. Ja, und ist dann ist das irgendwann geschasst worden, weil Edzard Ernst nämlich seinen Job sehr, sehr ernst genommen hat und wirklich Studien durchgeführt hat auf sehr, sehr hohem Niveau und hat aber geguckt irgendwie, was ist größer bei diesen ganzen Verfahren, also Akupunktur, Fernheilung oder was auch immer, ist das Risiko größer, also unerwünschte Nebenwirkungen zu haben, oder ist der Nutzen größer? Weil wenn man sagen könnte irgendwie, okay, der Nutzen ist so groß, dass das Risiko gerechtfertigt ist, dann kann man es ja immer noch anwenden. Aber wenn das Risiko natürlich größer ist und die Nebenwirkungen irgendwie schlimmer sind als der Nutzen, den es eventuell bringen würde, dann sollte man am besten die Finger davon lassen. Ja, das hat er halt gemacht und die meisten haben sehr, sehr schlecht abgeschnitten, die meisten Verfahren. Und das hat er auch immer sehr, sehr schön publik gemacht. Und da hat er aber einigen Leuten irgendwie keinen Gefallen getan damit und ist dann halt irgendwann in den Ruhestand versetzt worden, mehr oder weniger. Also das kann man da irgendwie auf ganz interessante Art und Weise nachlesen. Und er hat dann in einem zweiten Buch den Begriff Scam, so-called Alternative Medicine, geprägt. Und da ich auch das übersetzt habe, habe ich dann im Deutschen den Begriff Schmu draus gemacht. Also Schmu, scheinmedizinischer Unfug. Also wenn man jetzt heute sagt, irgendwie Schulmedizin will man nicht mehr benutzen als Begriff, dann kann man sagen Medizin oder Schmu. Also liebe Hörer, wenn ihr das nächste Mal einen Bleistift in der Birne habt, dann fresst schön euer Antibiotika. Ja. Finger weg von den Globuli. Jo. Aber zurück zum Joker. Das macht die Szene trotzdem nicht unrealistisch, weil wir wissen nicht. Nein, das hat niemand gesagt. Vor allem wissen wir nicht, ob der Typ tot ist, weil der haut den mit so einer Kraft auf den Tisch, dass der vielleicht auch einfach nur bewusstlos ist. Mit einem Stift im Kopf. Also so oder so, auch mit diesem Wissen, dass nur 13% dieser Bleistiftunfälle tödlich enden, ist das eine brutale Szene. Übrigens, fast alle Patienten, die aufgezeichnet wurden mit dieser Bleistiftnummer, waren kleine Buben unter 10 Jahren, die vermutlich auf dem Schulgang mit Bleistiften in der Hand gerannt und gestolpert sind. Scheiße. Ja. Gott, oh Gott. Aber wie gesagt, den meisten davon geht es tatsächlich überraschenderweise wieder gut. Spannender dokumentierter Fall übrigens, Phineas Cage. Genau. Der hatte aber massive Verhaltensveränderungen. Genau, dem ist durch eine Explosion eine Metallstange durch den Schädel gerammt. Genau das wollte ich gerade erzählen, da habe ich mal in gibt's noch eine Folge von einem Beitrag gesehen. Ja, gibt es auch eine Huxilla-Folge drüber. Da hat es aber dann tatsächlich dazu geführt, er hat das auch überlebt. Diese schwere Verletzung, beide Teile des Gehirns beschädigt, aber da sind tatsächlich Teile des Frontallappens mit beschädigt worden. Also das, was man so hier an der Stirn und an den Seiten hat, verantwortlich für die Persönlichkeit. Und diese Verletzung, der Metallstange, die ihm durch den Schädel geschlagen ist, hat dann zu Persönlichkeitsveränderungen bei Phineas Cage geführt. Kann man bei uns in der Huxilla-Folge nachhören. Ja, geil. Ich habe tatsächlich, um jetzt mal wieder wirklich zum Joker zurückzukommen, jetzt sehr mal gerne. Wirklich eine Frage, eine psychologische Frage. Und zwar, Heath Ledger sagt in The Dark Knight sinngemäß, es genügt ein beschissener Tag, um aus Menschen einen Bösewicht zu machen. Ja? Und diese Idee basiert aus dem schon erwähnten Comic The Killing Joke. Ende der 80er ist der Comic erschienen. Es gibt davon auch einen Animated Film von, ich glaube, 2016. Und der nicht so toll ist, aber... Der nicht so toll ist, aus verschiedenen Gründen. Und in dem Comic The Killing Joke möchte der Joker diese These, also es genügt ein beschissener Tag, um aus dir einen Bösewicht machen, beweisen. Da macht er Folgendes. Er verprügelt die Tochter von Commissioner Gordon, Spoiler, sie ist Batgirl, prügelt er fast zu Tode, sodass sie querschnittsgelähmt ist. Ja, Moment. Er schießt ihr durch den Bauch durchschießt das Rückenmark. Ja. Genau. Also er klopft bei ihr, ist dort in totaler Urlaubsuniform mit einer Kamera und schießt ihr mit einer kurzkalibrigen Waffe direkt in den Bauch, die in ihr Rücken, in ihre Wirbelsäule geht, wodurch sie danach von der Hüfte an abwärts gelähmt ist. Er zieht sie dann nackt aus und macht Fotos von ihr, wie sie da in ihrem Blut, in ihrem Saft praktisch liegt. Commissioner Gordon, den entführt er, lässt ihn durch eine Joker-artige Geisterbahn fahren. In dieser Geisterbahn, nackt, in dieser Geisterbahn zeigt er dann in Großaufnahme diese Bilder von seiner nackten, geschändeten Tochter, man kann es nicht anders sagen, ja, versucht ihn da also hardcore zu traumatisieren. Und das Experiment endet tatsächlich für einen Fehlschlag für den Joker, denn Commissioner Gordon ist natürlich hochgradig geschockt von der ganzen Nummer und seine Tochter wurde
physisch eingeschränkt, aber er ist danach kein Verrückter. So, jetzt mal die Frage an den Psychologen. Alexander, was sagst du zu dieser These? Es genügt nur ein beschissener Tag, um aus dir einen Bösewicht, vielleicht sogar einen Joker zu machen. Ist falsch. Definitiv. Das wäre so ein ganz einfaches kausales Muster. Ein ähnlicher Film, der ja genau dieses Narrativ vorantreibt, ist Falling Down mit Michael Douglas. Übrigens Joel Schumacher. Ach was? Ja. Hat doch mal gute Filme gemacht. Ja, der hat super Filme. Falling Down ist ein absolut geiler Film, ey. Ich versuch's kurz zu machen. Was man bei sehr vielen Gewalttätern hat, ist, dass Gewalttäter typischerweise selber Opfer von Gewalt in ihrer Biografie gewesen sind. Wir wissen aber natürlich, dass Gewalt extrem häufig in unserer Gesellschaft ist. Und noch viel schlimmer ist Missbrauch. Und wenn du Gewalt auch als Missbrauch definierst, dann haben wir sexuellen Missbrauch, Gewaltmissbrauch, aber es gibt auch verbalen und emotionalen Missbrauch, gerade bei Kindern. Und wenn jeder, der Opfer von so einer Gewalt wird, selber zum Gewalttäter oder zum Straftäter werden würde, dann würden wir in einer Welt leben, die nur aus Straftätern besteht, weil dafür ist die Anzahl, die Inzidenz von solchen Übergriffen einfach viel zu groß. Das heißt, es ist hilfreich zu verstehen, und deswegen gibt es die forensische Psychologie und die Forensik im Allgemeinen natürlich, um zu verstehen, warum ein Täter, den man identifiziert hat, der verurteilt worden ist und der dann später in der Regel in einer forensischen Klinik, also sprich in einem forensischen Gefängnis sitzt, von Psychologen weiter betreut wird und Gespräche stattfinden, damit man nachvollziehen kann, was so in der Biografie passiert ist. Und das hat eigentlich nur den Grund, Prävention zu betreiben. Es wird häufig verwechselt, dass Forensiker, gerade so Lydia Benecke, die eine gute Freundin von uns ist, die tatsächlich forensische Psychologin ist, der wird oft zum Vorwurf gemacht, sie würde die Taten entschuldigen, indem sie die Taten nachvollziehbar und erklärbar macht. Und das ist eben gar nicht der Fakt, sondern letztendlich bist du immer selber verantwortlich für das, was du tust. Und die Situationen, in denen du in einem so großen emotionalen Ausnahmezustand bist, dass du irgendwelche Gewalttaten verübst, sind die maximale Ausnahme. Also das ist nicht so. Und insofern diese These, die da in den Raum gestellt wird, und dann kommen wir, das ist ja schon fast eine Überleitung zum Joaquin Phoenix, Batman, Joker, sofort, die du bauen willst. So einfach ist es eben gerade nicht. Es ist sehr vereinfacht. Das klingt sehr, so wie du es ausführst, nach einer Frage der Hemmschwelle, die man bereit ist zu übertreten dann. Da gibt es kurzer Serientipp zu dem Thema, die Serie Mindhunters. Die sich mit den Anfängen dieser, der psychologischen Forensik, das Profiling. Supergeil. Beschäftigt. Was dahinter aber steckt, also es reicht ein einziger Tag, um aus jedem von uns irgendwie einen Joker zu machen. Ein schlechter Tag. Dahinter steckt aber irgendwie ein ganz interessantes Motiv, nämlich so die Angst, als völlig normaler, gesellschaftlich angepasster Mensch doppelt zum Opfer zu werden. Einmal, indem dir so ein schlechter Tag passiert und dann aber auch nochmal, indem er dich so in den Wahnsinn treibt, dass du ab diesem Zeitpunkt eben nicht mehr gesellschaftskonform bist. Dass sozusagen die Gesellschaft dich einmal durchkaut und ausspuckt und ab diesem Zeitpunkt bist du halt eine Persona non grata, nicht mehr angepasst und dein einziger Weg bleibt eigentlich nur noch so ins Verbrechen und in den Wahnsinn und zu Mord und Totschlag. Und man hat ja auch ein ähnliches Motiv, wenn man sich anguckt, wie verbreitet die Angst doch ist, als normaler Mensch in der Psychiatrie zu landen. Mhm. Das ist ja auch also in Filmen, in Büchern, überall verarbeitet worden, eben diese Angst. Es kann jedem von uns zu jedem Zeitpunkt passieren, dass uns etwas in den Wahnsinn treibt und dann werden wir halt weggesperrt oder die Gesellschaft nimmt uns nicht mehr an. Aber tatsächlich ist es halt so, es ist nicht einfach nur ein schlechter Tag, der ausreicht, sondern das kann unter Umständen der Tropfen sein, der das Fass, was sowieso schon fast voll ist, zum Überlaufen bringt. Es müssen eine Menge Scheißtage sein. Genau. Dazu habe ich aber eine Frage. Zählen da Traumata mit? Naja, Batman, ne? Ja, ich meine jetzt nicht mehr Batman, weil da reden wir jetzt über was Fiktives, aber wenn du reale Beispiele nimmst, wie zum Beispiel, also ich kenne wen kennt, der sein Kind überfahren hat. So dieser Klassiker in der Auffahrt beim Rückwärtsabsetzen und der ist halt, also der ist jetzt natürlich nicht amok gelaufen, ne? Also ich rede jetzt nicht über Gewalt, sondern eine beschissene Situation in einem wirklich beschissenen Tag hat halt sein Leben komplett ruiniert. Und da reden wir über Sekundenbruchteile, ne?
Boah, das ist ja brutal, Alter. Ja, ja, genau. So, und wenn, wie gesagt, da reden wir natürlich nicht über Gewalt. Er ist nicht gewalttätig geworden, sondern einfach hochdepressiv. So, wenn wir das jetzt aber zum Beispiel auf so ein Rachemotiv münzen, also im Prinzip das, was beim Joker jetzt passiert, also bei The Killing Joke passiert ist, das ist ja, wie gesagt, das ist fiktiv. Aber ich weiß nicht, ob ein normaler Mensch, also ein real existierender Mensch, wie der auf die Situation reagiert hat, vor allem in der Machtposition eines Commissioners. Ich rede jetzt nicht davon, dass der wild onanierend Leute massakriert, ja, sondern dass der... Aber das ist genau der Punkt, den du gerade ansprichst. Man weiß nicht, und dann liegt es in der Grundpersönlichkeitsstruktur dieser Person, genau, der das passiert. Ich wollte gerade sagen, es kommt darauf an, in welchen Strukturen die sich befindet, weil wenn du dir den anguckst, den Joker in dem Comic als auch im Film, die sind zwei vollkommen am Rande des Existenzminimums seine Person, die aber auch so von der Gesellschaft halt auch klein gehalten werden oder sich ungerecht behandelt fühlen, dass ein schlechter Tag bei denen ganz andere Auswirkungen hat als bei einem respektablen, von der Gesellschaft geachteten Kommissar. Einem Nicht-Anomist. Dem was wirklich Furchtbares passiert. Ja, aber das sind wir in der Fiktion, Richard. Ich spreche jetzt nicht über die Fiktion. Ja, wieso? Über die Tatsache, wie würde Alexander jetzt reagieren, wenn ich in diesem Augenblick Alexa ins Gesicht schießen würde? Würde das reichen, aus Alexander jemanden zu machen, der mir danach auch ins Gesicht schießen würde? Nein, deswegen ist ja die Prämisse dahinter. Lass ihn doch mal kurz reden, bitte. Warte mal ganz kurz, ich will ja jetzt auch mal was zu sagen. Nee, das Ding ist halt einfach, die Prämisse dahinter musst du dir ja betrachten. Für einen Alexander ist ja ein normaler Tag. Vielleicht für jemanden, der kurz vorm seelischen Zusammenbruch steht, ist ein normaler Tag halt ein super Tag. Wenn Alexander jetzt einen beschissenen Tag hat, dann ist das für den anderen vielleicht schon der Auslöser, dann der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Klar, aber gut, ich rede ja über Traumata. Also, weiß ich nicht, was dann passieren würde. Was da hinzukommt, und das ist ein ganz entscheidender Faktor, da gibt es viele Begriffe für. Einer der Begriffe ist Resilienz. Also wie viel Widerstandsfähigkeit hast du in deiner Persönlichkeitsstruktur? Mhm. Ich mache nochmal ein anderes Beispiel. Also dieses tragische Beispiel von dem Vater, der sein Kind selber überfährt, ist so ein Ding. Ein Riesenproblem, was wir haben, nicht wir, aber wir unter Umständen auch bald, aber insbesondere die Streitkräfte der Vereinigten Staaten, sind Drohnenpiloten. Mhm. Drohnenpiloten, die per Fernsteuerung Drohnenangriffe fliegen, bei denen dann am Ende in der Auswertung herauskommt, dass Zivilisten oder auch Kinder diesem Drohnenangriff zum Opfer gefallen sind. Und es gibt inzwischen, weil die Technologie ja noch relativ neu ist, eine ganze Reihe von schwerst traumatisierten Drohnenpiloten, die ein Riesenproblem in den amerikanischen Streitkräften nach sich ziehen. Hochqualifizierte Menschen, die haben eine immens lange Ausbildung, um mit dieser Waffentechnologie zu dienen, in Anführungsstrichen. Und dann stehen die im Kriegseinsatz, fliegen diese Drohnenangriffe und dann kollabieren die komplett und dekompensieren. Das ist jetzt nicht so, dass die zu Straftätern werden, sondern da gibt es Fälle und auch Berichte über Menschen, deren Leben einfach ruiniert ist, die einfach damit nicht mehr klarkommen. Natürlich wirst du Drohnenpilot, weil du Patriot bist, so wie das in Amerika ist, und der Stellenwert der Armed Forces in den Vereinigten Staaten anders als bei uns. Aber die fliegen diese Einsätze und sie glauben, das Richtige zu tun. Ja. Und dann irgendwann können sie das aber nicht mehr verarbeiten, was sie getan haben. So viele Bubblegum Shrimp Corporations kannst du gar nicht gründen, wie da wahrscheinlich Leute aber kaputt gehen. Wir reden jetzt immer noch, also da antwortet ihr beide gerade so ein bisschen gegen mich. Wir reden jetzt gerade über Täter, ich rede über Opfer. Ja. Also sowohl der Drohnenpilot als auch der Typ, der sein Kind überfahren hat, sind Täter, die daran scheitern. Ja, wie geht's dem Opfer? Wie ist derjenige, der traumatisiert wird? Also nicht, der sich im Prinzip, wenn man so will, selber traumatisiert, sondern der traumatisiert wird von außen. Das ist ja die Frage. Ich will nur ganz kurz was sagen, Tobi. Ich glaube, du hängst dich gerade an so einem selbstgemachten Dilemma auf, das eigentlich gar keins ist. Also du redest jetzt von dem Typen, der ein Unrecht getan der wird. Ein punktuelles Trauma erlebt. Genau. Ne? Und zwar von außen. Ein punktuelles Trauma, das von außen kommt. Ist das nach wie vor Batman? Natürlich, also. Aber der ist fiktiv. Die professionellen Psychologen in der Runde, die dürfen wir gerne widersprechen, aber natürlich ist der wahrscheinlich für sein Leben gezeichnet und hat mega Probleme und hat wahrscheinlich muss wahrscheinlich jahrelang in Therapie, er nickt. Aber
er wird nicht zum Straftäter oder zum Irren, wie das der Joker proklamiert. Habt ihr da Fallbeispiele? Habt ihr da Zahlen? Das ist eine Frage, die ich mir stelle. In der Literatur und Filmwelt und so weiter gibt es so unendlich viele Geschichten zum Thema Rachemotiv. Und das ist bei Batman eben auch immer wieder ein Thema. Sowohl bei Batman als auch beim Joker, als auch das, was der Joker treibt. Ich möchte da eine Frage einwerfen, die die Diskussion wahrscheinlich weiterbringt und uns selbst spoilert auf unsere eigene Zukunft dieser Folge. Mega krasse Frage jetzt wahrscheinlich, wo wir schon voll im Kern des Themas sind. Ist es so, dass psychisch gestörte Menschen häufiger Straftäter sind, beziehungsweise kriminell werden? Das ist ja etwas, das uns das Kino im Prinzip so ein bisschen versucht aufzubinden. Nein, ist es nicht so. Das ist eine gute Frage. Psychisch kranke Menschen sind oder traumatisierte Menschen, wenn man denn Menschen, wenn wir mal den Fachbegriff dann benutzen wollen, mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, werden nicht häufiger zu Gewalttätern oder zu Straftätern als andere. Ganz im Gegenteil, eher weniger sogar. So, echt? Das sagen die Statistiken. Um deine Frage aber nochmal zu beantworten, Tobi, ich glaube, unsere eigene Geschichte auch hier in Europa beantwortet dir die Frage. Denn ich glaube, jede Generation, die durch einen Weltkrieg gegangen ist, ist traumatisiert. Und ich glaube, gerade auch die deutsche Bevölkerung, spätestens nachdem dann die Städte weggebombt worden sind und einfach auch Gräueltaten stattgefunden haben. Und es ist ja auch die Frage, ob die, ohne das entschuldigen zu wollen, die zu Tätern wurden, weil sie Angst hatten, dann ansonsten selber erschossen zu werden. Erschießungskommandos und solche Geschichten, die es gegeben hat. Das ist eine gesamte Generation von Menschen, die traumatisiert ist. Und wenn es eine ganz kausale Verkettung geben würde, immer, dann weiß nicht, dann wird es ja nur noch Straftäter gegeben haben in dieser Generation. Was ja nicht heißt, dass das ohne Spuren geblieben ist. Und es gibt ja viele, viele Berichte von Menschen, die aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen sind oder auch aus Gefangenschaft zurückgekehrt sind. Gerade auch die Deutschen, die zurückgekommen sind, dann aus russischer Gefangenschaft, die für immer in ihrem Leben verändert waren, die auch aggressiv waren oder die emotional instabil waren. Nach dem Ersten Weltkrieg übrigens auch ganz, ganz eklatant. Die Vietnam-Veteranen, die sich dann in Rocker-Gangs zusammengeschlossen haben. Die Hells Angels sollen ja ehemalige Bomberpiloten aus dem Vietnamkrieg gewesen sein. Ursprünglich mal, genau. Also aber das ist eben nicht kausal. Und das ist genau dieser Faktor, dieser Resilienzfaktor, mein Gott, schwieriges Wort so spät am Abend. So viel Bier. Und anderthalb Bier, genau. Der damit hineinspielt. Und das ist ja genau der Punkt, warum forensische Psychologie so wichtig ist, weil die Forensiker beschäftigen sich mit den Straftätern, die in der Regel. Ich mach's nochmal andersrum. Du hast ja kaum jemanden als Straftäter, als Vergewaltiger, als Mörder oder als, sagen wir mal, Gewalttäter, Frau verprügelt, Kinder verprügelt oder so, der dann im Knast sitzt, dem selber nicht Gewalt widerfahren ist. Aber du darfst den Umkehrschluss nicht machen. Du darfst nicht sagen, jedem, dem das widerfährt, wird automatisch dann auch zum Gewalttäter, sondern das ist die spannende Frage, an die wir auch bis heute noch nicht abschließend beantworten können. Was unterscheidet die zu Straftätern geworden sind, von denen, die nicht zu Straftätern geworden sind? Und das zu untersuchen, ist eben die Aufgabe der Forensik, um daraus Schlüsse zu ziehen und dann am Ende im Prinzip in der Gesellschaft präventive Gedanken zu haben und zu sagen, wenn wir das alles ausschließen, was da passiert, also Beispiel Kinderrechte, ne? Also soll ja gerade das Grundgesetz angepasst werden, um die Rechte der Kinder zu stärken, was Übergriffigkeit gegen Kinder angeht. Das sind genau Ergebnisse, die man aus solchen Studien zieht. Aber abschließend beantworten kann man nicht. Also die Frage ist, es mag, um die Frage von Fred nochmal zu beantworten, Menschen geben, bei denen ein Tag ausreicht, aber er reicht halt nicht immer aus, ein beschissener Tag. Aber also es ist keine Universalregel, aber in der Welt des Jokers wird das dann halt so programmiert. Und ganz kurz, das Rachemotiv, Alexa, du wolltest auch was sagen, ich unterbreche dich, aber das Rachemotiv, das ist doch genau das, was Kunst kann. Kunst ist ja katharsisch. Das heißt, in der Kunst, in der Literatur, im Film, in Musik oder was auch immer, kann das ja dann aufbereitet werden. Das heißt, die Menschen, die solche Werke geschaffen haben, die haben damit ihr Trauma verarbeitet. Ich meine, guckt euch mal Mary Shelley an, die Frankenstein geschrieben hat. Kafka. Kafka. Die Schicksale hinter diesen Menschen, die sind ja nicht zu Jokern geworden, sondern die haben dann in ihrem künstlerischen Ausdruck diese Traumata.
Die geilsten Autoren. Die ganzen selbstmordgefährdeten russischen Autoren. Und deswegen sind diese Geschichte, auch die Rachemotive, natürlich im kulturellen Gedächtnis so tief verankert und in der Literatur, in allen Medien vertreten, weil das natürlich nachvollziehbar ist. Aber es ist eine andere Form der Verarbeitung dieser Traumata. Das ist irgendwie so gefühlt, die größten Künstler waren gefühlt die denen es am beschissensten ging irgendwie so, ne? Ja, immer. Ja, aber es ist auch interessant, dass diktatorische Systeme, also nicht demokratische politische Systeme, sich auch als erstes an die Kunst heranwagen und die versuchen zu beschneiden und den gesellschaftlichen Stellenwert zu schmälern, ne? Weil halt gerade wirklich dieses Durchspielen von verschiedenen Situationen, dieses Verarbeiten von Traumata, diese Katharsis in der Kunst natürlich auch Menschen dazu bringt, sozusagen eigenständiger zu sein, auch stärker, also quasi seelische Kräfte zu mobilisieren. Und wenn du das, dieses Outlet irgendwie den Menschen halt nimmst, diese Möglichkeit, dann kannst du dir davon versprechen halt, dass sie leichter führbar beeinflussbar sind. Wir haben ja eher jüngere Hörer, die Hoaxilla-Hörer sind alle sehr gebildet, die Kack- und Sachhörer. Für euch auch, aber anders. Ich rette dich mal, Fred. Nein, Kack- und Sachhörer sind auch toll, aber die Hoaxilla-Hörer sind ja schon einen sehr hohen Standard gewöhnt. Bei uns wird eher gefurzt und gerülpst. Katharsis, das heißt so viel wie, durch... Das ist eine Reinigung. Eine Reinigung durch Feuer. Ja. Ne? Ja. Ja. Okay, Leute, wir mega interessanter Scheiß, Mann. Halt die zweite Sache. Oh, sorry. Zweite Sache. Weil der Dark Knight-Film gibt nämlich noch eine ganz interessante Antwort auf die Frage, irgendwie, wie verhalten sich Menschen in extremen Situation. Ist das berechenbar? Was passiert, wenn man ihnen die Macht gibt, sozusagen sich selber zu retten und andere aber dafür über die Klinge springen zu lassen? Diese Geschichte mit den zwei Schiffen und den Bomben. Auf einem Schiff sind Strafgefangene, auf dem anderen ganz normale Bürger, auf beiden ist eine Bombe und jeder hat sozusagen den Zünder für das andere Boot. Und dann ist halt die Frage, wer jagt wen in die Luft? Wenn sie es bis zum gewissen Zeitpunkt nicht machen, dann fliegen sie halt alle in die Luft. Und da ist halt auf dem Schiff mit den Strafgefangenen ein Gefangener, der sozusagen die Möglichkeit hätte, das Ganze für sich zu entscheiden und sie alle zu retten auf dem Schiff, aber der macht es dann halt nicht und sagt irgendwie nein, wir machen das jetzt nicht. Nee, er wirft aus dem Fenster, genau, und nimmt sozusagen die Möglichkeit zur Rettung. Was hat er? Ich tue jetzt das, was hier jeder hätte tun sollen. Ja, du vor 10 Minuten hättest tun sollen, und wirft das Ding halt einfach raus. Mega geile Szene, geil. Also generell diese Schiffssequenz halte ich für einer der besten Filmsequenzen, die ich je gesehen habe. Noch dazu die ist so gut geskriptet. Noch dazu eine unverhandelbare Situation. Genau. Weil das Ding ist halt, selbst wenn du den Zünder betätigst und danach fliegt dein Boot in die Luft. So oder so, beide Seiten sind danach verwirrt. Ja. Was hat das jetzt ausgelöst? Genau, und du weißt ja auch nicht, ob der Joker die Wahrheit sagt. Das kann ja auch sein, dass du damit also nicht nur dein eigenes Boot in die Luft sprengst, sondern nachdem du die, sagen wir mal, die Gefangenen in die Luft gesprengt hast, weißt du nicht, ob der Joker dann dein Boot in die Luft sprengt. Ja. Also du hast keine Ahnung, ob du dein Leben rauskommst aus der Nummer. Und das Geile ist, das würde er wahrscheinlich sogar machen, nur des Witzes wegen. Genau, ja. Also wir sind jetzt relativ lange mega interessant abgedriftet, was ja aber schon mit dem Joker, mit dem Thema Joker zu tun hatte auf jeden Fall. Jetzt kommen wir wirklich mal zu sprechen auf den neuen Film. Und liebe Hörer, wir spoilern auch hier wieder brachial. Ich behaupte, das ist nur ein kleiner persönlicher Einwurf, ich glaube, der neue Joker-Film ist ein Film, den man eh nicht so krass spoilern kann, weil es geht in dem, das Krasse an dem Film ist nicht, was da passiert, sondern wie es passiert. Aber jetzt hier die Warnung, ab jetzt Spoilerteil, Leute. Um reinzukommen, die Frage in die Runde. Der neue Film The Joker mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Was war an diesem Film anders als bei allen anderen Joker-Iterationen, die wir bisher gesehen haben? Alexa hat gerne den Vorteil. Mach mal. Okay. Meiner Meinung nach, dass der Joker so nachvollziehbar ist. Also er ist im Prinzip ein absolutes Produkt der Gesellschaft. Er wird einfach nicht von Batman erschaffen oder durch ein bestimmtes punktuelles Ereignis erschaffen. Chemieunfall, ja, was auch immer. Sondern er ist ein Produkt seiner Zeit, ein Produkt seiner Gesellschaft. Punkt. Ja. Also ganz klar auf den Punkt gebracht. Ja, also was wir vorher doch gesagt haben, wie gesagt, der Heath Ledger war jetzt, um diese Joker-Analogie nochmal nachzuvollziehen, der dunkle Joker halt, der düstere Joker. Und der neue Joker jetzt ist der kranke, der kranke Joker, die Person Joker. Und was man da halt so schön hat, genau, du hast das so schön gesagt, es gab so ein ganz berühmtes Meme, kurz bevor der Film online ging, kurz bevor der Film ausgestrahlt wurde.
Und zwar wurde dann gesagt, früher wurde der Joker in ein toxisches Becken geworfen, heute wird er nur in die toxische Gesellschaft geworfen und wird, wie er ist. Ja, genau das ist es, ja. Okay. Und das finde ich, das ist lustig als auch beängstigend zugleich, weil dadurch die ganze Sache um den Joker herum, seine ganze Lore oder das, was ihn antreibt, nicht mehr der Joker ist, übrigens. Und auf der anderen, also es ist nicht die Joker-Geschichte, sondern eine Joker-Geschichte übrigens. Das sind die alle. Ja, nein. aber du, vor allen Dingen halt auch diese, ich sag's mal, wie kann man so schön sagen, die Nähe zur Persönlichkeit halt hast, was es noch um einiges gruseliger dann macht. Mhm. Der Ledger-Joker ist durchaus von dem, was er so treibt, möglicherweise auch ein Opfer seiner Gesellschaft. Weil so wie er sich verhält, mit Medien umgehen kann, genau weiß, wie er was technisch umsetzen kann, weiß, zu wem er Kontakt halten muss und so, der Typ wird auch ein Opfer seiner Gesellschaft sein. Das sehen wir noch nicht, weil wir 30 Minuten gegen 2 Stunden Screentime haben. Stimmt, ja. Das wissen wir nicht. Und so wie er sich verhält, liegt das aber sehr, sehr nahe. Und auch von den Geschichten, woher angeblich die Narben kommen, die sind wahrscheinlich beide gelogen, aber das sind alles Geschichten, wo du ein ganz tiefes Trauma vermuten kannst. Also das sind Dinge, die wir zwar nicht sehen, aber vermuten können, dass es so ähnlich ist. Oder ist auch das eine Illusion? Das ist ja auch die Frage, wenn er dann schon lügt bei den Geschichten. Soll ich dir mal sagen, was ich persönlich glaube? Und das habe ich auch erst relativ spät, als ich den Dark Knight gesehen habe. Weißt du, was ich glaube, was der Heath Ledger Joker ist? Der ist Veteran aus Afghanistan, glaube ich persönlich. Ich glaube, der war bei der Armee. Der kennt sich mit Sprengstoff aus. Der kennt sich mit Medienwirksamkeit aus. Der ist verletzt. Und er bringt immer wieder Beispiele dafür, wie die Gesellschaft reagiert auf zum Beispiel, wenn ein Truppenzug explodiert, reagiert keiner. Ein popliger Bürgermeister und alle verlieren den Verstand. Auch diese Nummer, dass er auch tatsächlich als Soldat auftritt, als Polizist auftritt. Ja, und dass er sich mit Waffen und allen möglichen Schnittwerkzeugen und sowas auskennt. Ich persönlich glaube, der ist Veteran. Ist aber trotzdem, gerade als Veteran, Opfer seiner Gesellschaft. Ja, auf jeden Fall. Und seiner Zeit. Also Moment, ich war noch nicht fertig. Das wollte ich vorneweg sagen. Das gibt dem Film kein Alleinstellungsmerkmal, finde ich persönlich. Ich mochte den Film, versteht mich nicht falsch. Joker jetzt, 2019 Joker, genau, ja. Aber das gibt dem kein Alleinstellungsmerkmal. Wo ich glaube, wo für mich was Neues an dem Joker war, war die Tatsache, dass der so gar nichts Comicartiges an sich hatte. Also, dass der auch überhaupt nicht übertreibt. Ja. Wenn man jetzt mal die leider, finde ich persönlich, zu kitschig geschriebene Endrede von ihm in der Sendung weglässt, die hätte man, finde ich, schöner schreiben können, die war mir zu plakativ, dennoch schön eingesetzt. Abgesehen von diesem einen Moment, also wirklich nur diese Rede, nicht die ganze Szene, nur diese Rede, ist der unheimlich Comic befreit. Und das hat Spaß gemacht. Ja, ganz genau. Und vor allen Dingen kommt das auch so in seiner Tätigkeit als Comedian durch, ne? Genau. Also normalerweise ist ein Comedian jemand, der so maßlos übertreibt und überspitzt, dass es halt komisch ist. Aber bei ihm, wenn der auf der Bühne steht und erzählt, du denkst halt die ganze Zeit nur irgendwie, oh mein Gott, das ist wirklich so schlimm. Und ich meine, der erzählt einfach nur von der Realität und da läuft es einem halt irgendwie kalt den Rücken runter dann. Ja. Ich habe ja gesagt, 3 Herzen schlagen in meiner Brust, wenn es um den 2019er Joker geht. Und du sagst, was unterscheidet ihn von allen anderen, ist deine Frage gewesen. Was diesen Joker insbesondere vom Ledger Joker abhebt, und da komme ich wieder auf das zurück, was du gesagt hast, Tobi, ist, da ist alles absolut nachvollziehbar. Das ist Stein auf Stein auf Stein auf Stein gebaut. Und es gibt diese Wand. Und das ist alles irgendwie, das ist wie an einer Perlenkette, ist die Entwicklung der Figur des Jokers nachvollziehbar. Ob das sinnhaft ist, können wir nachher nochmal diskutieren. Ob das was mit psychischen Störungen hat, zu tun hat, können wir diskutieren. Und das war gut, das war schlüssig. Das ließ sich jetzt extrem gut gucken. Ich habe aber, und ich halte den Joker für einen extrem guten Film, den 2019er Joker. Ich halte den für einen extrem guten Film. Als alleinstehendes Werk. Ich bin bis heute nicht damit fertig mit dem Gedanken und ich neige, je länger Zeit vergeht und ich drüber nachdenke, dazu zu sagen, ich möchte den Joker nicht so abschließend erklärt bekommen. Ja. Weil er als Figur für mich verliert. Ich kann ganz gut verstehen, was du meinst, weil
Ich muss da ganz kurz drauf kommen, weil ich habe mir den Film ja noch mal angeguckt. Rein auch vom handwerklichen Aspekt. Und weil du halt auch sagst, so in deinem Herz... Darüber habe ich eine ganze Menge zu meckern, aber ich glaube, dafür haben wir heute keinen Platz. In deiner Brust schlagen dahingehend drei Herzen. Dieser Film ist, wie du es schon so schön sagst, an einem Strang so angezogen. Der ist handwerklich, ist der sagenhaft gut. Nein. Warte. Nee, wirklich. Welches Handwerk meinst du jetzt? Genau, das ist nämlich die Frage. Ja. Das rein filmische. Pass auf. Nein, ich habe meine. Richard hat im Moment so den Redeball. Ganz genau. was ich nämlich meine, Ding an der Sache ist nämlich, ich hatte es Fritz vorhin nämlich schon kurz angeteased. Ich habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, wie zum Beispiel eine Serienfigur wie Dexter, ein Mörder, der eigentlich von der Gesellschaft verurteilt werden sollte, charismatisch dargestellt wird, wie das rein filmisch geschafft wird. Dieser selbe Trick wird auch bei Joker-Trick mehr oder weniger angewandt. Ja. Und zwar ist das sagenhaft gut, wie das umgesetzt ist, nicht interpretatorisch, sondern in deinem Unterbewusstsein, dass dieser Charakter so Schritt für Schritt an den Zuschauer herangetragen wird. Ihr müsst mal drauf achten, ich habe es heute wieder festgestellt, wenn du ihn siehst, der hat unglaublich viel Headspace, der wird immer von sehr, sehr weit gezeigt, am Anfang sehr, sehr statisch, der Farbcode ist immer ziemlich bläulich und dann im Laufe des Filmes, gerade zu dieser Transformation und Metamorphose, die er durchmacht, wird das Ganze immer heller, immer bräunlicher und immer klarer halt alles. Ganz, ganz toll übrigens auch gezeigt in der letzten Szene, wenn er dann zwischen einem blauen und einem orangenen Vorhang vorgelassen wird. Ja. Also wirklich diese Divergenz halt noch irgendwie zu sein. Und der Film schafft es sagenhaft gut durch seine Kameraarbeit, dich selber immer näher an diese Figur heranzubringen, dass du im Prinzip eigentlich für jemanden, der eine richtig heftige Straftat begeht, auch in dem Film, eigentlich anfängst mitzufühlen und eigentlich so stark Empathie für ihn entwickelst, obwohl du es gar nicht eigentlich solltest. Sympathie, sogar Schmerz für ihn empfindest. Ich meine, es gibt diese schöne Szene, wo er seinen ersten Stand-up-Auftritt hat und seinen ersten Gag nicht mal rauskriegt. Oh, weil er so leid. Weil er nämlich anfängt, seinen ersten Gag nicht mal rauskriegt, weil er nur selber am Lachen ist, aufgrund seiner Kondition, die er da halt irgendwie hat. Und das ist etwas, was dieser Film so unfassbar gut und so unfassbar nah macht, weswegen ich dem wirklich dahingehend in 2019 ein Prädikat wertvoll aufdrücken würde, was er Storytelling technisch bringt. Da bin ich auf Tobis Seite, da hat er arge Schwächen. So. Und zwar wirklich, fick dich. Also der hat wirklich extreme Stärken in Sachen Storytelling, aber auch ganz böse Patzer, wie ich finde. Ja. Ach ja, welche denn zum Beispiel? Okay, pass auf. Die schlimmsten Patzer finde ich, und das ist das, was du Alexander vorhin schon mal kurz angesprochen hast, ist diese Nummer der Erklärung. So, wir sehen von Anfang an einen psychisch kaputten Charakter. Das ist überhaupt, also das wird so stark etabliert. Ja, ja. Also das ist wirklich toll gemacht, hat er wirklich schön etabliert, der Todd Phillips. Und dann geht der Film im Laufe der Zeit hin, Spoiler, und etabliert diese Freundin. Und beim Gucken, der hat das schon sehr sauber inszeniert, ist mir beim ersten Mal gucken schon aufgefallen, okay, die interagiert nie mit irgendwem anders als mit ihm. Die existiert nicht. Ich habe in meinem Leben genug Filme gesehen, um zu wissen, dass die nicht existiert. Weil wir wissen, er ist krank und sie interagiert mit niemandem, außer mit ihm. So, okay. Dann kommt diese wirklich schön gemachte Szene, wo er kaputt, also so ruiniert, ich glaube, das war nach... Oh, was wissen wir nochmal? Voll egal. Völlig fertig, als sie sich da auf die Couch setzt. Nachdem er seine Mutter getötet hat, sich auf die Couch setzt. Übrigens, zu der Szene komme ich auch noch. Nee, komme ich nicht mehr. Egal. Setz ich auf die Couch und sie steht da und sagt, was machen Sie in meiner Wohnung? Bis dahin, super gemacht. Und dann kommen Rückblicke. Ja. Und zwar, und wir reden hier nicht nur über kurze Snippets, sondern wirklich über Szenen, die nochmal gezeigt werden. Diese Nummer wie bei Fight Club, alle Kack- und Sachhörer, die unsere Fight Club-Folge gehört haben, da habe ich genau das gleiche erzählt, weil mich das so nervt hat. Diese Nummer, dass man nochmal... Also da ist es jetzt keine Cola-Bierflasche, die er nochmal fallen lässt, aber so ähnlich, ne, wo sie im Krankenhaus sitzen und so weiter. Das ist so dumm. Holzhammer. Dieser Satz, was machen sie in meiner Wohnung, reicht doch vollkommen aus, um zu zeigen, die Beziehung zwischen den beiden ist nicht real. Das ist auch das Problem, was Tobi und ich mit dem Film am Ende hatten, dass wir auch gesagt haben, so uns beide hat auch so geschwört, dass dieser Film halt vier Enden, glaube ich, hat oder so. Ja, das ist ein diskutabler Punkt, weil ich mochte die Enden alle.
Man kann ich auch, aber er hätte viermal schon vorbei sein können. Genau. Also darüber kann man streiten, wie gesagt. So rein filmisch, also wirklich auf einer rein objektiven Art muss man sagen, der Film hätte früher enden müssen. Das hätte Herr der Ringe aber auch. Und es war schön, das alles nochmal zu sehen. Also es ist so. Ja, nach dem ersten Teil hätte Schluss sein sollen. Nee, das meine ich nicht. Aber so, egal. So, und noch viel schlimmer bei der Erklärung, finde ich, ist die Nummer mit seinem Grundtrauma. So, dass er ein Grundtrauma hat, ist spätestens dann klar, als man feststellt, dass seine Mutter sie nicht alle hat. Gut, jetzt wissen wir natürlich nicht, weil das da ein bisschen schwammig erzählt ist, ob sie wirklich sie nicht mehr alle hat. Also was macht der? Er findet das nicht nur heraus. Nein, er rennt persönlich in die Irrenanstalt, wo seine Mutter gesessen hat, also Arkham, besorgt sich die Akte, rennt mit der Akte weg, liest sich die Akte durch. Der Regisseur, ich weiß, du willst was sagen, aber ich bin noch nicht fertig mit meinem Rage. Der Regisseur traut dem Zuschauer also das schon nicht zu, das zu verstehen, dass er ein Trauma hat. Nein, er zeigt sogar noch, während er liest, die Szenen eines Verhöres, in dem das gesagt wird, dass diese Dinge passiert sind. Und das ist wirklich, sorry, aber das ist Filmstudentenniveau. Das ist peinlich. Naja, das jetzt nicht, aber es war doch, schon. Lass mich mal ausreden. Nein, jetzt lass mich mal ausreden. Weißt du, warum das Filmstudentenniveau? Das war vielleicht jetzt nicht Filmstudentenniveau, weil das war ja technisch schon alles gut umgesetzt. Es war halt ein bisschen sehr viel Holzhammer. Moment, ja. Ich rede nicht über die Technik. Also die technisch war der, wie Richard schon sagte, fantastisch umgesetzt. Diese Nummer. Dass er das erklären musste, damit auch jeder, wirklich jeder das versteht, zeugt, dass er im Vorfeld die Geschichte nicht anständig aufgebaut hat. Und das ist das, weswegen ich sage, das ist Studentenfilmniveau, weil er das erklären musste. Ja, da bin ich ganz Gott, bei dir. Oh Gott, in mir schlagen drei Fäuste schlagen gerade in mir. Ja, aber nein. Also es ist so, wie du sagst, es ist Methode Holzhammer und er traut dem Zuschauer einfach nicht zu, da irgendwie selber drauf zu kommen. Also du kannst Zuschauer auch gerade, die sich solche Filme angucken, durchaus fordern und voraussetzen, dass die intelligent genug sind, um das irgendwie mitzukriegen. Was das aber zeigt, dass er dahin marschiert und sozusagen selber über seine Vergangenheit recherchiert, ist, wie auch dass du ihn bei der Psychologin siehst und siehst, dass er irgendwie sich da die Medikamente besorgen will. Sozialarbeiterin dass er selber, in dem Fall. Entschuldigung, ja, Sozialarbeiterin, dass er versucht, die Probleme, die er hat und derer er sich bewusst ist, zu lösen. Also, dass er sozusagen nicht versucht, Opfer zu sein, sondern aktiv versucht, etwas sozusagen Vergangenheitsbewältigung zu betreiben und mit seiner Krankheit irgendwie fertig zu werden. Also, das könnte man dem Ganzen Moment, noch zugutehalten. Moment. Vergangenheitsbewältigung, nein. Sorry, weil das tut würde ich jetzt nicht. Einfach sagen, nee, ja. Das ist nämlich nicht Vergangenheitsbewältigung. Joker, eigentlich haben wir sind jetzt so voll in den Film schon eingestiegen, aber dieser Film dreht sich um Identitätsfindung. Durchgängig. Und Joker auf der Suche oder Arthur auf der Suche nach seiner Identität verliert auch noch seine andere Identität, indem man nämlich dachte, er wäre Arthur Fleck und deswegen wird er ja dann zu Joker quasi. Das ist das Letzte, woran er sich irgendwie klammern kann. Aber diese Szene finde ich halt, ich gebe Tobi vollkommen recht, die Rückblenden hätten absolut nicht sein müssen, aber ich finde die Szene sagenhaft wichtig, dahingehend und einfach mal zu zeigen, wie dieser Charakter runtergebrochen wird aufs Letzte. Ich will Moment, ganz kurz, stört. Mir geht es auch nicht um das Was, sondern um das Wie, ne? Lass mich mal ganz kurz nochmal erklären, warum ich meine Frau gerade so rüde unterbrochen habe und gesagt habe, keine Psychologin, sondern Sozialarbeiterin, weil das ist ein Aspekt übrigens, das ist dann so weiteres Herz, was in meiner Brust schlägt, was der Film sehr, sehr gut gemacht hat, weil es hat, dieser Film hat sehr gut dargestellt, dass eben dieser, wie auch immer seine Historie gewesen ist, er wird als psychisch stark angeschlagener, kranker Mensch dargestellt, Arthur Fleck, der dann hinterher zum Joker wird. Und du hast die toxische Gesellschaft, hat Richard gesagt, Alexa, du hast es aber auch schon gesagt, dass die Gesellschaft ihn ja im Prinzip prägt. Und das ist ja eine Realität. Der Film ist ja irgendwie so ein bisschen uneindeutig, aber eigentlich mehr in der Vergangenheit angesiedelt, aber eigentlich wieder hochaktuell in unserer heutigen Zeit. Und wir sehen natürlich das Dilemma, was du gerade in den Vereinigten Staaten hast, dass Menschen mit psychischen Problemen, die aber nicht vermögend sind, die keine Kohle haben, die sich Krankenversicherungen nicht vernünftig leisten können, was bleibt ihnen denn? Dem bleibt unter Umständen das Glück, in so einem Social-Programm zu sein und zumindest die Pillen für laut zu kriegen. Dann kriegen die 6, 7, 8, 9 Pillen reingestopft. Mit dem Risiko, dass, wenn eine neue Administration kommt oder was auch immer, sich gerade der Social Plan ändert, denen das auch weggenommen wird. Das heißt, Richard hat es gerade schon gesagt,
die Identität, die er meinte zu haben, hat er verloren. Und was ja in dem Film passiert ist, er verliert nicht nur seine Identität, sondern er verliert da in diesem Narrativ auch noch die Medikamente. Also dem wird jeglicher stabilisierender Faktor weggenommen. Mhm. Und das wird ja von dieser Sozialarbeiterin am Ende dann auch adäquat kommentiert, weil sie sagt ja, nee, du kriegst jetzt keine Medikamente mehr und die Gesellschaft doesn't give a fuck about you and about people like me. Weil natürlich in dem Moment, wo der seine Medikamente nicht mehr kriegt, ist sie halt auch ihren Job los. Und deshalb ist für mich der Joaquin Phoenix Joker der perfekte Bösewicht für das Jahr 2019 und wahrscheinlich auch noch bis Trump, also bis der nicht erwähnt werden soll, dann irgendwann mal weg vom Fenster ist. Ich finde diesen ganzen Aspekt dass er seine Medikamente und das alles nicht mehr bekommt. Jetzt doch mal nach mehrmaligem Sehen des Films halt auch einfach, weil es wird ja immer so schön gesagt, der Joaquin Phoenix Joker ist ein unzuverlässiger Erzähler. Was ich mittlerweile sagen muss, halte ich, ist nicht ganz richtig, weil es ist eine unzuverlässige Erzählung. Es gibt schon viele Hinweise darauf. Ja, ich weiß, aber es ist eine unzuverlässige Erzählung. Er ist kein Erzähler, es wird nur aus seinem Blickwinkel geschildert. Aber was von seinem Blickwinkel gezeigt wird, ist halt das Krasse, weil wenn du dir vergegenwärtigst, dass er eine psychisch kranke Person ist, die sozial ganz, ganz unten steht, seine Medikamente nicht mehr bekommt und sonst was danach alles passiert, passiert alles aus Arthurs Blickwinkel. Und das ist halt echt krass, wie auch zum Beispiel ein Thomas Wayne, der auch in den Comics und generell halt immer ein sehr rechtschaffender, sehr guter Charakter ist, von ihm wahrgenommen wird, immer als der absolut Böse. Weil Thomas Wayne wird in dem Film dargestellt wie der orangefarbene Troll, seien wir mal ehrlich, der seine Macht und seinen Einfluss und seine Stimme dafür nutzt, dass er in das Bürgermeisteramt, glaube ich, von Gotham gewählt werden soll oder so. Wenn das alles real ist, ne? Oder ist es alles eine schizoide Wahnvorstellung des Jokers? Das ist nämlich die Frage. Du weißt nicht, welche Hintergründe Thomas Wayne in mir, vielleicht hatte er gute Ansätze in dem ganzen Ding. Aber was wir gezeigt kriegen, ist das, was Arthur wahrnimmt. Genau. Und das ist halt so krass. Also es gibt natürlich bereits unfassbar viele Fantheorien, Interpretationen und so weiter, die man auch alle zuhauf im Netz sich anhören und angucken kann. Es gibt, wie wir jetzt schon festgestellt haben, absolut berechtigtermaßen die Vermutung, dass wir es mit einem unzuverlässigen Erzähler zu tun haben. Also sprich, viele Dinge, die wir in dem Film gesehen haben, sind vielleicht falsch, angepasst, kommen nur aus seiner Fantasie. Die Theorie geht so weit, dass manche Leute sagen, dass fast der gesamte Film im Prinzip nur eine Wahnvorstellung des Jokers war. Sag ich auch. Das ist auch deine Meinung? Ja. Ich würde auch fast so weit gehen. Also es gibt eine ganze Menge. Also meiner Meinung nach findet dieser gesamte Film, weil einfach so viele Ungereimtheiten auch drin sind, dieser gesamte Film findet in einer Therapiesitzung zwischen Arthur und seiner Therapeutin in Arkham Asylum in einem sterilen weißen Raum statt, nämlich den man am Ende des Films sieht. Genau, das wollte ich auch sagen, ja. Pass auf, eine Sache noch, die ich noch sagen wollte, wo der Film unsauber ist, und zwar, also nicht nur unsauber, sondern auch einfach schlecht erzählt ist, was ich wichtig finde, weil es jetzt um die Wahrnehmung des Jokers geht, trotz alledem, dass das alles irreal sein könnte, beziehungsweise Wahnvorstellungen sein könnten, schafft Todd Phillip es nicht, die Stimmung... Der Regisseur. Die Stimmung der Gesellschaft, die eine eklatante Rolle in dieser Handlung spielt, wirklich zu etablieren. Mhm. Ja, wir sehen die Müllsäcke. Ja. Ja, wir hören im Fernsehen, dass die Leute alle sauer sind. Aber sorry, ich habe den Film... Dreimal habe ich ihn gesehen im Kino. Und ja, ich hatte ein bisschen viel Freizeit. wirklich bei allen drei Malen, obwohl ich schon wusste, dass am Ende dieser riesige Riot da kommt und die Stadt völlig ausrastet, kommt das überraschend. Ja. Obwohl er versucht hat, es zu etablieren. Und das ist der Grund, warum ich sage, dass es schlecht gemacht ist, weil also, er hat es versucht zu etablieren. Das hat, aber das hat Nolan in seiner Batman-Trilogie besser dargestellt. Deutlich besser sogar. Ich glaube eben nicht, dass das dahingehend schlecht gemacht ist, weil wenn es von Arthur die Wahrnehmung ist, dann erklärt das so viele Dinge. Weil ich habe mich auch gewundert, Das kannst du nicht als Ausrede nehmen, wenn der Regisseur scheiße gearbeitet hat. Doch, kann ich. Und zwar der Figur entsprechend, wenn es eine unzuverlässige Erzählung ist. Dann hast du dort eine Figur, dieser Riot am Ende ist dazu zu erklären, weil Arthur es sich vorstellt, es gibt aber vorher noch ganz andere Situationen. Er schafft es ohne erkannt zu werden, in eine
eingeladene, bewachte Gala einzudringen, auf die er, in die er auf Thomas Wayne trifft und dann sogar auch vorher noch auf Bruce Wayne zu treffen und seine fucking Daumen an seinen Mundwinkel halt irgendwie anzulegen. Es gibt so viele Situationen, wo du selber denkst, das schafft ein Normalsterblicher halt einfach nicht. Und Arthur ist nicht der Übermensch. Ja. Definitiv. Also, ja, definitiv. Der absolut berechtigte Fantheorie. Wir müssen uns nicht jetzt darauf, weil hier ist gerade, ihr habt gerade Bock zu streiten, so, das merke ich. Ja, ein bisschen schon, ja. Ich möchte mal einen neuen Punkt machen, um auf den Bildungsauftrag zurückzukommen. Ich will nur ganz kurz rechtfertigen, wieso ich das abwürge. Ihr habt gerade Beef, ihr habt Bock, das finde ich auch gut, so. Hier spritzen die Hormone gerade. Aber wir hängen uns gerade sehr an so, ich sag mal, filmtheoretischen, filmhandwerklichen Diskussionen auf. Und darum geht es hier heute nicht, sondern es geht um den Joker. Aber es ist wichtig, bei einem Film, der so viele Rekorde bricht, darüber zu sprechen. Definitiv, definitiv. Und ich möchte, ich übergebe das Wort an Alexander. Genau, und ich möchte jetzt ein weiteres Herz, was in meiner Brust schlägt, mal thematisieren. Und ich stelle mal eine du ganz... Du musst echt mal zum Arzt, Mann. Doppelherz. Und würde euch gerne mal. Geschwollener Herzmuskel ist nichts Gutes. Und würde euch gerne mal eine Frage stellen, die jetzt vielleicht so ein bisschen aus dem Off kommt, das macht aber Sinn. Vertrauen Sie mir bitte, ich weiß, was ich tue. Ich würde euch drei. Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Genau, ich würde euch drei Kackis gerne mal fragen: kennt ihr das Konzept der Elektrokrampftherapie oder der. Da haben wir ganze Folgen drüber. Wir haben mal eine Folge über das Kuckucksnest gemacht. Da haben wir auch über diese Elektrokrampftherapie gesprochen. Was denn so euer Wissensstand? Ist das. Elektrokonvulsionstherapie, ja. Und also unser Wissensstand, da haben wir in der einer Flug übers Kuckucksnest Folge drüber gesprochen, ist, dass in der Popkultur, in der öffentlichen Wahrnehmung, ja, das ein irgendwie grauenhafter und bestialischer Akt ist. Genau. Dass aber überraschenderweise es wohl empirisch nachgewiesen diverse Erfolge damit gibt bei Menschen, die diverse, gehirnphysiologische Probleme haben. Genau, also es geht darum, dass einem Menschen Elektroden ans Gehirn, an den Kopf angelegt werden und Stromstöße direkt ins Gehirn gegeben werden. So wird es ja auch in Einer Flug übers Kuckucksnest dargestellt. Genau. Wahlweise auch die Hoden, das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, aber... Das ist auch ein anderer Film. Das ist auch ein anderer Film. Genau, wir bleiben jetzt mal bei der... Einer flog mich ins Kuckucksnest, ja. Bei der Anwendung im Bereich von psychischen Erkrankungen und tatsächlich ist es nicht nur so, dass es... so zu sein scheint, sondern tatsächlich ist es so, dass bei zum Beispiel schwerstdepressiven Patienten, bei denen alle anderen Therapieformen, auch medikamentöse Therapie, versagt haben, diese Therapieform bei 50% der Leuten massive Verbesserungen nach sich zieht, und zwar antidepressive Verbesserungen. Und noch interessanter bei schizophrenen Patienten, da gibt es Hinweise in großen angelegten Meta-Analysen, dass es bei fast 90% der Patienten zu einer Verbesserung führt. Krass, wow. Alter, was? Echt? Das Verfahren... Durch Stromschläge durch dein Hirn? Das Verfahren, richtig. Das, genau so. Das Verfahren wird übrigens bis heute auch in deutschen Kliniken angewandt. Mhm. Nein, echt? Sag auch noch, wie es angewandt wird. Ja, und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, um das es geht. Das Verfahren ist natürlich ein Verfahren... Und du hast es richtig gesagt, Fred, popkulturell total verschrien. Und da ist dieser Film tatsächlich schuld dran. Denn was tatsächlich gemacht wird bei der Elektrokrampftherapie ist, dass die Menschen natürlich einwilligen in diese Therapieform. Und was passiert ist nicht, dass die da auf eine Pritsche geschnallt werden und dann kriegen die Strom ins Gehirn und schreien. Und schreien. Sondern es sind Menschen, die... mit Vaseline und einer Beißschiene im Mund so, ne? Ja. Anästhesiologisch betäubt werden. Das heißt, es ist wie eine Operation. Es ist in der Regel so, dass es an 2 bis 3 Tagen in Folge durchgeführt wird unter Vollnarkose und danach setzen diese Wirkungen ein. Ach komm, hier, du Systemmediziner. Ne? Das musstest du doch jetzt vorlesen, oder? Nee, das hatten wir tatsächlich bei einer Folge auch schon mal. So, und warum mache ich jetzt diese Exkursion? Also das kann man alles nachlesen, das ist auch belegt, aber natürlich wird da nicht so öffentlich drüber geredet, das ist nicht so attraktiv, weil die Vorstellung nach wie vor durch diesen Film geprägt ist. Und klingt auch ehrlich gesagt scheiße. Ist auch scheiße, aber man muss eben sagen, das sind Menschen. Nochmal, das ist festgelegt, denen diese Therapieform dann auch angeboten wird, bei denen alle anderen konventionellen, auch medikamentösen Therapien versagt haben. Da sind wir wieder beim Thema Leidensdruck. Mhm. Ja, wir wissen, Depressionen sind eine
tödliche Erkrankung. Mhm. Diese Depressionen sind unbehandelt letal, weil die Menschen am Ende sich das Leben nehmen. Und dann ist halt die Frage, wenn du denen medikamentös nicht mehr helfen kannst, kannst du ihnen unter Umständen durch diese Elektrokrampftherapie helfen. Und dann ist schon die Frage unter Vollnarkose, und das ist natürlich ein Eingriff, aber interessanterweise so ganz genau, warum es funktioniert. Ja, ja, das hatten wir, genau. Ja. Es gibt die Idee, dass durch diesen Stromimpuls dein Gehirngewebe so leicht gereizt wird und dass dadurch ein Heilungsprozess in Gang kommt, aber das ist nur eine Idee. Und das ist das große Problem, ja. Es weiß auch kein Mensch, warum bei einigen Menschen Lithium bei der Person eine Wirkung erzeugt. Also das ist halt, ne, du nimmst Lithium und dann geht es dir besser. Da sind wir einfach noch nicht weit genug, das zu erklären. Da müssen in der Wissenschaft, in so Artikeln, die ich auch gerade publiziere, steht immer, further studies are needed. Mhm. Aber wurscht, in dem Fall, wenn es hilft, ist erstmal gut. Also da sind wir wieder bei dem Spruch, wer heilt, hat recht. Wir wissen nicht, wieso, aber wir wissen nicht, wieso es hilft, aber wir wissen, dass es hilft. Genau, das ist wissenschaftlich wirklich stabil bewiesen. Verdammt nochmal, jetzt will ich mal ganz kurz. Warte, ganz kurz, und jetzt will ich nochmal einen Turn machen. Und wir haben mit dem Joker aber einen Film, wo wir das Risiko eingehen, genau auf die Fragen zu kommen, die wir heute schon diskutiert haben. Psychische Erkrankungen und dann so dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, was ja in dem Film auch wieder sehr schön als Fernkette dargestellt wird. So funktioniert es halt nicht. Und wir haben natürlich die Gefahr beim Joker. Ich habe den Film geguckt und habe verstanden, was der mir erzählen will. Aber wenn du völlig unbeleckt bist von psychischen Erkrankungen oder so, dann kannst du natürlich den Eindruck erwecken, dass so brutale Straftäter psychische Störungen haben. Und das ist ein großes Risiko bei dem Film vom Joker, was man immer wieder adressieren sollte. Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen. Im Prinzip haben wir ja jetzt schon das Außenkostüm vom Joker 2019 von Arthur Fleck ja gemacht. Jetzt haben wir mal die Chance hier und haben mal wirklich hochgebildete Leute da. Und jetzt mal Alexa und Alexander. Was für ein Typ ist denn der Arthur Fleck in dem Film eigentlich? So, das würde ich jetzt gerne mal. Also, wir haben ja schon ganz viel gesagt, von wegen psychischer Erkrankung und alles, was da im Film passiert, ist seine eigene Wahrnehmung, wie auch immer. Wobei, ja, aber fangen wir doch mal bei Null an. Was für ein Typ Mensch ist denn dieser Arthur Fleck? Wer wird uns in dem 2019er Film Joker eigentlich gezeigt? Mein erster Gedanke war, nachdem ich den Film gesehen habe, dass die Amerikaner gerne erklärt haben wollten, wieso Menschen bei ihnen im Land mit Waffen Amok laufen. Das ist im Prinzip, also diese Blümchenerklärung, die natürlich auch Gefahren birgt, wie du ja gerade, Alexander, erklärt hast, für Leute, die durchs gesellschaftliche Raster fallen und Amok laufen. Also so stellen die sich das vor, ja. Das sagst du jetzt, okay. Ne? Also das wäre so der Typ. Auf der anderen Seite, also ich kann es auch nur teilweise oder möchte es nur teilweise beantworten, ist Arthur Fleck insofern ein ganz anderer Joker als der von Heath Ledger, weil meiner Meinung nach der Heath Ledger Joker für Chaos, Anomie, Kontrollverlust steht und Joaquin Phoenix, also Arthur Fleck als Joker im Prinzip die ganze Zeit darum kämpft, erstmal selber wieder seine eigene Existenz zu spüren, überhaupt wieder eine Person zu sein und dann aber Kontrolle über sein Leben zu erlangen. Mhm. Und im Prinzip ist Gewalt für ihn das einzige Mittel, um Kontrolle wieder zu erlangen. In dem Augenblick, wo er seinen ersten Mord begeht, wo er also zur Waffe greift und sich in der U-Bahn verteidigt in der U-Bahn und eben Menschen umbringt, in dem Augenblick ist das wie ein Befreiungsschlag. Er fängt an zu existieren, er hat die Kontrolle über sein Leben. Wir würden jetzt sagen, bei den Leuten, also um Himmels Willen, ich will nicht sagen, dass Leute, die an Verschwörungsmythen glauben, verrückt sind oder gewalttätig. Aber es ist ein ähnlicher Mechanismus, er findet seine Selbstwirksamkeit durch Gewalt. Ah, das ist ein tolles Wort, das wollte ich gerade auch einbringen, das haben wir viel zu wenig bei den Kack- und Sachgeschichten genutzt, das habe ich bei euch schon oft gehört. Selbstwirksamkeit, was bedeutet das? Also um Richards Frage zu beantworten, dann beantworte ich deine Frage, ist, Arthur Fleck ist ein Opfer. Mhm. Du hast gefragt, was für eine Art Person haben wir? Weil wir haben einen Mit-30er, der in einem beschissenen Job festhängt, in einer viel zu großen Stadt,
der sich allein um seine Mutter kümmert, psychische Probleme hat und dann auch noch damit konfrontiert wird, dass ihm jetzt bald die Mittel gekürzt werden und er im Prinzip eigentlich einen Tag auf den nächsten übrigens ordentlich auf die Fresse bekommt. Kulturhistorisch das absolute Klischee vom traurigen Clown. Also ja. Das ist im Prinzip so. Ja. Bitte kurz Archetyp. Frage beantworten, was bedeutet Selbstwirksamkeit? Wollte ich gerade sagen, genau. Also er ist ein Opfer, er ist jemand, der keinerlei Kontrolle eigentlich über sein Leben selber ausüben kann. Ja. Er ist komplett fremdbestimmt. Er will sich um seine Mutter kümmern. Er macht einen Job, den er auch eher schlecht macht. Und er empfindet, und dann sind wir bei dem Konzept, keinerlei Selbstwirksamkeit. Sein Leben wird komplett von außen gesteuert. Das sagt er ja auch. Ich wusste nicht mal, ob ich selber existiere. Genau. Genau. Ja. Und in allen moderneren psychotherapeutischen Verfahren versuchst du immer Training sozialer Kompetenz, so heißt es in der Verhaltenstherapie, anzuwenden. Das heißt, da geht es darum, die Kontrolle über dein Leben von außen, das ist sehr häufig so bei Menschen mit psychischen Erkrankungen, dass sie sagen, mein Leben wird von außen kontrolliert. Ich selber habe in mir drin keinerlei Kontrolle über mein Leben. Das heißt, da ist die Selbstwirksamkeit sehr, sehr, sehr gering. Mhm. Und Ziel oder ein Ziel von Psychotherapie ist es auch, die Selbstwirksamkeit zu steigern. Also dem Menschen, dem Patienten wieder das Gefühl zu geben, du hast Kontrolle über dein eigenes Leben. Du kannst ganz platt formuliert, pathetisch formuliert, dein Schicksal ein Stück weit in die eigene Hand nehmen. Ja. Und das erleben wir natürlich im 2019er Joker. Alex hat es gerade gesagt. In dem Moment, wo Arthur Fleck, dem sein ganzes Leben lang ja irgendwie Gewalt begegnet ist, und also wir erleben es am Anfang wieder halt verprügelt als Clown an der Straße von Jugendlichen. Was ja im Prinzip auch nur ein Symbol dafür ist, dass es ständig passiert. Ständig passiert, genau. Und wir erfahren dann ja über seine Lebensgeschichte später, dass ihm das ja als Kind auch passiert ist und so weiter und so weiter und so weiter. In dem Moment, wo er das erste Mal selber Gewalt ausübt, aber auch in einer Situation als Reaktion auf Gewalt, die ihm wiederum angetan wird, erlebt er das erste Mal den Moment, wo er Kontrolle bekommt. Die Selbstverteidigung in der U-Bahn. Mhm. Genau. Genau, aber das ist ja, das. Ich glaube, den Moment, den du meinst, ist nicht da, wo er die beiden erschießt, sondern wo er dem Dritten hinterher rennt und ihn dann erschießt. Und da sind wir dann schon nicht mehr dabei, dass er Selbstwirksamkeit hat, sondern da ist der erste Moment, wo er Macht hat. Genau, das, also es ist ein sehr schneller Affekt im Prinzip. Und dann Macht ausüben kann. Ja. Übrigens rein filmisch auch schön zu sehen, ihr müsst mal drauf achten, beim Film selber, die Kamera ist bis zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr statisch immer auf ihn. Danach fast immer leicht untersichtig bis stark untersichtig. Er ist immer in der Hoheitsposition danach. Ja, also die Kamera filmt von unten nach oben, was ihn groß und bedrohlich wirken lässt. Groß und mächtig. Mächtig halt einfach mit der Sonne im Rücken und so. Mit dieser Treppe, die er immer hoch geht, das ist ein sagenhaft gutes Bild. Trotzdem, beantworte mal bitte Freds Frage. Ja, im Prinzip haben wir das schon so ein bisschen. Was also, ist Selbstwirksamkeit? Also du hast das Gefühl, dass du selbst auch was bewirken und ändern kannst. Also Hilfe zur Selbsthilfe im Prinzip. Ja. Genau, also das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber es ist halt häufig so, egal ob es eine Angststörung ist oder eine depressive Störung, dass was du klassischerweise machst, ich kann mal so beschreiben, wie so ein Training sozialer Kompetenz zur Steigerung der Selbstwirksamkeit funktioniert, um es mal vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen in einer gruppentherapeutischen Setting. Dass du Patienten in einer Gruppentherapie-Session hast und sagst, wir trainieren jetzt mal Situationen, wo sie glauben, dass sie anders reagieren möchten, als sie es typischerweise tun. Und das ist immer ganz befremdlich für Patienten, aber Rollenspielsituationen funktionieren in der Gruppentherapie in der Regel sehr, sehr, sehr gut. Und ein klassisches Beispiel, was es dann so gibt, ist, dass jemand sagt, naja, ich hatte kürzlich mir ein Fotoapparat gekauft und der war kaputt und ich wollte ihn umtauschen und das hat aber nicht geklappt, weil die mir gesagt haben, ja, das müssen wir einschicken. Und dann haben die das eingeschickt, aber ich wollte das eigentlich nicht einschicken. Ich wollte das Ding umgetauscht haben. Er konnte sich nicht durchsetzen. So. Ja. Und dann kannst du einfach sagen, ja prima, dann üben wir das doch. Und dann bestimmt man jemanden, sagt, wer möchte denn den Verkäufer spielen im Mediamarkt? Und dann meldet sich da typischerweise irgendwann mal jemand. Und wichtig ist, dass die Patienten das auch untereinander machen, dass du als Therapeut da nicht Einfluss nimmst.
Und dann sagst du, ja, dann brauchen wir noch 3-4 Leute, die quengelnde Kunden in der Schlange dahinter simulieren. Echt? Ja, so ein Detailgrad kriegt das dann. Naja, ja, klar. Und dann ist das plötzlich ja, total... Es muss doch der Raum geschaffen werden dafür, dass Leute legitimiert sagen können, sie sind nicht selbstbestimmt, so, und dann weil sie sich dem Druck ergeben. Genau. Muss sich vor allem unwohl fühlen. Genau, und dann hast du die Situation, dass du dann sagst, so, jetzt üben wir das mal. Dann geht halt der Mensch, der sich ja auch die Situation selber ausgesucht hat, die ist ja nicht oktroyiert, sondern der Mensch sagt, ich möchte das jetzt üben. Das ist nie eine Situation, die du vorgibst als Therapeut. Das ist immer eine Situation aus dem Patienten einkaufen, selber. Also einkaufen, umtauschen, auf eine Party gehen, wo man keinen kennt und was so. Was auch immer. Es gibt andere Beispiele, aber das würde jetzt so ein bisschen schwierig sein, das zu berichten wegen Schweigepflicht und solche Geschichten. Aber die Situation, die ich erlebt habe, das war diese Geschichte mit dem Fotoapparat und dann geht die Situation los und also der Patient sagt dann sozusagen, ja, ich habe ja ein Fotoapparat gekauft, ich würde gerne umtauschen und der andere Patient, der den Verkäufer spielt, sagt, das geht nicht, das müssen wir einschicken, das können Sie gar nicht umtauschen. Mhm. Und dann hast du 2-3 Leute, die hinterher sagen, ja, was ist denn los? Ich muss meinen Bus kriegen, kommen Sie mal zu Potte da vorne, was ist denn da los? Und typischerweise ist es dann so, dass in der ersten Übungssituation habe ich so erlebt, dass dann der Patient sagt, ja, okay, dann schicken Sie es ein. Okay, also er verkackt auf gut Deutsch, ja. Ist sowas quasi, weil die geben ja dann im Prinzip die Verantwortung irgendwie ab. Ich meine, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn Person X dann halt Freunde hat, dann wird dann gesagt so, nicht ich habe versagt, sondern die Gesellschaft setzt mich immer wieder unter Druck. Ist sowas Selbstschutz? Naja, es ist halt die Frage, dass du nicht selber glaubst, wenn du eine geringe Selbstwirksamkeit hast, dass du dich da durchsetzen kannst oder dass du das Recht auch hast, dich da durchzusetzen. Das ist ja das Problem. Es ist ein gesellschaftliches Problem, aber das würde den Bogen jetzt im therapeutischen Setting viel zu weit spannen. Aber sagen die Leute dann, nehmen Leute sowas als Legitimation, zum Beispiel auch um nichts an ihrer Situation zu ändern, dass sie sagen, sie haben ein Problem, und das erkennen sie auch, aber das Problem wird ihnen aufgezwungen oder das haben sie, weil die Welt so unfair zu ihnen ist. Also das klingt für mich nämlich immer nach so einem Selbstschutzmechanismus, zu sagen, alle anderen sind schuld. Der Klassiker. Das habe ich so nicht erlebt. Ich glaube, das ist auch nicht so ganz gebräuchlich, sondern es ist eher eine Form von Hilflosigkeit. Von der Hilflosigkeit vor der Situation. Und der Witz ist natürlich dann, dass so klappt halt nicht beim ersten Mal. Und dann ist das Schöne ja, dass du als Therapeut in so einem Setting gar nichts machen musst. Weil dann ja alle anderen Patienten, also sag mal, du hast 5 Patienten, du hast, sag mal, 15 Patienten im Raum, 5 haben diese Situation gespielt und die anderen sitzen rum und sagen, ey, warte mal, du wolltest doch eigentlich eben nicht, dass es eingeschickt wird. Ja, aber da war doch so ein Druck, ja, aber gut, ob da einer quengelt oder nicht, das muss dich doch jetzt nicht stören, du bist doch im Recht. Und das heißt, dann übst du die Situation nochmal und im Zweifelsfall nochmal und dann plötzlich ist die Situation aber so real und dann irgendwann sagt dann so der Patient, nee, aber ich möchte das jetzt nicht, weil ich habe da viel Geld für bezahlt und ich möchte jetzt gerne, dass der Apparat funktioniert, sie müssen mir das jetzt wiedergeben. Macht's Klick. Und dann erleben die in dieser Situation, obwohl sie gespielt ist, sehr, sehr real, dass es plötzlich geht. Mhm. Und auch der Patient, der den Verkäufer spielt, merkt immer, ich kann mich jetzt nicht mehr dagegen wehren. Mhm. Und das ist dann das erste Mal plötzlich, dass das funktioniert. Und dann kann man damit arbeiten. Und dann ist das so ein Template dafür, dass du das Recht haben darfst, auch auf deine eigenen Bedürfnisse einzugehen und für deine eigenen Bedürfnisse einzugestehen. Und könntest noch 1000 Fragen stellen, aber Tobi will was sagen. Ich finde das so interessant, ja. Ich wollte was zu diesen Beweggründen sagen. Also ich kenne das aus Beispielen aus meinem Umfeld, dass genau solche Situationen halt eben bearbeitet wurden. Und also eben genau diese ich bringe eine Kamera zurück Situation. Yeah. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Und die Gründe dafür, dass das nicht funktioniert, sind nicht zwingend diese Hilflosigkeit, sondern oft, natürlich nicht immer, ne, aber oft, also Menschen mit einer Veranlagung dazu, sich in solchen Situationen nicht durchsetzen zu können, sind weniger in dieser Opferrolle in dem Moment, als in der Rolle, die Situation für alle möglichst bequem zu machen, nur nicht für sich selbst. Genau, ja. Ja. Das ist im Prinzip so eine Aufgabesituation. Also du gibst dich selber auf für die Situation, damit du kein, also du möchtest die Gründe können mannigfaltig sein, den zum anderen Beispiel, nicht das Leben schwer machen. Du möchtest nicht unbequem sein. Du möchtest nicht unbequem sein, du willst keinen Konflikt auslösen, du willst selber nicht in einen Konflikt treten und so weiter. Also das ist eher eine, ich mach's den anderen recht Situation.
Und das ist halt etwas, das zu dieser Selbstbestimmtheit, nee, wie ist das Wort? Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit. Also was im Prinzip geil, genau das Gegenteil der Selbstwirksamkeit ist. Also, Hauptsache allen anderen geht's gut und nicht mir. Und das ist in der Situation dann wichtiger. Und das ist halt etwas, was man da bearbeiten muss. Das ist übrigens bei dem Phoenix Joker auch ganz eklatant. Ne? Er will es ja eigentlich auch, also zumindest so wie es dargestellt ist, halt aus seiner Sicht, er möchte es eigentlich immer allen recht machen. Und ich finde ganz stark geht er selber auf Kosten seiner, sagen wir mal so, seines eigenen Stolzes, den er eventuell vielleicht noch irgendwo im hintersten Eckchen hat, indem er dann anderen, wenn er dann im Bus sitzt und anfängt zu lachen, weil er halt diese Krankheit hat, diese Karte auch noch zeigt und sich dann noch mehr im Prinzip demütigt und dann halt allen sagt, ja, ich bin aber krank, deswegen lache ich jetzt hier. Das ist ja genau das, ne? Möglichst den anderen die Situation weniger unangenehm machen. Ich bin sowieso im Arsch. Hier, guckt, dass ihr euch wenigstens nicht schlecht macht. Genau. Ja, das ist auch diese ganze Frage der Selbstbestimmung halt auch einfach. Ich meine, der Mann, von Anfang an wird er uns gezeigt als eigentlich jemand, der sich für alle aufopfert, nur für sich selber halt nicht. Genau, und für seine selber, Mutter ganz stark, die ja nicht seine Mutter ist. Für sich selber kann er's auch im Prinzip gar nicht aufgrund der Einflüsse, die er von außen halt auch hat. Ich meine, der ist misshandelt worden, der hat als Kind schweres Schädeltrauma halt irgendwie auch erlitten, weil er gegen den Kopf getreten wurde und alles, wodurch er seine Lachkondition dann halt auch daher schließt. Und das ist ja im Film auch so toll dargestellt, weil du siehst ja, wenn er lacht, der hat ja offensichtlich Schmerzen dabei. Mm. Ja. Das ist übrigens ein absolutes Ad absurdum führen der Comic Relief. Also er lacht ja in Situationen, wo er total angespannt ist, wo alles furchtbar ist, fängt er an zu lachen und normalerweise ist das ja so ein Stilmittel irgendwie schon bei Shakespeare irgendwie, wo du halt sagst, irgendwie ist das alles gar nicht so schlimm und da kommt mal was Komisches. Und das wird halt völlig ad absurdum geführt. Ja. Und ich finde die Idee übrigens grandios. Ja. Die Idee des Autors, dem diese Krankheit oder diese Störung an die Hand zu geben. Mhm. Weil ich meine, das Markanteste, was wir beim Joker kennen, abgesehen von seinem Irrsinn, ist ja dieses Lachen. Das ist ja das Ding beim Joker. Ne? Und gerade die Schauspieler, die wir kennen, die legendär durch die Joker-Rolle geworden sind, ganz viel spielte immer das Lachen mit. Auch bei Phoenix jetzt, dass er drei verschiedene Lachen hat, je nach Situation und so. Und dann von dem Autoren hinzugehen und zu sagen, hör mal, wir geben dem das als Störung, nicht als Tick, nicht als Irrsinn, sondern das ist eine physische Krankheit, die er da hat. Und das finde ich eine so geile Idee. Diese Störung oder wie man es nennt, die der Joker da im neuen Film hat, die gibt es auch in Wirklichkeit, also eine Impulsstörung. Ich weiß nicht, habt ihr gerade den Fachbegriff? Begriff am Start. Es soll wohl die Pseudo-Vulgär-Paralyse wohl sein. Ja. Okay. Und das, also soweit ich das gelesen habe, gibt es das wirklich, aber es gibt das nicht in dieser Form, dass man immer lacht, sondern in der Form, dass man in kleinlichen, in Situationen, wo man winzige Auslöser oder teilweise paradoxe Auslöser hat, extreme Gefühlsregungen zeigt. Dass man plötzlich anfängt zu lachen oder zu weinen oder plötzlich extrem sauer wird oder plötzlich extrem traurig wird. Eine kaputte Impulskontrolle. Oder? Genau, Impulsdurchbrüche. Aber genau. Total geil, was für ein krasses Paradoxon halt auch einfach für die Figur des Jokers. Ja. Der Mann, der immer lacht, der innerlich kaputt ist und weint. Das meine ich ja. Und immer gezwungen ist, dazu zu lachen. Es klingt ja teilweise auch so, als ob er dann eigentlich weint. Ne? Also es geht ja dann schon fast in so ein Schluchzen über. Und sie spielt es auch so, also mit diesen toten Augen dann dabei. Ja, und vor allem nicht nur ein Schluchzen, vor allen Dingen halt wirklich keine Luft kriegt, Schmerzen in der Brust hat. Und einfach mal ganz nebenbei, darf ich mal ganz kurz sagen, was für eine sagenhaft gute schauspielerische Leistung Joaquin Phoenix ist. Danke, jawohl. Ich habe, als ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, es ist so sagenhaft gut, wie dieser Mann zwischen Depression, Fake, Lach und Wut in den Augen einfach nur agiert. Es ist der schiere Wahnsinn. Dieser Mann ist so unfassbar gut. Ja. Aber und seit ich Commodus gesehen habe, wusste ich sowieso, dass der das kann. Also das ohne Scheiße, ey. Jared Leto kann echt einpacken. Und wenn man dann noch bedenkt, dass der Film, ich sage das jetzt mal gerade als Nicht-Film-Hochschulschüler, aber dass es ein 70mm-Film gewesen ist, den wir ja auch zusammen dann wirklich als 70mm-Projektion dann auch gesehen haben hier in Hamburg, kann man sich auch vorstellen, was das für eine Riesenkamera war. Und wenn die dann so tight
auf dem Gesicht ja auch waren. Also man muss sich ja auch vorstellen, unter welchen Bedingungen solche Szenen dann gedreht worden sind. Mhm. Der hat einfach eine riesen Kamera direkt in der Fresse gehabt. Und 30, 40 Leute, die drumherum stehen. Genau. Und spielt dann diese ganz intimen Szenen, die sich im Prinzip nur durch seine Augen ausdrücken. Also da bin ich völlig bei dir, Richard, dass die schauspielerische Leistung schon extrem gut war. Die Kamera war wahrscheinlich nicht so nah davor, weil solche extremen Closes machst du mit einer großen Brennweite, weil das sonst sehr stark verzerrt wird. Ja. Aber trotzdem ist sie sehr nah dran. Ne? Also in Relation. Fun Fact übrigens, es war 65mm Film. Ah, Entschuldigung. Also eigentlich sollte es auf Film gedreht werden, es wurde dann digital gedreht auf drei verschiedenen Arri-Kameras. Mhm. Aber die Linsen, die sie verwendet haben, um diesen schönen Look zum Beispiel auch zu erzeugen, das sind Originallinsen von Canon, von Fuji und von Nikon aus den 80ern, die für Filmkameras ummodelliert wurden. Geil. Damit sie dieses bestimmte 80er-Jahre-Bouquet halt auch irgendwie haben, weil der Film sieht original aus wie, er sieht aus wie ist Taxi Driver. Das ist, wollen wir heute auch noch über die Scorsese-Nummer sprechen oder lassen wir die einfach weg und sagen, das ist im Prinzip King of Comedy und Taxi Driver? Ja, das ist es. Das eine Kleinigkeit will ich noch sagen. Das ist auch ein, zwei, nicht so hektisch. Beruhigt euch mal bitte kurz. Ohne Scheiß, Mann. Tobi, also muss ich kurz an die Hoaxillas eine kleine Entschuldigung sprechen. Unser Podcast Kack- und Sachgeschichten ist ein fucking Löwenkäfig. Also, das ist eine Arena. Also Tobi und Richard, die sind... Gladiatoren. Nee, Tobi und Richard, ich schätze die mega, weil die so viel Brainpower haben und deren Hirn immer auf Overload läuft. Aber ich hasse die beiden Bastarde. weil sie so hektisch immer am Start sind und immer all ihren Hirnschmalz sofort ergießen wollen. Ich will deswegen gleich... Haben Tobi und ich uns mal gefunden. Kennst du? Ich will eine Kuh. Ja, stimmt, Alexander ist auch so, das ist ganz cool. Nee, ich dachte eigentlich eher ich, weil ich Alexander immer ins Wort falle, normalerweise. Also ich sage eigentlich nie was. Ich will noch mal eine ganz kurze Bierholpause machen gleich, aber Tobi, beende deinen Gedanken bitte. Genau, ich will noch eine Kleinigkeit zu diesem Lachen sagen. Ich finde, also wie gesagt, ich finde die Idee total großartig, das so zu bauen. Vor allem in Betracht darauf, dass wir eine logisch gesteigerte oder übersteigerte Stilistik sehen der vorhergehenden Batman-Filme. Wir haben den zum Lachen, zum wirklich Grinsen gezwungenen Jack Nicholson. Mann. Von außen gezwungen. Ja, ne? Genau. Den zum Grinsen gezwungenen Jack Nicholson. Wir haben den zu diesem eklig lächelnden Ledger. Verzerrten, ja. Genau. Und jetzt haben wir den zum wirklich lachenden, aber nicht grinsenden Joker gezwungenen Joaquin Phoenix. Der lächelt ja nicht in den Situationen, weil er zum Lachen gezwungen wird. Sein Lachen ist echt, aber innerlich falsch. Genau. Es ist keine Emotion, die Augen lachen halt nie. Genau. Ja. Sondern die Augen, auch seinen Mund nicht. Und die Augen leiden ja eher. Ja, genau. Ja. Also, und das finde ich geil. So, das ist so die logische nächste Konsequenz. Und nach der Bierholpause sage ich mal, ob da irgendwelche echten psychischen Störungen da sind. Oh ja, Mann. Und eine wichtige Info habe ich für euch noch, liebe Jungs und Mädels, die hier Bier trinken, Podcast trinken. Diese Impulsstörung, ne, dass man so Gefühlsausbrüche hat, wie der Joker da, die kann unter anderem durch Alkoholmissbrauch hervorgerufen werden. Ein guter Hinweis. Prost. Bis gleich. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Kack- und Sachgeschichten. Der Film, über den wir jetzt gerade sprechen, The Joker 2019, wurde extrem kontrovers aufgefasst. Man liebt ihn oder man hasst ihn. Es gab echt nur ganz wenige Stimmen, die in between waren. Man liebt ihn oder man hasst ihn. Und besonders in den USA gab es viele, viele kritische Stimmen. Eine große Stimme, eine von tatsächlich vielen vertretene Meinung ist die folgende. Man sollte tatsächlich den Film nicht zeigen, da er Nachahmer nach sich ziehen könnte. Was haltet ihr denn von dieser Aussage bzw. von dieser Idee? Dazu möchte ich was sagen. Ich habe da ein Statement und auch Analysen zu dem, was Todd Phillips da gemacht hat, gelesen. Und Todd Phillips setzt sich ja hin, also der Regisseur, setze ich hin und baut dieses Konstrukt des Nachahmbaren vollkommen bewusst ein und geht sogar so weit, dass er zum Beispiel, ich habe den Namen leider vergessen, als Soundtrack, ich weiß weder, wie der Song heißt, noch die Band, aber es gibt diesen Song, wo er da die Treppe runterläuft, ne? Diese berühmte Szene, wo er da tanzt, das ist ein anderer Song als im Trailer,
Der ist von einer britischen Band, die dafür bekannt sind, dass ich glaube, der Sänger war es wegen sexueller Belästigung oder Vergewaltigung oder sowas im Knast sitzt. Und das Ding ein absolutes No-Go ist, in England noch irgendwo zu spielen, logischerweise. Krass. Und das ist ein Song, fuck, wenn ich jetzt den Namen wüsste, den kennt auch jeder. Finden wir raus. Jeder kennt diesen Song und der wurde ständig benutzt, bis diese Nummer halt rauskam, ne, dass der Typ echt ein Wichser ist. Und seitdem ist das Ding so ein No-Go in den Medien, logischerweise. So, als würdest du irgendwo jetzt heute Lost Prophets spielen. Und es war eine Metalband, wo rausgekommen ist, dass der Sänger auch sexuell fiese Dinge gemacht hat. Ja, mit Babys und so ein Scheiß, ja. Und Gary Glitter? Genau, ja. Gary Glitter. Mhm. Gary Glitter. Und also der Song Part 2. Genau, Rock'n'Roll Part 2 von Gary Glitter. Also der Song in Joker auf der Treppe. Genau, ja. Super geiler Song, aber ein Riesenwichser, der das gemacht hat. So, und Todd Phillips setzt sich dahinter, also sorry, aber das wird kein Zufall gewesen sein, dass er so einem Charakter diesen Song gibt in der Schlüsselszene dieses Films, nämlich wo er da sich zum ersten Mal frei fühlt und diese Treppe übrigens auch zum ersten Mal in dem Film runtergeht und statt hoch. Ja. Ne? Also das ist schon extrem symbolträchtig und das wird kein Zufall sein. Und auch diese unheimliche Nähe, die der Charakter hat. Ich meine, der abgesehen jetzt vielleicht ist das eine Schizophrenie, die er hat? Ist das eine... Sag ich nachher was zu. Kommen wir gleich Persönlichkeitsstörung, keine Ahnung. Irgendwas da in between. Ist das alles ziemlich nachvollziehbar, was der treibt? So, und vor allem, wenn man jetzt die Theorie weglässt, dass er sich da alles eingebildet hat, sind das durch die Bank nachvollziehbare Motive. Und ständig so Momente, ja Mann, so ging's mir auch schon mal. Und ja Mann, das kenne ich. Und ja Mann, genau so eine Scheiße. Manchmal fühle ich mich auch so. Der Film ist voll mit solchen Situationen. Mhm. Und dem Film dann vorzuwerfen, dass er Nachahmer inspiriert, ja natürlich, so ist der Film angelegt. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das ist kein Zufall. Also dieser Film spielt ganz explizit mit der Tatsache, dass das eine, also theoretisch, reale Situation ist, die wir hier sehen. Und mein Fazit dazu ist, ob das gut oder schlecht ist, ich finde das fantastisch. Moralisch ist es natürlich schwierig, gar keine Frage. Und moralisch finde ich das auch eher schlecht. Aber filmisch und künstlerisch gesehen ist das saugeil. Also wirklich saugeil. Ja, Mann. Ja, finde ich auch. Also ich glaube nicht so sehr, dass der Film wirklich die Gefahr hat, also lauter Joker-Figuren zu produzieren. Da wären wir wieder bei der Frage, reicht irgendwie ein Ereignis aus, um aus einem normalen Menschen Joker zu machen? Ich rede jetzt nicht von Prince of Crime, ja, Massenmörder. Ja, ne? Aber ist klar. Aber er hält der Gesellschaft, also er macht im Prinzip das, was ein Hofnarr macht. Er hält der Gesellschaft den Spiegel vor und er kritisiert die Gesellschaft, er kritisiert die Mächtigen, aber er kritisiert auch im Prinzip diejenigen, die sich da wiederfinden und zeigt ihnen halt, was passieren kann, wenn sie irgendwie sich in ihrer Opferrolle oder als Opfer sozusagen in ihrer Rolle gefangen bleiben und sich nicht versuchen weiterzuentwickeln. Finde ich aber auch schwierig, nicht pauschalisieren, weil das ist immer der Blick aus Arthurs Sicht und wie wir schon festgestellt haben, ist sein Blick getrübt. Ja, aber es ist ja die Frage, was macht der Film mit dem Publikum? Ja, was macht Arthurs Darstellung, Arthurs Wahrnehmung mit dem, mit dem Kinobesucher sozusagen? Genau. Und deswegen finde ich auch, sollten wir in der Debatte den Realitätsanspruch des Erzählers außen vor lassen, weil das hier keine Rolle spielt. Ja. Entscheidend ist, glaube ich, dass der Film dafür kritisiert wird und das heißt ja nur Nachahmer. Kann es ja nur dann geben, wenn viele Menschen das so erleben, was Arthur geschieht in diesem Film. Was schon eine Menge dann eigentlich aussagt. Und wenn man davor warnt, dass im Prinzip die Gesellschaft sich dahingehend bewusst ist, dass es so viele davon gibt. Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Also es ist natürlich kein Wunder, dass ein so zerrissenes Land, von dem man ja unter Umständen behaupten kann, dass wir das Ende einer sehr erfolgreichen Demokratie gerade erleben, in weiten Teilen der Gesellschaft, nicht kritisiert, in welchem Zustand sich dieses Land befindet, sondern einen Film dafür kritisiert, dass dieser Zustand dargestellt wird und dass das Risiko birgt, dass jemand sagt, so kann es nicht weitergehen oder ich muss dagegen aufbegehren. Das ist ja eigentlich der Kern dessen, auch gerade am Ende des Films von Joker, was da ja passiert. Er
Er ist ja nur sozusagen der Funke, der die gesamte Gesellschaft dann zum Entzünden bringt. Das ist ja das Ende des Films. Und das sagt ja sehr, sehr viel aus, dass die Gesellschaft selber sagt, nein, das darf man sich nicht angucken, weil das birgt zu großes Gefahrenpotenzial. Das zeigt aber eigentlich, dass dieser Film den Nerv der Zeit und den Nerv der amerikanischen Gesellschaft insbesondere sehr, sehr, sehr gut trifft. Diese Diskussion, diese Angst, dass da Leute ins Kino gehen und danach werden sie auch selbst zu Mördern, das hat so ein bisschen Parallelen zu der Killerspiel-Debatte. Mhm. So ja. Definitiv. Diese Idee, dass ein psychisch gesunder, in Anführungszeichen, Mensch plötzlich anfängt, Counter-Strike zu spielen und dann in die Schule geht und seinen Lehrern die Pumpgun in die Fresse hält. Das ist so eine blöde, kurzsichtige Idee, so eine weirde, konservative Einstellung. Vor allem, weil unsere Filmkultur voll ist mit mannigfaltigen Varianten von Triebtätern, Vergewaltigern, Moment, ganz kurz, Menschen, die extremen Schusswaffengebrauch machen, wo es viel, viel cooler dargestellt wird. Eingängiger wäre. Also, ich wollte gerade sagen, Beispiel. Selbes Kinojahr wie John Wick 3. Ey, ja. nimm fast jeden beliebigen Quentin Tarantino-Film. Ja. Okay, ja, stimmt. Pulp Fiction. Ja. Da wird so das Gangster-Dasein und der Gebrauch von Schusswaffen und die Kriminalität als was Ästhetisches dargestellt. So, warum kommt diese Kritik nicht bei Pulp Fiction, sondern in diesem Maß bei The Joker? Ich sag euch wieso. Weil der Film in dein Gehirn reingeht, weil der Film dich innerlich, der löst was aus. Ich muss ehrlich sagen, ich selbst habe noch gar keine Meinung zu dem Film gedroppt. Für mich persönlich war es einer der besten Kinofilme der letzten Jahre, weil er mich innerlich echt zerstört hat auf eine gute, inspirierende Art und Weise. Ich bin aus dem Kino rausgegangen, ich habe tagelang darüber nachgedacht. Ja. Das ist halt ein Film für Erwachsene, das ist halt kein Film für Kinder. Der ist ja R-rated. Ja, aber vor allen Dingen, weil er halt auch einfach denk nochmal drüber nach, was ich sagen wollte. Wenn man das jetzt auf die Realität zieht, ne, sagen wir mal, man heroisiert den Joker, was wir am Ende des Films ja sehen, so wir haben einen Mörder, der total heroisiert wird durch das, was er ausgelöst hat. In der Realität gibt es solche Beispiele auch, siehe Che Guevara, der nichts anderes war als ein Soldat und Mörder. So, der ist dafür bezahlt worden, der war berufsrevolutionär, das muss man sich mal wegtun, ne? Das war seine offizielle Bezeichnung. So, der hat nichts anderes gemacht, als Leute erschossen und irgendwelche Dinge zu Fall gebracht. Jetzt, genau das, was der Joker tut. Sogar noch für Geld. Und der ist bis heute ein großes Symbol der Friedensbewegung, so. Was total schizophren ist. Wie gesagt, worauf ich jetzt wieder kommen wollte, dass der Film in 2019, dieser Film, die Debatte, nicht Killerspiele, nicht gewaltverherrlichende Musik oder was auch immer, der die Debatte um Gewalt in den Medien wieder anstachelt, ob man sowas zeigen darf. Weil das Ding war, ich weiß noch, vorab, bevor wir den Joker gesehen haben, weiß ich noch, gingen diese ganzen Berichte halt auch durch die Medien so von wegen gewaltverherrlichend und sehr, sehr explizite Darstellung etc. Ja, pp. Leute verlassen und, das Kino. Ja, die Leute verlassen sind. Das Kino. In Amerika ist und die Mutprobe, wer hält den Film durch. Das wurde ja kolportiert in den Medien. Ja, ganz genau. Und ohne Scheiß, ich bin in diesen Film gegangen, habe erwartet, dass es Szenen gibt, dass Joker Leuten den Unterkiefer rausreißt oder so eine Scheiße. Das ist wirklich explizit krass dargestellt. Dabei ist die Gewaltdarstellung, die du siehst, die ist nicht so heftig, sie ist nur sehr, sehr nah und sie ist sehr, sehr nachvollziehbar in diesem Kontext, leider so wie präsentiert. Halt, und da ist halt da muss ich auch sagen, da sind auch viele Kritiker leider in Verruf geraten, auch viele A-List-Kritiker, die ich auch selber verfolge, für The Guardian oder für die New York Times oder so, denen halt gesagt wird, ja, die verreißen den, weil die persönlich eine Agenda fahren, um herunterzuspielen, was in brodelnden Ländern, und da zähle ich Deutschland und Amerika halt auch dazu, was darin halt gerade vorgeht, dass im Prinzip heroisiert wird, dass wenn jemand ausbricht und sowas Furchtbares wie mehrere Morde begeht, im Prinzip heroisiert wird, weil er sich gegen eine politische Agenda halt stellt. Was ich halt sage, sorry, da muss ich sagen, ist die Diskussion viel zu oberflächlich und engstirnig, weil die Frage, ob ein Film sowas darf oder nicht,
ist immer mit Ja zu beantworten, weil es im Kunstmedium stattfindet. Und wenn Kunst das nicht mehr darf, muss es tun. Ja, und wenn Kunst das nicht mehr darf, dann sind wir in der Zensur und dann haben wir ein Problem. Genau. Das ist ja das, was Alexa ja vorhin schon mal gesagt hat, totalitäre Systeme möchten solche Werke eben nicht haben, genau aus dem Aspekt, damit die Leute nicht ans Denken kommen. Und ich bin völlig bei dir. Ich stehe eigentlich nicht auf Gewaltdarstellung und du hast John Wick schon genannt. Ganz andere Darstellung von Gewalt, die aber nicht so nachvollziehbar ist, weil vom Moment 1 an deutlich wird, du befindest dich da eigentlich in einem Porno. Ja. In einem Gewaltporno. Ich hätte jetzt gesagt, comichaft überzeichnete Realität, aber von mir ist es auch Porno, das ist auch gelten. Scorsese hat so schön gesagt, bei einer Massenschlacht von Marvel, da interessiert sich nicht, ob 1000 Leute dabei sterben, weil das sind halt 1000 Leute, die einfach auf der Leinwand gezeigt werden. Aber wie in dem Film, drei Charaktere, die 1:1 mit dem Protagonisten, vom Protagonisten selber erschossen werden, lassen sich darüber nachdenken, was da gerade passiert ist. Genau. Ja, das ist halt, das ist Kunst. Kunst muss auch das Recht haben, unbequem zu sein. Menschen, die sagen, dass dieser Film vielleicht zu unbequem ist, die vertreten im Prinzip die Meinung, dass Kunst harmlos sein sollte und oberflächlich sein sollte. So, es wurde kritisiert zum Beispiel, dass die Figur des Jokers im Film am Ende für ihre Straftat nicht bestraft wird. So, sind wir 12? Mal ganz ehrlich, reden wir hier über Peppa Woods, wo am Ende einer Folge jede Figur irgendwie eine Moral von der Geschichte erzählen kann? Die He-Man-Zeichentrickserie, wo am Ende in den letzten 3 Sekunden alle immer zusammenstehen und sagen, He-Man, das heißt also, ich darf anderen Leuten nicht ihre Sachen wegnehmen, weil das ist nicht gerecht. Und dann sagt jemand, genau. Ja. Und dann lachen alle in die Kamera und dann haben wir auch alle unsere Lesson gelernt. Aber ich habe heute etwas gelernt. Aber das ist halt, was der Film halt zeigt, das ist dieses typische Oldschool-Film-Noir-Making, wofür halt Scorsese und Co. halt auch bekannt waren. Ich sag, Thema Taxi Driver, guckt es euch mal an. New Hollywood, Alter. Ja, New Hollywood, ganz genau, New Hollywood. Die Filmemacher, die Hollywood gezeigt haben, dass sie mit ihren Blockbustern im Prinzip nicht die Leute ins Kino locken können, was sie bewiesen haben damit. Und Joker zeigt uns genau das jetzt auch wieder. Genau das Gleiche. Und das ist ja auch ein bisschen Guilty Pleasure, in dem Kinofilm zu sitzen und tatsächlich die Gewaltdarstellung, ich habe Filme gesehen, jeder Paul Verhoeven-Film, den finde ich schlimmer in seiner Gewaltdarstellung. Viel schlimmer. Aber der ist geil. Als das, was im Joker passiert. Aber das nimmt dich mit, ja. Das Guilty Pleasure ist, dass du sagst, ich kann das jetzt gerade verstehen, warum er dem die Rübe wegballert in der Talkshow. Ja, weil das ist ein Wichser, dieser Talkshow-Moderator. Du erwischst dich dabei. Und aber das ist der Spiegel, das ist der Spiegel. Naja, aber Der Murray ist kein Wichser, den sehe ich eigentlich eher so als tragische Figur, der tatsächlich im Vergleich zu Arthur. Der steht aber für was. Ja, genau, das ist es. Das ist Symbolfigur, nicht eher als Mensch, als Person, aber das, wofür er steht. Das auf jeden Fall, aber im Kontext, so wie sich Murray nämlich zeigt, weil das Ding ist halt, du interpretierst ihn so, wie er anfangs im Film gezeigt ist, denkst du sofort, okay, das ist ein hochrangiger, prominenter Talkshow-Wichser, einfach nur. Der sich auf Kosten von anderen im Prinzip die Quote holt und damit versucht, einen billigen Gag halt irgendwie zu kriegen. Und dann siehst du ihn aber backstage. Und er geht sogar noch darauf ein, dass er ihm sogar noch sagt, hey, könntest du mich als Joker vorstellen? So, ja, okay, gut. Er ist nett. Vor allem während sein Agent neben ihm steht und sagt, nein, mach das nicht. Genau. Er ist mega nett zu ihm. Er versucht noch während der Show, während der Typ dort 3 Morde gesteht, versucht er noch mit ihm zu reden. Und sagt dann auch noch ganz ruhig, wir rufen jetzt die Polizei, das Ding ist jetzt hier am Ende, etc. pp. Und dabei stellst du dann fest, dass der Murray selber auch in dieser zerrissenen Gesellschaft, als die Gotham gezeigt wird in diesem Film, dass er eigentlich auch nur einer ist, der versucht wenigstens, genauso wie Arthur, einfach nur ein bisschen Lachen in die Welt zu bringen. Und zwar auf eine geile Art. Pass auf, das wird mir jetzt bewusst. Pass auf, weißt du, was so geil an der Figur Murray ist? Der ist ja im Prinzip ist er ja Teil des Systems. Ja, ja, klar. Also wirklich auf eine ganz böse Art sogar, ne? Weißt du, er wird dargestellt als das Wunderbare, als das Tolle. Wir lenken uns ab damit, indem wir Murray zugucken. So, dann kommt er in die Situation, in der er damit konfrontiert wird, mit der Gegenbewegung, nenne ich es jetzt mal. Oh, Verzeihung. Ich hätte vor dem Redeschwall nicht einen Schluck Bier trinken sollen. Atmet schon wieder zu viel Luft ein. Jetzt wird er konfrontiert mit dieser Situation. Und was macht er als das systemkonforme Wesen, als Figur?
Er bricht aus dem System aus. Genau. Er ist dann nicht mehr Teil des Systems, sondern benimmt sich auf einmal. Der ist nicht mehr der Typ, der sich auf Kosten anderer lustig macht. Er ist nicht mehr der schwungvolle Moderator, sondern er ist ein ernsthafter Unterhaltungspartner. Der vor allem reflektiert, was da passiert gerade. Genau. Er ist reflektiert, er ist klug und er versucht, das Gerede am Laufen zu halten, um die Situation in Gang zu bringen. Das heißt, er bricht selber mit aus. Und das macht ihn eigentlich zu einem tragischen Tod. Das heißt also, er hat sich vorher aber doch im Prinzip an sein Publikum, an die Gesellschaft, wie auch immer, verkauft. Selber. Genau, volle Pulle. Also er hat dem Affen Zucker gegeben, genau, wenn man so will, und gemacht, was die Leute wollten. Und dann. Ja, aber zu welchem Preis? Da, ja, genau. Das ist die Spannung seiner selbst. Dass Entspannung entsteht endlich mal. Wahrscheinlich. So, Leute, jetzt. Das ist wie Entschuldige, bevor du das sagst. Das ist im Prinzip wie Heinz Rühmann zur Nazi-Zeit. So, der war Ablenkung vom System. Ja. So, Leute, jetzt mal Eier auf den Tisch. Jetzt wirklich. Boah, ist geil. Also, welches Problem, welches wirklich greifbare, echte, psychische, handfeste Problem, so mit unserer heutigen Wissenschaft, mit unserem Wissen, mit unserer Analyse, könnte der Joker im aktuellen Film mit Joaquin Phoenix haben? Eigentlich keins. Oh, deine Frau hat gerade schon eigentlich anders gehört. Warte, ich will erst Alexas hören. Nein. Was? Ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Vor allen Dingen würde ich mich der Expertise rechtfertige meines Mannes... Rechtfertige dich. Was? Das sah gerade echt so aus, als wärst du ganz anderer Meinung. Okay. Rechtfertige dich. Eine schlecht erzählte dissoziative Persönlichkeitsstörung wäre meine Idee. Das Problem ist dabei, dissoziativ würde ja bedeuten, dass er zwei getrennte Persönlichkeiten hat. Genau. Sehe ich nicht. Also, oder mehrere. Ja, oder mehrere. Ja, Alexa? Ja, also ich weiß nicht, also es ist ja keine psychische Störung in dem Sinne, aber traumatisiert ist er. Also vielleicht eine posttraumatische Belastungsstörung. Genau, oder kann man ihm sicherlich attestieren. Das hat jede Figur über der Filme, über die wir hier sprechen. Wir haben mal über Wolverine gesprochen, da war schon so, ja, wir sagen es zum 1000. Mal, jemand hat eine posttraumatische Belastungsstörung. Ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass wir Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung haben. Aber es gibt, wenn man so anfängt, ich selber war auch unschlüssig, du hast immer Versatzstücke von psychischen Störungen, die je nach Szene, je nach Kontext in dem Film gut passen, aber es ist eben nicht konsistent. Jetzt ist es so, das muss man auch mal vorausschicken, es gibt nicht die klassische psychische Erkrankung. Ich mache mal ein Beispiel, wenn du dir Elle und Speiche im Arm gebrochen hast, dann hast du dir Elle und Speiche im Arm gebrochen und dann hast du halt einen Armbruch. Das ist in der Psychotherapie oder in der Psychodiagnostik meist nicht so. Also in dem Fall, was du sagst, Diagnose 100% klar, Elle und Speiche sind. Eindeutig, genau. Okay. Das ist in der Psychodiagnostik häufig nicht so. Das liegt daran, dass die allermeisten psychischen Erkrankungen komorbide sind, ist das Fachwort. Das heißt, mehrere verschiedene Erkrankungen hängen miteinander zusammen. Und zwar mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, ein depressiver Patient hat sehr, sehr häufig auch Angstproblematiken oder hat Zwangsproblematiken, die mit drin hängen. Was passiert in der Diagnostik ist, dass du typischerweise schaust, was liegt alles vor und dann wird mit dem Patienten zusammen ermittelt, was das schwerwiegendste Problem ist. Und das ist dann letztendlich die Diagnose, die jemand hat. Das ist dann sehr, sehr häufig eine bipolare Störung zum Beispiel. Das ist das, was man so als manische Depressionen bezeichnet. Das ist eine häufige Diagnose, die gestellt wird. Da kann dann aber 1000 andere Dinge dahinter hängen. Oder aber, wenn wir auf den Bereich der Essstörung gehen, wenn jemand magersüchtig ist oder bulimisch ist, also Essbrechsucht hat, dann ist das die Hauptdiagnose. Das ist aber meist so, dass da drunter was anderes liegt. Unter anderem zum Beispiel Missbrauch. Dann bist du auch wieder bei einer posttraumatischen Belastungsstörung, die irgendwann sich manifestiert in einer Essstörung. Oder eine Depression, die sich dann irgendwann in so einer Erstörung manifestiert. Oder eine Angst- oder Zwangsstörung. Das heißt, es gibt nie die eine Diagnose. Okay, es ist nicht digital, es gibt nicht 0 und 1. Genau, danke. Das ist genau das, der Punkt, den ich machen wollte. Und jetzt kannst du natürlich sagen, wenn weite Teile des Films, egal wie viel von dem Film, eine Wahnvorstellung sind, dann bist du relativ schnell bei einer Schizophrenie, weil Schizophrenie ist dadurch geprägt, dass Menschen Halluzinationen haben. Das können akustische Halluzinationen sein, das können visuelle Halluzinationen sein, das kann so weit gehen, dass es ganze Lebensabschnitte gibt, die nicht stattgefunden haben. Das Problem dabei ist, also das ist für eine Schizophrenie ganz üblich,
dass schizophrene Patienten disruptive Gedanken haben und disruptive Denkprozesse haben. Das heißt, ein schizophrener Patient, der sich in einer starken Schizophrenie-Phase befindet, kann nicht stringent denken, kann nicht stringent planen. Dafür ist sein Denken dann in dem Moment gestört. Das heißt, wenn denn der Joker an einer nicht alle Murmeln im Sack. Auch. Richard schweigt mal gerade. Okay. Oh mein Gott, das wünsche ich mir seit 3 Jahren zu sagen. Das Problem ist halt einfach, wenn er sich gerade in einer Phase befindet, wo er massive Halluzinationen hat, ist er aber dann nicht in der Lage, so diese klaren Gedankengänge, diese Pläne zu fassen, ich gehe zu Thomas Wayne hin oder so. Das wäre dann nicht möglich. Das heißt, das spricht dann wieder gegen eine Schizophrenie. Dann kannst du sagen, er geht gegen die Gesellschaft, dann bist du bei einer antisozialen Persönlichkeit. Klar hat er Anteile einer antisozialen Persönlichkeit, aber das alleine würde auch wieder nicht alles erklären. Aber er wollte teilweise auch anderen sozusagen helfen, ne? Ja, er wollte also, dann auch wieder helfen. Ja, ich wollte gerade sagen, zumal der sehr empathisch ist, gerade mit der Beziehung seiner Mutter. So, oder den kleinen Wüchsigen, dem er halt nichts antut, weil der ihm nichts getan hat. Genau. Auch das würde nicht passen. Auch das Verhältnis zu Bruce Wayne, was er da darlegt. Ja. Das heißt, es gibt forensische Psychologen, die sagen, das ist eine super Darstellung, das ist super gut gemacht. Und dann gibt es genauso viele wiederum, die sagen, nee, das ist total schlecht, weil wenn du da ins Detail gehst, dann ist das nicht konsistent, was da dargestellt wird. Das heißt, in Versatzstücken ist das immer gut dargestellt, eine psychische Störung. Aber es gibt insgesamt für die Figur des Jokers von River Phoenix nicht... Joaquin Phoenix, oh Gott. Oh Gott, River Phoenix. Es ist sehr River spät. Phoenix ist schon lange nicht mehr, leider. Ja, alles es ist, gut. Das ist das zweite Bier jetzt gerade. Und das ist das Problem dabei. Das heißt, es wirkt auf den Laien sehr, sehr gut, aber sobald du anfängst, sozusagen ein diagnostisches Manual anzulegen und anfängst, diese Checkboxen, die du eigentlich in einer vernünftigen Diagnostik abhaken solltest, zu machen, kommt so ein Problem. Ich möchte übrigens meine Aussage von vorhin revidieren. Ich meinte Schizophrenie. Also meinte ich sogar wirklich. Nicht dissoziative Persönlichkeit, Schizophrenie. Ja. Aber das passt halt auch nicht halt leider. Das ist halt eine schlechte erzählte Schizophrenie. Alexander, wie ist denn das Thema beim Joker dann Thema Identitätsstörung? Bei diesem. Ist sie denn da? Ja. Weil, Moment. Eine Identitätsstörung, korrigiere mich gerne, wenn ich das sage, wenn ich falsch liege. Aber eine Identitätsstörung ist doch im Prinzip, wenn du Probleme mit einer oder, ich sag's mal ganz dumm, mehreren Möglichkeiten deiner Identität hast, die nicht zueinander passen und deswegen eine Störung ausgelöst haben oder eine Störung auslösen. Und er hat ja im Prinzip keine, die sich entwickelt. Während ich rede, merke ich gerade, ich rede Unsinn weiter. Das wollte ich seit 3 Jahren schon mal sagen. Also grundsätzlich gibt es nichts Schlimmeres zu diagnostizieren als Persönlichkeitsstörung. Also das ist einfach extrem schwierig, das genau festzulegen. Und da wäre ich eher so dabei, ich müsste jetzt nochmal auf die Kriterien der Identitätsstörung wieder schauen. Das ist dann eigentlich der ehrliche wissenschaftliche Weg, nochmal in die Diagnosekriterien zu schauen. Wenn du auf den Bereich der Persönlichkeitsstörungen schauen möchtest beim Joker 2019, würde ich eher sagen, dass es eher sowas ist wie ein gescheiterter Narzisst, den du dann sehr, sehr häufig auch im Kontext von Straftätern hast. Menschen, die was anderes sein möchten, als sie sind, immer wieder scheitern und dann eben immer extremer werden, um ihrem eigenen Bild gerecht zu werden. Und dann sind wir wieder bei diesem Machtbild und er möchte ja eigentlich, möchte er ja nur ein erfolgreicher Komiker, ein erfolgreicher Joker sein. Ich wollte gerade sagen, er möchte ja nur die menschlichen Grundbedürfnisse. Mhm. Er will Liebe, Nähe und Anerkennung. Mhm. Er möchte aber eigentlich auch berühmt sein. Er will einfach nur Anerkennung für das, was er macht. Er will nicht zwingen. Nee, Moment, kann man sich drüber streiten. Nein, warte, es gibt diese schöne Szene, wo er direkt sich selber, weil da kriegst du ja den ersten Einblick in seine Gedankenwelt, wo dieser Schnitt ist und er ist plötzlich mitten in diesem Fernsehstudio von Murray, ne? Er guckt sich den quasi im Fernsehen an und denkt sich selber in die Situation rein, dass er in diesem Fernsehstudio wäre und dann da sitzt und sagt so, hey, ich opfer mich sehr für meine Mutter auf, ich bin Clown nebenher und ich tue alles, was möglich ist. Und meine Mutter sagt mir immer, ich bin dafür da, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen und der Welt Lachen zu bringen. Und alle applaudieren und zollen ihm dafür Anerkennung und Murray holt ihn sogar noch ran und sagt so, ey, ich wünsche, ich hätte mehr Zuschauer wie dich und
take care of yourself, son. Das ist aber so, ne? Eigentlich... Also das ist dieser ganz, ganz krasse Wunsch nach Anerkennung dabei. Es ist, glaube ich, aber mehr. Es ist nicht nur der Wunsch nach Anerkennung, auch ganz sicher, aber es ist auch eben diese Sucht oder dieser Wunsch nach Aufmerksamkeit. Also er, das zeigt diese Szene ja eigentlich total quasi on the nose. Er sitzt im Publikum unter den Zuschauern, aber er hält sich für etwas Besonderes, da wären wir wieder beim Narzissten. Also er meint, eigentlich stünde ihm mehr zu als den anderen Zuschauern, die da um ihn herum sitzen. Mhm. Und er muss die Aufmerksamkeit des Hosts der Show bekommen. Er muss auf die Bühne geholt werden, sozusagen auf Augenhöhe mit dem Host gefeiert werden. Also das ist im Prinzip das Bild, das er von sich selber hat. Also aber ich glaube schon, dass er mehr will als Anerkennung. Aber das erzwingt er ja nicht. Er wird ja, glaube ich, in der Szene wird er ja durch Zufall von ihm entdeckt, durch seine schräge Lache. Naja, was ist seine Wunschvorstellung? Aber natürlich, das ist ja projiziert. Also das ist ja wirklich in ihm, er weiß. Also er will berühmt werden eigentlich ohne dass er sich, also ich will nicht sagen dafür, aber er will so ein bisschen entdeckt werden. Ja, ja? Er ist so toll, er ist so außergewöhnlich und es muss doch nur mal irgendwer merken, wie außergewöhnlich er ist. Alexander, kurze Frage, was heißt Suggestibilität? Beeinflussbarkeit? Beeinflussbarkeit wäre ein gutes Wort. Weil ich bin jetzt hier gerade im ICD-10 unterwegs, das ist dieser Katalog, das haben wir schon ein paar Mal gehabt, zu psychischen Erkrankungen. International Classification of Diseases, da sind übrigens nicht nur psychische Störungen drin, sondern auch die normale Atemwegserkrankung wird da auch mit diagnostiziert. Ja, jede Erkrankung, die dein Hausarzt bei dir feststellt, ist nach ICD-10 kodiert in Deutschland. Ah, okay. Weil du gerade sagtest, Persönlichkeitsstörungen müssen wir nochmal nachschauen. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, also ICD-10 unter Persönlichkeitsstörung. Und ich bin jetzt auf die histrionische Persönlichkeitsstörung gestoßen. Und so grob zusammengefasst, eine Persönlichkeitsstörung, die durch oberflächliche und labile Affektivität, Dramatisierung, einen theatralisch übertreibenden Ausdruck von Gefühlen durch Suggestibilität, Egozentrik, Genusssucht, Mangel an Rücksichtnahme, erhöhte Kränkbarkeit und dauerndes Verlangen nach Anerkennung, äußeren Reizen und Aufmerksamkeit gekennzeichnet ist. Das würde so grob in so eine Richtung gehen. Also, was ich tatsächlich zwei, dreimal gelesen habe, waren negative Kritiken zu dem Film, die ihre negative Meinung dadurch begründet haben, dass der Joker, wie wir gerade schon festgestellt haben, keine eindeutig identifizierbare reale psychische Störung zu haben scheint. So, wo ich persönlich finde, dass diese Aussage so wirklich farblos, fantasielos und auch respektlos gegenüber der realen Psychologie ist, weil wie du gerade gesagt hast, Alexander, es gibt nicht 1 und 0, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema und es mag sein, dass die psychische Störung, die Joaquin Phoenix in dem Film hat, in Anführungszeichen komplett ausgedacht ist und auf keine Art und Weise auf irgendwelchen realen Tatsachen fußt. Aber um uns als Zuschauer auf einer emotionalen Basis dieses Thema nahezubringen, vielleicht auch über dieses Thema psychische Probleme und Erkrankungen nachzudenken, ist das doch völlig unwichtig, oder? Das ist unwichtig, das ist so eine Metadebatte und wenn man jetzt mal, ich mache mal zwei Beispiele. Wenn er jetzt schwer depressiv gewesen wäre, also der Joker ist ein schwer depressiver Mensch, da fehlt halt, glaube ich, vielen Menschen die Vorstellung, wie jemand ist, der schwer depressiv ist. Mhm. Weil jemand, der schwer depressiv ist, muss man dann genauer definieren, ist eigentlich jemand, der sich gerade in einer Phase von Major Depression befindet. Und dann ist das jemand, der sehr langsam spricht, der sich sehr langsam bewegt, der sehr langsam denkt, der im Prinzip überhaupt keine Emotionalität mehr nach außen drängt. Aber das ist ja das Tückische an einer Depression, das sind Phasen und dann sind die auch wieder vorbei. Und dann sind die auch wieder völlig normal. Gut dargestellt übrigens ich komme jetzt nicht auf den Namen, dieser Lars von Trier-Film mit dem Planeten, der dann irgendwie auf die Erde... Oh Gott, ja. Melancholia mit Kirsten Dunst. Ja, genau. So. Ja, Lars von Trier. So. Ey, Melancholia war echt gut, leider. Aber... leider. Aber lass uns jetzt nicht über Lars von Trier. Aber dann, so, das zurück zum Joker. Nee, auf jeden Fall nicht. Sorry. Wir sind jetzt bei guten Filmen. Und dann, wenn du einen Film darüber drehst, dann musst du das halt auch in Kauf nehmen. Und nochmal hinzugefügt, was stellen sich denn Menschen überhaupt in einer psychischen Störung vor? Ich meine, wir haben eine
wir reden, oder wie, was heißt wir, also die Ärzte, Psychologen, Gesundheitssysteme auf der Welt diskutieren gerade darüber, ob man Depressionen zu den häufigen chronischen Erkrankungen zählt. Das heißt, das würde dann die Depression auf den Status von Diabetes, chronische obstruktive Lungenerkrankung und koronare Herzerkrankung heben sollte. Es gibt 5, 6 Krankheiten, die dazu. Also einfach so passiert halt. Naja, nee, nicht passiert, sondern das anerkannt. Eine anerkannte chronische Erkrankung mit einer sehr, sehr hohen Inzidenz, die sehr, sehr viele Menschen betrifft. Inzidenz? Auftretenswahrscheinlichkeit. Ah. So. Und das heißt, sehr, sehr viele Menschen leiden an Depressionen und ihr könnt euch mal überlegen, wie viele Menschen in eurem Umfeld unter Umständen an einer Depression leiden und ihr kriegt das halt nicht mit. Und das ist ja genau der Punkt, wenn jemand in den Freitod geht, ne? Robert Enke, um mal ein ganz bekanntes Beispiel hier anzuführen, wo alle sagen, erfolgreicher Fußballer, Topstar, bla bla, das hat ja keiner kommen sehen. Das ist ja das Tückische eben an psychischen Erkrankungen. Aber auch, es ging ihm doch gerade wieder besser. Oder es ging ihm gerade auch wieder besser. Also das ist genau dieser. Gerade in dieser Phasennummer echt schwierig. Ne? Genau, und da reden wir gar nicht über eine manische Depression, wo es denn so in dieses, morgen kaufe ich mir einen Hubschrauber geht, wo die Leute dann manisch werden, sondern eine ganz, in Anführungsstrichen, normale depressive Erkrankung ist davon geprägt, dass es diese ganz, ganz tiefen Löcher gibt und dann eher so einen normalen Pfad. Und Patienten, die sich in so einem Loch befinden, möchten sich das ja auch nicht unbedingt anmerken lassen. Die funktionieren ja weiter in unserer Gesellschaft. Die gehen ja in der Regel, wenn es gerade eben geht, weiter zur Arbeit und gehen ihrem Tagwerk nach. Das heißt, der Wert, es geht beim Joker nicht darum, eine psychische Erkrankung realistisch darzustellen, sondern zu sagen, der ist jemand, der psychische Probleme hat und was macht denn eine toxische Gesellschaft, Richard, ich zitiere dich da nochmal, mit so einem Menschen oder was kann passieren? Und das ist dann ein Gedankenbeispiel, da sind wir im künstlerischen Spektrum. Ja. Aber diesen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, ich muss mal ganz kurz intervenieren, den Aspekt, den du gerade angesprochen hast, den gibt es ja in Joker, glaube ich, auch. Bevor er in die Sendung zu Murray geht, wird ja auch mehrfach angedeutet, dass er eigentlich vorhat, sich dort das Leben zu nehmen. Ne? Ja. Naja, kann man drüber streiten, ja. Ja, also der macht das ja, der probt das ja. Also so eigentlich probt er das, dass er im Prinzip, deswegen tötet er auch seinen Arbeitskollegen dann, weil eigentlich, was danach passiert, ist ihm scheißegal. Er plant, in die Sendung zu gehen und sich eigentlich zu erschießen. Aber ja, das ist aber, ja die Frage, ob er das macht aus einem narzisstischen Gedanken, weil er damit dann sich selber, also. Der baut sich selbst als Märtyrer so, in der Situation. Genau. Weil er unfreiwillig ja zum Heldensymbol geworden ist. Ja. Genau, und damit schließt er dieses Heldensymbol halt endgültig ab. Dann ist er der King of Comedy, wenn du so willst. Ja. Und er macht es dann aber eben nicht. Genau. Ja, das ist ja auch der Punkt. Was ich aber jetzt in diesem Kritikpunkt und dieser Kritikpunkt, dass der Film diese ganze Sache viel zu oberflächlich oder vor allem zu verwaschen darstellt, das sehe ich ähnlich. Das haben wir ja auch gerade besprochen. Warum ich aber verstehe, dass dieser Kritikpunkt existiert, ist nicht nur, weil das wichtig ist, ich rede jetzt nicht aus diesen konservativen Stimmen, die sagen, sondern wirklich auf sinnvoller Ebene, weil der Film versucht, das ja zu erklären. Und wenn der Film versucht, das zu erklären, das aber nicht richtig macht, dann ist das ein berechtigter Punkt, den man kritisieren muss. Das ist halt im Prinzip das, was ich eingangs sagte, was mich bei dem Film so stört, ist, dass er halt viel zu viel zu erklären versucht, und das aber nicht richtig macht. Und inkonsequent dann dabei ist. Genau, Versuch, genau. Ja. Und das ist das, deswegen akzeptiere ich diese Debatte über die Thematik. Ja. Die interessiert mich nicht groß, weil es ist klar, es ist ein Film, der hat kein, es geht nicht darum, dass der Film auf einer Depression basiert und eine Depression erzählen will oder eine Schizophrenie erzählen will, der will einen Charakter erzählen, der das hat. Da muss ich einmal noch reinhaken und das ist genau der Punkt, den ich ja auch so wichtig finde und das ist dann bei einem weiteren Herz wieder was in meiner Brust schlägt. Nämlich die Tatsache, ich habe es schon mal gesagt, diese Sozialarbeiterin sagt, und ab morgen kriegst du deine Pillen nicht mehr. Wir müssen uns auch mal überlegen, in welchem Zustand sich Menschen mit einer psychischen Erkrankung auch bei uns in Deutschland befinden. Mhm. Ja. Du kriegst eine Diagnose und kriegst gesagt, sie haben eine Angststörung, sie haben eine Depression. Suchen sie sich einen Therapeuten. Und dann dauert das kriegt man unter keinen. Umständen ein halbes Jahr. Also in der Regel sind es 6 bis 8 Monate. So. Oh, was? Ja, und 6 bis 8 Monate, die echt mit einem immensen Aufwand auf die Person verbunden sind. Und die bedeuten, also, dass du in der Zeit als Patient eine Telefonliste kriegst. Wenn du in einer Stadt wie Hamburg, so wie wir, lebst, dann ist die relativ lang. Wenn du in Posemuckel lebst, ist sie relativ kurz. Und wenn die da keinen Platz für dich haben, dann hast du halt keinen Therapieplatz. Jetzt überleg dir mal, du gehst ins Krankenhaus. Und wenn du depressiv bist, dann rufst du nicht mal an, weil du es einfach nicht schaffst. Den Antrieb nicht hast. Und dann überleg dir mal, du gehst
hin und kriegst die Diagnose, ja, ihr Blinddarm ist total entzündet. Wir sehen uns in 6 Wochen. Nee, hier haben sie eine Telefonliste. Telefonieren Sie mal ab, welcher Chirurg jetzt mal übel gerade Zeit für Sie hat, Sie zu operieren. Übel. Und zwar in den nächsten 6 bis 8 das Monaten. Das finde ich gerade viel zu. Also, ich muss mal, da muss ich mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war in meinem Leben 2 Mal in Therapie. Ne? Das letzte Mal, zuletzt vor, was haben wir jetzt, 2019, vor 5 Jahren, als mein Großvater gestorben ist. Da bin ich erst bei meiner Krankenkasse gemeldet, weil ich auch gemerkt habe, dass mich das auch depressiv so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, auch schon mitgenommen hat. Ich hatte dann Therapie, ich hatte 10 Einzelstunden bei einem Therapeuten und 10 Gruppensitzungen. Das ging sehr schnell. Das ging sehr schnell. Die Termine dafür habe ich binnen 2 Wochen oder so bekommen, nachdem ich mich selber da gemeldet habe, gesagt habe, was mein Problem ist. Und die meinten so, ja, wir haben jemanden an der Hand für Sie, auch in Ihrem Umfeld. Da habe ich dann angerufen und mit dem habe ich sofort innerhalb von 2 Wochen hatte ich Termine für das nächste halbe Jahr fest. Erstaunlich. Schwein gehabt. Gut gelaufen. Echt? Das ist nicht die Realität. Alter, ist das echt so? Ja. Krass. Scheiße, Mann. Also, ja, also alleine die Tatsache, dass wir jetzt seit ungefähr 2 Stunden hier hitzig diskutieren und dass jetzt schon allen Beteiligten hier klar ist, dass wir keinesfalls alle Teilaspekte dieses Themas besprechen können. Auf keinen Fall. Finde ich, ist schon mal eine krasse Aussage über die Qualität dieses Films, ob man ihn mag oder nicht. Der bewegt so Menschen. Er ist absolut vielschichtig. Ich glaube, er ist so menschlich wie nie zuvor eigentlich. Ich stimme dir übrigens zu, Fred, das habe ich noch nicht bestätigt, dass das auch für mich einer der besten Filme ist, die ich in den letzten 2 bis 5 Jahren gesehen habe. Ja, definitiv. Nicht der beste Actionfilm, nicht der beste Sci-Fi-Film, aber so als filmisches Werk extrem gut. Echt bewegt. Ja. Und jetzt muss ich mich ein kleines bisschen outen, und zwar, dass ich einer der Menschen bin, ich glaube, es gibt tatsächlich mehr als man denkt, die Clowns im Allgemeinen irgendwie, also ich misstraue ihnen. Sagen wir es mal so. Ja. Ich finde das komplette Konzept des Zirkus irgendwie weird und unheimlich. Ich bin da, also für so Horrorzirkusse bin ich mega anfällig. Welche Staffel von American Horror Story ist das nochmal? Oh, das war die zweite. Das ist die einzige, die ich nicht gesehen habe. Nein, zwei war Asylum, ich glaube, es war 3 oder 4. Die dritte war die Hexen. Genau. Und die vierte war dann Freakshow. Ja. Ja. Ich finde Clowns gruselig, ohne Scheiß. Bin ich damit allein? Nein, und das Ganze hat auch einen Namen. Dann, wenn das jetzt auf die Spitze getrieben wäre, würdest du unter Coolrophobie leiden. Coolrophobie? Jawohl. Ja, cool. Du hast Angst vor cool zu sein. So ungefähr. Also die Angst vor Clowns. Ich habe mir eine neue Lederjacke geholt, ich habe Schiss, dass ich der Fawns werde. Ey! 2016 war ein ganz schlimmes Jahr für Leute, die Angst vor Clowns haben. Da war nämlich diese Horror-Clown-Welle, die in den USA sich abgespielt hat, aber auch so ein bisschen hier in Deutschland. Und echt? Gab es das hier in Deutschland auch? Ja, es gab so ein paar. Also die Frage war halt immer, war das ein Prank halt von irgendwem oder hat sich das irgendjemand ausgedacht, weil er Aufmerksamkeit haben wollte, oder war es tatsächlich irgendjemand, der sich da im Kostüm irgendwie an den Straßenrand gestellt hat? Wo Leute in Clownskostümen in der Realität sich irgendwo hinstellen, weiß ich nicht, einfach im Dunkeln irgendwo in der Gegend rumgestanden haben und Leute erschreckt haben. Nicht nur erschreckt haben, sondern wirklich so makaber, dass sie den halt wirklich mit einem Messer oder mit einem riesen Holzhammer hinterhergerannt sind. Also wirklich, dass die Leute wirklich todes. Ja. Wo es übrigens auch wunderbare Fälle gab, wo die Leute sich gewehrt haben und die Leute also wirklich massiv teilweise verletzt haben durch einen gezielten, also wahrscheinlich auch zufällig gezielten Schlag gegen die Birne mit irgendwas, was sie gefunden haben. Ja. Wo ich dann damals auch immer in den Medien saß, ja Mann, zu Recht, ja, sorry, aber wer mit dem Feuer spielt. Ja, vollkommen verständlich, mal ohne Witz. Also Fred hat mal einen Leberkäse auf seine Freundin geschmissen, weil sie ihn erschreckt hat. Ja. Jetzt laufe ich auch nicht immer bewaffnet mit einem Leberkäse in der Tasche halt irgendwie rum, aber das wäre auch meine Baseballschläger tut's auch. Okay. Kack und Sachhörer unterschätzt die Dinger nicht. Also nicht die Baseballschläger, die Leberkäse. Kack und Sachhörer kennen die Geschichte, aber Alexa, was hat das auf sich mit diesem Horrorclown-Ding? Also ich verstehe das nicht. Also ist das jetzt mal blöd gesagt Zufall, dass wir Clowns komisch finden? Ja, also oder? Da stecken natürlich irgendwie ganz verschiedene Motive dahinter. Also du hast einmal irgendwie jemanden, der sich hinter einer Maske versteckt, dessen Gesichtszüge man nicht genau erkennt. Also der irgendwie entstellt ist, immer lächelt. Und weil er immer lächelt, irgendwie mit seinen wahren Emotionen nicht einschätzbar ist. Das wäre so die psychologische Variante.
Und dann hast du natürlich so die Figur des Clowns, die aufgrund ihrer Entwicklung in der Geschichte sowieso schon einen Hang dazu immer hatte, so die Normen der Gesellschaft auf die Probe zu stellen. Also immer unberechenbar zu handeln, den Menschen irgendwie so ihre eigene Unzulänglichkeit und Dummheit vorzuführen, wirklich vor die Nase zu halten. Und das sind natürlich ganz unangenehme Verbindungen, die man dann knüpft, total unberechenbar zu sein. Also selbst wenn du so diese Physical Comedy hast eines Zirkusclowns, da sind ja auch immer so ein paar unkontrollierbare, unberechenbare Elemente dabei. Also du weißt irgendwie nie genau, was macht er jetzt als nächstes für einen Quatsch. Das sind natürlich Sachen, die dann eine Rolle spielen. Und dann hast du tatsächlich eine Geschichte von Figuren, durch die sich immer schon so diese Doppelbödigkeit zieht. Also du hast, ich will jetzt nicht ganz hinten anfangen bei der griechischen Tragödie, wo du auch komische Figuren hast. Das ist eine andere Sendung. Vielleicht macht ihr kurz auf Pause, geht mal auf Klo, was zu trinken. Wir fangen jetzt mal bei der griechischen. Ja, genau. Wir fangen mal in der Antike an und hören dann irgendwie 2019. Wir lieben die Griechen. Wir haben tatsächlich jetzt erst dieses Jahr eine Folge über die griechische Mythologie gemacht. Das ist eine der erfolgreichsten aller Zeiten. Das war knapp 9 Stunden. Ja, das war unser Staffel 4 Auftakt. Wir lieben die Griechen. Erfolgreich sogar. Aber wir lieben die Griechen. Wenn du irgendwo anfangen willst, fang bei den Griechen an und überspring den anderen Kram. The Greeks invented pottery. Kennt einer noch eine der großartigsten Szenen aus der Lindenstraße? Nein, ich kenne die Lindenstraße. Nein, weil in dem Moment, weiß ich nicht, habe ich vielleicht eine Frau Vasili bleibt Grieche. Was? Ich wollte eigentlich erst sagen, in der Zeit, wo du Lindenstraße geguckt hast, war ich auf Dates, aber nein. Nein, wir machen jetzt einen ganz, ganz kleinen Parfort. Also du hast großartige Szene. Selbst in der wirklich klar strukturierten griechischen Tragödie hast du halt nicht nur tragische Figuren, sondern du hast halt auch komische Figuren, die das Ganze so ein bisschen durchbrechen. Man kann sich jetzt drüber streiten, irgendwie, ob das eine solche Erfahrung der Katharsis, also der Reinigung durch die Kunsterfahrung, ob das sowas intensiviert oder inwiefern das eine Kunsterfahrung oder das Ansehen eines solchen Stückes verändert. Und dann hast du den Narren in den Shakespeare-Stücken, also auch in den Tragödien wie Hamlet oder was auch immer, hast du immer auch komische Figuren, die das Ganze dann halt à la Comic Relief so ein bisschen auflockern. Das sind meistens Figuren aus dem einfachen Volk. Also es geht auch immer so in Richtung Bauern, Tölpel, jetzt wirklich mal so politisch ganz unkorrekt. Solche Figuren. Du hast aber auch ganz klar strukturierte, institutionelle Narren an Königshöfen. Also es gibt auch welche, die wahnsinnig berühmt worden sind, in der Kunst von der Rosen zum Beispiel, bei Kaiser Maximilian I., also römisch-deutscher Kaiser. War eine feste Institution, hatte die Aufgabe, dem Herrscher sozusagen seine eigene Vergänglichkeit vor die Nase zu halten. Entschuldigung, aber klar, wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Den Kunst von der Rosen. Und es gibt Alex, halt hol lieber noch ein Bier, du bist jetzt raus. Geh du mal aufs Klo, genau. Das Maxle, der Maxi. Genau, ja. Es gibt auch irgendwie eine Geschichte. Das kann die übrigens wirklich, ne? Deswegen bin ich mit der verheiratet. Hat sie sich alles kurz vor der Sendung angelesen. Das ist alles die böse Wikipedia. Nein. Die böse Gott-Wikipedia. Also, genau. Was ihr nicht wisst, ist, Wikipedia ist nach Alexa benannt. Sie heißt ja, Alexa, genau. Wikipedia. Alexa, mach mal Wikipedia auf, genau. Also Victoria. Alexa Victoria. Okay, Leute, zurück zum Maxle. Ja, es gibt halt auch so geile Anekdoten, wie dass der sich verkleidet hat, also dieser Hofnarr, und dann den Kaiser, also bevor er Kaiser wurde, irgendwie aus dem Gefängnis holen wollte. Darauf hat er sich dann nicht eingelassen, der Maximilian, weil er das unehrenhaft fand. Und auch so eine Geschichte wie, dass dieser Kunst von der Rosen, also dieser Hofnarr, gefragt wurde, was er von einem Friedensvertrag hält. Ist ja auch schon mal ungewöhnlich, da fragst du den Hofnarr irgendwie, was hältst du denn von dieser Politik? Und dann hat er gesagt, ja, was glaubt ihr denn, wie alt ich bin? Ich bin bald 200 Jahre, weil ich schon 2 Friedensverträge mitgemacht habe, die jeweils 100 Jahre halten sollten. Also das war so der Senf, den er dazu gegeben hat. Ist natürlich sehr doppelbödig alles wieder und regt zum Nachdenken an und ist vielleicht auch eine berechtigte Kritik so an der herrschenden Kaste. Ja, sag mal, dass jetzt so ein Kaiser oder so ein König auf die Idee kam, dem ausgerechnet dem Hofnarren zu vertrauen, kann man, oder beziehungsweise ihn zum Rat zu, um Rat zu fragen, was er natürlich ein gewisses Vertrauensverhältnis voraussetzt, liegt das daran, dass die Hofnarren den Leuten nahestanden?
Also so persönlich, ne? Also es muss ja irgendeinen Grund geben, dass sie ausgerechnet dem dummen August, wie man ja so schön sagt, vertrauen. So, jetzt ist ja natürlich auf der einen Seite jemand, der ständig am Hof rumhängt. Das war ja so ein Ding. Mhm, also genau. Immer irgendwie also feste da. Institution am Hofe, Teil der höfischen Gesellschaft. Genau. Ja. Dann ist er auf der einen Seite natürlich zur Unterhaltung da, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Wenn ich mich recht entsinne, erzählen die auch traurige Geschichten und so. Ne? Ja, oder sagen wir mal so, halt Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Genau, natürlich irgendwie auch so ein bisschen so dieses wirklich komisch Unterhaltende und ziehe jetzt mal hier eine Show ab und so. Aber der Narr hatte halt die Freiheit, auch ein bisschen über die Stränge zu schlagen und gesellschaftliche Konventionen mal kurz außer Kraft zu setzen, und wenn er dann eine Lehre erteilen wollte. Genau, und den absoluten Herrscher im Prinzip als einziger eine ehrliche Meinung entgegenzusetzen. Ja, das ist nämlich der Punkt mit der Vertrauensbasis. Der absolute Wahrheitsanspruch, den so ein Kaiser ja hatte, der war halt von Gott gesandt. Was der gesagt hat, war Gesetz, und eigentlich konnte dem ja keiner widersprechen. Außer der mit der sogenannten Narrenfreiheit. Genau. So ist es. Genau. Also und deswegen, also meine Frage jetzt, glaubt ihr, dass es daher rührt, dass die Leute, dass diese Herrscher denen deswegen vertraut haben, weil sie keine Arschkriecher waren, sondern ist halt so die Frage, vertraut er seinen Ministern oder vertraut er dann dem Hofnarren? Wahrscheinlich wird er beides gemacht haben. Klar, also er wird verschiedene Meinungen eingeholt haben, aber der Hofnarr sicherlich auch immer dazu da, um dem Kaiser des Kaisers neue Kleider irgendwie auch mal zu enttarnen, sozusagen, und mal wirklich irgendwie zu sagen, was Sache ist. Also das war schon einfach wichtig für die höfische Gesellschaft. Und deswegen, das ist so spannend, weil dieser Hofnarr, auch wenn er gesellschaftliche Konventionen bricht, trotzdem absolut Teil des Systems ist. Also im letzten Endes ist er dazu da, durch das Brechen dieser Konvention das System zu unterstützen. Das ist ja eigentlich eine Rolle, die wir bei den heutigen Narren, gerade wenn wir auf den Joker gucken, dann irgendwann nicht mehr haben, weil die zwar auch gesellschaftliche Konventionen komplett außer Kraft setzen, also sich wirklich nicht mehr an die Regeln halten, völlig amoralisch handeln, aber halt auch nicht mehr das System stützen, sondern die Gesellschaft zersetzen. Also das hast du ja dann bei Heath Ledger und Joaquin Phoenix. Die Gesellschaft zersetzen, die Gesellschaft zersetzen, bewusst oder unbewusst? Weil meine Frage nehme ich als nächstes auch mal in die große Runde, wäre jetzt einfach auch mal, der Joaquin Phoenix Joker, inwiefern, eurer Meinung nach jetzt, reiht der sich in die Reihe der Joker eigentlich ein? Weil es gibt, ich hab nämlich eine ganz interessante Unterhaltung mit einem Freund geführt, der auch Langzeit Batman-Fan ist, der meinte, ich mochte den Film, aber was ich nicht mochte, war, ich habe Joker nicht gesehen. Das heißt, ich habe einen guten Film gesehen, aber es war nicht Joker. Mhm. Zwei Dinge, die ich dazu zu sagen habe. Erstens, was soll ich sagen? Ja, genau das. Alexa? Nein, warte. Tobi ist auch so einer, der bei Jeopardy die Zeit schindet. Nein, leck mich, Leute. Nein, ich weiß, was ich sagen wollte. Mir fehlen nur gerade die Worte. Okay, also erstens. Fickt euch. Alter. Sarkastisches Klatschen ist so 80er. Deal with it, bitch. Erstens. 80er, aber effektiv, Mann. Zu sagen, das war kein Joker, kann man aus rein, ich sag mal, wirtschaftlicher Sicht, ich sag mal, begründen. Natürlich ist es sinnvoll, wenn man so eine Geschichte erzählt wie die Joker-Geschichte, der hätte auch The Clown heißen können. Die hätte auch Arthur Fleck heißen können. Es macht aber wirtschaftlich Sinn, das Ding Joker zu nennen. So, Punkt 1. So, und jetzt Punkt 2, um auf den Inhalt einzugehen. Ich sehe das nicht so, dass es nicht der Joker ist. Weil wer hier am Tisch kann mir wirklich, abgesehen jetzt von der Zeit, ich rede jetzt nur von der Figur, sinnvoll belegen, und vielleicht passt sogar die Zeit, dass das, abgesehen vom Alter, dass Arthur Fleck, also die Figur, der heißt ja nicht mal Arthur Fleck, der ist adoptiert, dass diese Figur nicht die Vorgeschichte, und ich rede jetzt wie gesagt nicht von zeitlichen Problemen, zu Heath Ledgers Joker ist. Das wissen wir nicht, das können wir auch nicht belegen. Weil im Prinzip... Dass er die Vorgeschichte ist? Ja. Ach so, ja. Okay, dann reiht ihn aber nicht in die Reihe der Joker ein. Nein, nicht der Joker. Nein, was ich damit sagen will ist, dass wir nicht den Joker sehen, den wir kennen, weil in den Comics kennen wir den fertigen Joker. Ich kann dir dazu was aber sagen. Aber wir sehen halt nicht den fertigen Joker. Wir sehen im Prinzip eine gute Version von Hannibal Rising. Also ich hasse Hannibal Rising. Aber weißt du, was ich meine? Ich kann dir dazu Folgendes sagen, und zwar finde ich persönlich, das ist aber auch nur so ein emotionales Statement,
zu sagen, das ist nicht der Joker, ist als Kenner der Batman-Comics irgendwie ein bisschen heuchlerisch, weil der schon in so vielen Varianten gezeigt 48 wurde. 48 Joker? Außerdem, ja, klar, außerdem wir wissen, das finde ich mega interessant, der Joker ist eine der wenigen Figuren im Comic-Universum, der eine sogenannte Plot-Armor hat. Mhm. Und der, dem es bewusst ist, in einigen Comic-Auskopplungen war es ihm wohl bewusst, dass er eine fiktive Figur ist. Und das hat ihm einen Vorteil verschafft. Es gibt Batman-Comics, ein paar ältere, wo er den Leser dazu auffordert, die Seite umzublättern oder es sogar selbst macht. Er durchbricht mehrfach die vierte Wand. Ähnlich wie Deadpool durchbricht er sogar mehrfach die vierte Wand, indem er zum Leser oder zum Zuschauer selbst spricht. Und es gibt einen kanonischen Comic-Beweis dafür, dass es den Joker als einzelne Entität nicht gibt. Und zwar das ist erst ein paar Jahre alt, ist in einem DC-Comic, einem kanonischen, Batman auf dem Möbius-Stuhl gesessen. Oh, ihr kennt das? Übrigens, das war zu Beginn, also dieses Rätsel, das ist ja mit so einem Cliffhanger geendet, diese Nummer. Ja. Und dieser Cliffhanger war, als wir die Kack- und Sachgeschichten angefangen haben. Ja. Und Richard hat uns davon erzählt. Und dann irgendwann später im Laufe der Kack- und Sachgeschichten kam diese Antwort. Wurde die irgendwann beantwortet? Der Möbius-Stuhl hat die Eigenschaft, dass wenn du darauf sitzt, beantwortet er dir jede beliebige Frage über das Universum. Bullshit! Du wirst zum Gott und deswegen wird dir jede Frage im Universum klar. Es kommt am Ende dasselbe raus, ja. Und Batman saß auf... Tobi hat gerade respektlos... Nein, Mann, das ist wichtig. Batman wird ein fucking Gott, weil der sich draufsetzt. Also, Batman sitzt sich auf den Möbiusstuhl und er fragt im Prinzip das Universum. Da sind wir wieder bei Hoxilla und euren Heilsteinen. Der Heilpraktiker-Podcast. Da sind wir wieder bei... Das finde ich gut. Da sind wir wieder bei euren Magnetmatratzen. Oh. Ich lache, aber eigentlich weine ich. Komm mal zum Ende. Also, Batman setzt sich auf den Möbiusstuhl und fragt das Universum, wer ist der Joker? Also, er möchte die reale Identität des Jokers wissen. Und das Universum antwortet, es gibt 3 Joker. Kennst du diese Nummer mit, dass der Comedian, weil das ist ja auch DC, dass der Comedian der erste Joker war? Ja. Das finde ich eine total geile Theorie. Der Comedian war der erste Joker und hat Nachahmertäter inspiriert. Das finde ich übrigens insofern total spannend, weil ich mich nämlich gefragt habe, das wäre auch eine Frage gewesen, die ich noch hier in der Runde gestellt hätte, ob der Joaquin Phoenix Joker ein Vigilante ist. Jemand, der das Gesetz in seine eigene Hand nimmt, also so ein Rächer, der in der Erbe Definitiv, er ist ein Batman-Archetyp, auf jeden Fall, weil Batman ist ja auch der Ist Vigilante. Er wirklich? Ja, ist er. Weil in der U-Bahn, als er seine ersten Morde begeht, der Auslöser ist ja eigentlich, ist oder Notwehr. der Ja, aber junge Frau, glaube ich, irgendwie von diesen Typen da irgendwie belästigt. Aber als diese Typen diese Frau belästigen, da greift er noch nicht ein. Da sitzt er und guckt irgendwie runter, unbeteiligt, und greift aber erst später ein. Ja, er nimmt aber im Nachhinein die Exekutive und die Judikative in eigene Hand. Und wenn du vor allen Dingen siehst... Also macht er das, aber nicht aus dem Motiv heraus, ihr helfen zu wollen, sondern einfach um Macht. Er macht das aus seinen Gründen heraus, das wird aber falsch interpretiert. Und vor allen Dingen, wenn du darauf achtest mal, im Film gibt es doch diese schöne Szene, wo einer an ihm vorbeifährt, der so eine Joker-Maske aufhat in einem Taxi. Es gibt ein paar ziemlich findige Reddit-User, die das analysiert haben und die zu dem Schluss gekommen sind. Die ist aber echt gut. Jetzt, wo ich den Film auch noch ein paar Mal gesehen habe. Das war jetzt auch nicht respektlos. Haben die wohl wahrscheinlich festgemacht, dass von der Statur und von der Augenform her und Co. das wahrscheinlich die Dame ist, die er aus der U-Bahn gerettet hat. Ach was. Okay. Die ihm da noch zulächelt. Aber, warte mal. Um nochmal darauf zu kommen, ob das jetzt Joker ist oder nicht, weil jetzt auch gesagt wurde, es gibt gar keine Punkte, woran wir das festmachen können. Doch, es gibt Punkte, woran der Joker festgemacht werden kann. Jeder Comic-Fan und Film-Fan weiß, der Joker hat spezifische Eigenschaften, die ihn charakterisieren. Das mag der letzte Strohhalm sein, um diese Figur zu in irgendeiner Art und Weise einzurennen, aber der Joker hat schon immer eine extreme... hat extrem viel Ahnung von Chemie,
Er ist in manchen Varianten sogar ehemaliger Chemiker. Stimmt. Ganz genau. Mhm. Er hat immer Ahnung von, sehr, sehr viel Ahnung oder auch von, mal von Chemie. Sicherheitsbeamter in einer Chemiefabrik. Genau, auch und seine, eine seiner archetypischen Eigenschaften ist es halt einfach, also zum Beispiel, dass er das Joker-Gas halt zum Beispiel einsetzt. Ach so, ja, stimmt. Smiley. Wo hat bitte Arthur diese Ambition? Und dass eine andere Art ist halt auch noch, dass Joker nicht Moment, ich will auf seinen ersten Punkt reden, den du gerade gesprochen hast. Wo genau in dem aktuellen Joker-Film hat er Ahnung von Chemie? Hat er nicht? Nein, wir reden über Comic-Auskopplungen. Genau, warum er nicht Joker genau. ist oder was? Mhm. Genau, weswegen ich nämlich sage, es ist nämlich nicht Joker, es ist eine Joker-artige Geschichte, es ist aber nicht Joker. Entschuldigung, dann habe ich deinen Ansatz. Genau, weil der Joker, den wir kennen und den wir lieben und den wir mögen, wie gesagt, der hat sehr viel Ahnung von Chemie, der hat einen Plan, der eine gewisse Botschaft mit sich bringt und... Die hat er aber. Hat er nicht. Er wird unfreiwillig zum Symbol. Joker geht es nicht um die Transportierung einer Nachricht. Moment, auch im Film nicht. Moment, also bevor du die Punkte runterratest, lass uns bitte über die Punkte sprechen. Also dieser zweite Punkt, den du gerade sagtest, dass der Joker eine Nachricht hat. Wir haben vor knapp 10 Minuten darüber gesprochen, dass der geprobte Selbstmord im Prinzip Märtyrerakt gewesen wäre, den er selbst erweitert hat. Also er hatte einen Plan, der dahinter steckte. Okay, aber Joker bringt Leute um, weil es witzig ist in seinem Kopf. Und nee, ja, das so makaber, wie es klingt, aber nicht, weil sie ihm was Falsches angetan haben oder weil sie ihn missinterpretiert haben. Soll ich mal was? Joker tötet nicht wahllos, Joker tötet, wenn es lustig ist. Soll ich mal was Salomonisches sagen? Bitte. Salomon hatten wir selten hier. Deine Punkte weiter runterzureiten. Ich verstehe den Punkt, den du machen willst. Ich würde aber behaupten, dass wenn wir einen klassischen Joker-Film gesehen hätten, der all diese Checkboxen abhakt, der Film war weit nicht so erfolgreich gewesen. Oh ja, wäre. Mann. Ja, und nicht so cool. Definitiv, vor allen Dingen, dann wäre er nicht so nah gewesen, weil dann wären wir wieder ins Comichafte gegangen. Aber trotzdem, wenn wir uns das Ganze weiterfallen, weil deswegen finde ich immer diese Diskussion so ätzend, wenn Leute dann fragen, ist der Arthur jetzt der Joker, der später gegen Batman kämpft? Nein, ist er nicht. Der Film heißt ja auch nur Joker und nicht The Joker. Ja, und es ist halt, die Filmemacher haben eindeutig gesagt, es spielt nicht im klassischen DC-Universum. Ja. Genau. Kunst muss sich was Neues trauen. Und mal ganz ehrlich, das Argument, es ist scheiße, weil es nicht so ist, wie es früher war, das war schon immer ein beschissenes Argument. Ich habe nicht gesagt, dass es scheiße ist. Ich will auch nichts gegen dich oder gegen irgendwen hier sagen, aber das Argument, früher, es ist blöd, weil früher war es anders, das war schon immer ein scheiß Argument. Es gab doch irgendein Host bei den Oscars hat auch mal gesagt, so, ja, warum kann Superman nicht schwarz sein, bla bla, und die Fans sagen dann, ja, weil er nicht schwarz ist. Wisst ihr, was er noch nicht ist? Real. So, und deswegen, finde ich das schwierig bei Comic-Adaption oder auch bei Buchadaption, auch wenn ich da selber, wenn zum Beispiel hier Dark Materials läuft ja jetzt gerade und ich war bei dem Film schon damals ein Mega-Nazi, wenn da irgendwas drin vorkam, was in dem Buch nicht vorkam, jetzt läuft diese HBO-Serie, ich bin Stand jetzt voll begeistert, aber ich werde knatschig sein, wenn irgendwas nicht mit dem Buch übereinstimmt. Wir alle wissen, wie das ist. Trotzdem ändert das nichts an der Tatsache, dass Kunst sich weiterentwickelt. Und wenn wir von einem Charakter sprechen, der mindestens 48 Mal neu aufgelegt wurde, 48 Mal mindestens, ja, also wahrscheinlich reden wir von 56 Mal neu aufgelegt wurde, dann kann man hingehen und den auch ein 57. Ja. Mal neu auflegen. Und dann zu sagen, das ist nicht der Joker, stimmt, aber dann ist der allererste Joker, den wir gesehen haben, der allererste, the motherfucking origin Joker, auch nicht der Joker. Ja, aber trotzdem, weil der hatte auch keine Ahnung von Chemie, der war auch nicht das, der hat Rauchbomben geworfen, was für ein Professor. Er hatte schon am Anfang an seinen Joker-Gas, aber wie gesagt, so diese... Nein, am Anfang hat er Rauchbomben geworfen, nicht das Joker-Gas, also dieses Joker-Rising hat er nicht betrieben. Dass du dich in ein Joker-ähnliches Monster verwandelst, das kam erst später. Aber wenn wir uns vergegenwärtigen, was für ein Mastermind, so der beste, so the world's best detective, das soll Batman sein. Genau. Gegen den Joker, den wir 2019 gesehen haben. Ja, aber am ich rede Arsch von, kann Arthur so einen Masterplan spielen. Das ist doch scheiße, das ist darum die Frage. Geht's doch überhaupt nicht. Ja, natürlich geht's darum. Weißt du, weil der Joker ist der Arch-Nemesis von Batman, Moment. Weißt du, warum es nicht darum geht in diesem Film? Weil Batman... Ich sag nicht darum, dass es darum in diesem Film, ich sag darum, wie es weitergeht. Nein, ja, genau. Und genau darauf will ich hinaus. Weißt du, warum das überhaupt kein Argument an der Stelle ist?
weil Batman zu diesem Zeitpunkt 9 Jahre alt ist. Dann hättest du das aber auch nicht in Gotham City ansiegeln müssen, sondern hättest auch in Detroit oder in New York oder sonst wo zeigen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja, natürlich. Dann kann das der Geschichte sonst wo sein. Lassen Sie das Fleck. Das ist gerade auch nicht mehr unterhaltsam. Das ist gerade echt nicht mehr unterhaltsam. Sorry. Ich bringe es mal kurz zu Ende. Arthur Fleck hat noch knapp 20 Jahre Zeit, um Batman ebenbürtig zu werden. Bullshit. Bullshit. Nicht in der geschlossenen Anstalt, Mann. Moment. Aber macht er das vielleicht anders? Also gar nicht mal irgendwie absichtlich, aber einfach durch die Masse, weil es endet schließlich damit, dass das Joker ein Monster erschafft, nämlich die ganzen Leute, die irgendwie sich das Gesicht anmalen und auf der Straße randalieren. Ja. Ja, aber das unterstreicht meinen Punkt, dass Arthur Fleck nicht der Joker ist dann. Ja, gut. Also die Frage ist, ob Arthur Fleck aus dem Joaquin Phoenix-Film der Joker aus den Comics ist oder nicht. Es macht uns Spaß, über diese Frage zu diskutieren und uns die Fresse voll zu hauen. Eindeutig. Aber man kann... Dem einen mehr, dem anderen weniger. Aber man kann, ich bin auch noch nicht fertig mit dem Thema. Dann machen wir gleich nach der Folge. Man kann profunde darüber... Ich seh dich hinten. Also die Frage ist vielleicht auch scheißegal, weil das ist Kunst und das ist eine Auskopplung. Und es gibt so viele Auskopplungen vom Joker und es gibt so viele Varianten. Und die Comicwelt ist ja besessen von diesem What-If-Charakter. Und wenn der Joker irgendwo als pinker, 20 Zentimeter großer Alien gezeigt wird, wenn das eine gute Story ist, die mich bewegt und die mich zum Nachdenken anregt, dann ist es so. Weil du hast recht, pass auf. Weißt du, worüber, also wir diskutieren jetzt ja gerade, ob das der Joker ist oder nicht. Weißt du, worüber wir nicht einmal diskutiert haben, ob Froschtor wirklich sinnvoll ist? Ja, Mann. Weißt du, das akzeptieren wir. Aber ein Arthur Fleck, der nicht gut in Chemie ist, akzeptieren wir nicht. Das ist schon schräg. Ey, aber weißt du, ganz ehrlich, wenn ich einen depressiven Frosch sehe, der zu Thor wird, dann akzeptiere ich das eher. Also, ich möchte die Folge tatsächlich langsam beenden. Ich möchte zum Nachdenken noch eine Fantheorie reinwerfen, die wir aber nicht großartig ausdiskutieren können, weil es dazu vermutlich keine Fakten gibt. Es wird in Arkham Asylum, dem Batman-Game, die These aufgebracht, dass der Joker mental übergesund ist. Dass sein Verstand praktisch eine Stufe über dem, in Anführungszeichen, normalen menschlichen Verstand steht. Also es gibt 3 Stufen so nach dieser Theorie. Psychisch krank, 1 drüber, psychisch gesund. Und der Joker ist nochmal 1 drüber. Er ist super, Super Sanity heißt das im Englischen, diese Theorie. Es gibt im Comic dazu sogar in Anführungszeichen Beweise. In Batman Legends of the Dark Knight gibt es das sogenannte Lazarus-Wasser. Wenn man mit dem in Kontakt, Alexa nickt, hast du davon gehört? Mhm. Wenn man mit dem in Kontakt kommt, heilt das einen, aber es macht einen zeitweise verrückt, mal plump gesagt. Und als Joker mit diesem Wasser in Kontakt kommt, wird er völlig normal. So wie alle anderen auch. Das ist das, womit sich Ra's al Ghul in den Comics immer wieder belebt. Ja. Lazarus Pit. Unheimliche Scheiße, Mann. Was sollen wir denn damit anfangen, mit dieser Information? So, Joker ist der einzige von uns allen, der den Durchblick hat und die Welt versteht, so wie sie ist. Naja, so würde jemand, der... psychisch krank ist, auch denken. Ne? Nein, das ist das Narrativ, aber ich gesund, ne? Das ist doch das Narrativ, genau. Vielleicht bin ja nicht ich verrückt. Ja, aber alle anderen sind verrückt und ich bin der Einzige, der gesund ist. Ja, aber also die Batman-Logik an der Stelle geht dann noch einen ganzen Schritt weiter und belegt die Tatsache, dass wir alle verrückt sind, nur der Joker nicht. Das heißt, also die Batman-Comics in der Reihe gehen dahin und sagen, dass es so ist. Joker ist der einzig gesunde Mensch, also übergesunde Mensch auf dieser Welt. Wir sind alle total Banane und der Joker hat recht. Ist ja auch eine Form von Gesellschaftskritik. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja. Er ist vielleicht nicht übergesund, aber er ist konsequent oder er ist die Konsequenz im Prinzip, die personifizierte Konsequenz unseres eigenen Handelns, oder weniger. Was wieder mega gut zu dieser Theorie passt, dass der Comedian der erste Joker ist. Der Comedian sagt, schau dich um, der amerikanische Traum ist wahr geworden. Und B, ich habe beschlossen, eine Parodie auf die Welt selbst zu werden. Mhm. Weißt du, er ist die Manifestation all dem, was wir sind. Ja. Sick. Wow. Ja. Scheiße, Mann. Na gut, Leute. Ich aber so weit gehen zu sagen, er ist höchstens davon inspiriert und nicht die erste Auskopplung. Aber gut. Also ich muss euch ehrlich sagen, dass ich diese Diskussion, was ist denn jetzt wirklich kanonisch und was ist denn der einzig wahre Comic
Figur XY, und ich finde das scheiße, das hat was Konservatives an sich. Das sind, das sind Auskopplungen, das sind Ideen, das sind Varianten, das ist Kunst einfach. Ich habe mich gerade so ein bisschen an den Shitstorm erinnert gefühlt, als in der Battlestar Galactica Neuauflage die Pressemitteilung kam, dass Starbuck von Katie Sackhoff gespielt wird. What? Eine Frau, wie kann das nur sein? Ja. Ja, und es war extrem gut gemacht. Ja. Am Ende. Aber und er sah, dass es gut war. Es gab übrigens auch zu Joker ein paar sehr, sehr kritische Stimmen, gerade auch so von FEMA-Organisationen, die meinten, dass der Film nur zeigt, dass nur weiße, männliche Protagonisten quasi einer so starken psychischen Störung ausgesetzt sein können und das offen zeigen können und das halt dann in Film gezeigt wird. Und das ist halt nicht eine, also man kann nur sagen, brüllt da jemand, bitte macht mich auch zu einem brutalen Massenmörder. 2021 Jokerine, so quasi, ne? Ich meine, das können wir gerne machen, also das Problem, also ich meine, der Weiße wird an der Stelle nicht gut dargestellt. Und vor allem für sich zu beanspruchen, hey, ich will das auch. Und was da ja komplett ausgeblendet wird, ist natürlich, dass es inzwischen eine extrem ausgebaute Harley Quinn gibt. Ja. Also das, die weiß es. Ja. Genau. Aber immerhin eine Frau. Ja, ist keine Netflix-Adaption. So. Ja. Nee, aber weißt du, was ich meine? Ich meine, du stellst dich, also jetzt gehen die Leute da hin, und ich will überhaupt nicht die Rassismusdebatte aufmachen, sondern wirklich nur diesen konkreten Fall. Jetzt gehen die da hin und sagen, hör mal, früher war das immer nur so, dass wir als irre Bösewichte dargestellt werden. Das wollen wir nicht mehr. Jetzt wird ein Weißer als irrer Bösewicht dargestellt. Das wollen wir aber auch. Sorry, aber also das ist bescheuert. Na gut, und über Harley Quinn reden wir dann in der nächsten Kackzilla-Folge. Nein. Guckt euch den Joker an. Ja. Schöner Film. Leute. Ja, Hammerfilm. Diskutiert mal mit euren Freunden. Mal gucken, was die so erzählen. Diskutiert, und wir könnten auch locker jetzt nochmal 4 Stunden über den Joker diskutieren, über diverse Aspekte. Und über echte Killer-Clowns. Ne? John Wayne Garcia, den echten Killer-Clown, der 33. Ja, Bonko? Pogo, der Pogo, Clown, genau, ja, Pogo, genau. Clown. Das stimmt, nachdem ist das Make-up von ihm inspiriert worden. Ja, ja. Der Killer-Clown. Aber der hat nicht in Kostüm gemordet, sondern halt nur irgendwie, der hat wahnsinnig viel Gutes auch getan. Also er war irgendwie Mitglied von Wohltätigkeitsorganisationen und so. Und hat dann aber tatsächlich in den Jahren, ich glaube 72 bis 78, 33 Jungs und junge Männer vergewaltigt, getötet und in seinem Crawlspace, also unter seinem Haus quasi begraben und ist dann, ich glaube, zu einer der höchsten Haftstrafen und Todesstrafen überhaupt irgendwie verurteilt worden. Ich glaube, 12-mal die Todesstrafe, irgendwie so und so viel mal lebenslänglich. Also den haben sie dann irgendwie in den 90er Jahren tatsächlich hingerichtet. Aber krass. Haben wir darüber gesprochen? Krasser Typ. Hast du darüber gesprochen? Da war ich gerade mal ums Eck verschwunden. Woher die Angst von Menschen vor Clowns auch kommt? Wir haben es kurz angerissen, nicht so ausführlich gemacht. Kulrophobie, genau. Dieses Uneindeutige, dass du so ein Lächeln auf den Mund geschminkt hast, und nicht weißt, ob es stimmt. Das ist übel. Vor allem, wenn man jetzt nochmal kurz zurück auf diese Frage geht, ob das berechtigt ist, dass der Nachahmer anlegt, der Film. In Kombination mit dem Musikstück, was ich vorhin meinte, und stimmt, der Schminke, das hatte ich völlig vergessen, von diesem Killer-Clown, dem sie ihm gegeben haben. Im Prinzip ist er dann selbst ein Nachahmer, der natürlich auch zu Nachahmern, also auf symbolischer Ebene. Ja. Der Todd Phillips wusste schon, was er da tut. Ja, da ist Kunst ja wieder der Spiegel der Gesellschaft. Genau. Ja, definitiv. So halb Gotham, die unzufriedene Unterschicht politisiert diese Tat von ihm ja. Er selber will ja, das ist ja kein politisches Statement von ihm. Das war ja nur eine Effekthandlung. Aber so die Crowd politisiert diese Handlung und baut daraus dann einen Riot auf. Ja. Übrigens an der Stelle kleine Filmtipps. Wenn ihr Joker auch ein bisschen mehr auch filmisch verstehen möchtet, schaut mal Taxi Driver, schaut mal King of Comedy und schaut mal Network von 1976. Stimmt, die haben wir jetzt komplett rausgelassen. Das ist, also wenn du die drei Filme gesehen hast, hast du den Joker gesehen. Ganz genau. Also guckt euch die, also wer den Joker gefallen hat, guckt euch die einfach mal an, damit ihr nochmal ein bisschen mehr Fleisch in der Suppe habt, um da auch ein bisschen diskutieren zu können. Das sind sagenhafte Filmklassiker. Und gerade King of Comedy kriegt viel zu wenig Credit. Der war nämlich es ist Scorseses bester Film, war ein absoluter Flop. Guckt ihn euch an.
Ich habe noch einen Buchtipp, wer sich mit Clowns und gerade mit bösen Clowns beschäftigen will, ein bisschen wissenschaftlich, aber auch unterhaltsam, sollte sich durchlesen von Benjamin Radford, Bad Clowns von 2016. Mhm. Kriegt man auch bei Amazon oder sonst wo. Eingetragene Marke. Ja. Jetzt zum Schluss, Hoaxilla, wie kann man euch hören, wie kommt man an euch ran? Oh nein, Google. nicht die. Ich will nicht bei Hoaxilla.com aufrufen. Wir sind bei Spotify, wir sind bei iTunes, wir sind, glaube ich, in jedem Podcatcher. Das werden eure Hörer kennen. Ja, die haben leider keine Instagram-Seite. Es gibt nur den Hoaxmaster und die Hoaxmistress, was übrigens mal geändert werden sollte, finde ich. Genau, ich habe wegen euch, denke ich, die ganze Zeit darüber nach, dass ihr eigentlich mal einen Hoaxilla-Instagram-Account einführen müsste. Vielleicht 2020 gibt es dann auch einen Hoaxilla Instagram-Account. Aber klar, also Hoaxilla.com aufrufen, das ist die Einflugschneise. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Twitter, überall zu finden. Also Hoaxilla, Hoaxilla eingeben und dann findet ihr uns definitiv. Cool, ja, die Kack- und Sachgeschichten könnt ihr auch hören in jeder Podcast-App eurer Wahl, bei Spotify, im Internet kackundsach.de. Wir haben sogar noch einen Premium-Kanal mit Zusatzinhalten, den Leute hören dürfen, die uns bei Patreon Minimum $3 im Monat schenken. Und wir haben mit unseren Unterstützern eine Umfrage gemacht und man kann es auch bei Patreon unterstützen, bei Steady unterstützen oder uns direkt Geld auf unser Geschäftskonto überweisen. Das findet man auf unserer Homepage. Und bei uns ist es so, weil wir einfach gar nicht die Zeit haben, nochmal mehr Content zu produzieren. Da legen die Hörer auch gar nicht so Wert drauf bei uns, aber ihr dürft die wollen keine Videos von uns. Da sollten wir mal drüber nachdenken. Aber ja, finde ich auch gut. Die wollen einfach nur, dass wir 2 Sendungen im Monat produzieren. Aber hört auf jeden Fall mal, hört mal bei Hoaxilla rein, die machen keinen Scheiß. Und bei den Kack- und Sachgeschichten kann man auch mal rein. Und die streiten sich nicht immer so. Das ist doch mehr so. Doch, das ist so ein Credo. Ja. Am Ende gibt es immer Randale, Mann. Am Ende wird immer ausgerastet. Also man kann das hören, ja, sorry, die letzten paar Minuten nicht hören. Aber die Flaschen stehen noch auf dem Tisch. Wir sind leider nicht verheiratet. Wir sind leider noch nicht verheiratete Drittlingspaare. Ja, wir haben am Ende jeder Show ein kleines Ritual, nämlich, dass wir zusammen Tschüss sagen. Und Alexander, Alexa, Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss. Und immer schön.